Ein neuer Tag im Lande Korinnes und du trinkst Eistee. Was ist da los? Das passiert mit uns, wenn wir Nachmittag spielen müssen, jeden verfickten Tag. Wir müssen Eistee trinken. So wie ihr auch, aber ihr könnt euch ja was drunter punchen. Einen herzlichen guten Tag auch von mir, von deinem Mitspieler, Michael Kogmann. Hallo, hey. Wie geht es dir? Mir geht's ausgezeichnet. Ich habe gerade schon mal einen Spielstand geladen und bin voll bereit, diesem Land endgültig sämtliches Leben zu entziehen mit harten, wuchtigen Schwertschlägen. Voll und bereit ist ein Motto. Zusätzlich haben wir die fantastische, auserwählte Boysahne-Vertreterin Trixie, the one and only Knochengirl. Rippchenmädchen. Finde ich sehr schön, in der Regie wieder heute vertreten, gleich zu sehen, jetzt noch nicht. Timo, einer der besten Menschen. Ja. Den Chat hole ich mir jetzt auf den Schoß. Es ist wieder Festwoche. Und was sagt der Chat? Hype. Sehr gut, weggelegt. Ihr seid korrekt drauf, Freunde. Das sind die Kommentare, die wir mögen. Kurz, knackig und lobend. Lobend. Geht mir weg mit diesem Hate. Ja. Will ich nichts von sehen. Auf jeden Fall. Nur wenn es ums Töten geht. Das ist dieser positive Vibe, den wir von euch einverlangen. Ihr müsst uns immer geil finden. Nur wenn es ums Töten geht, da sind wir uns einig. So, hier habe ich noch einen Knopf. Wenn ich den drücke, passiert Folgendes. Dann kommt so eine schöne... Oh, ist das Nebel, du? Mensch, geil. Die Atmosphäre. Da kommt so eine geile Ladung runter. Und gestern haben wir noch die Nebelmaschine und auch das Trance-Gerät. Kommt ja, von... Das, wie konnten wir jemals ohne dieses Gerät dieses Let's Play machen? Das ist so abgefahren. Vorhin ich verstehe. Hatte ich am Ende dann gestern von der Spielsession so ein... Ich dachte erst, ich erblinde. Weil ich so ein Fleck hatte im rechten Auge, weil mir das die ganze Zeit hier reingeballert ist und ich bin rausgegangen und dachte, alles klar. Alles klar. Grauer Star, ich bin soweit. Aber dann hast du gemerkt, nein, ich kann ohne Trance-Gerät nicht mehr leben. Nein, eben. Du hast übrigens noch so einen kleinen Fleck hier da. In den Zehen, da. Echt, was hab ich? Mhm. Ja, ich hab gerade, es gab Gemüsebälle. Bah, weg mit dem Scheiß. So, wie sieht's aus, Micha? Wollen wir dieses Let's Play mit euch jetzt starten? Heute am Dienstag. Nein, ich meine natürlich schön Mittwochabend, 22 Uhr, wie immer. Mhm. Ne? Bei mir ist jeden, täglich grüßt das Murmeltier-mäßig, bei mir ist jeden Tag Mittwoch, 22 Uhr, zu jeder Zeit. Ja. Okay, Hammer. So, irgendwas. Warte mal, Rheinkorps Mikro. Rheinkorps Mikrofon ist nicht korrekt. Hä, aber bei meinem wahrscheinlich hängt das ein bisschen. Guck mal, wie das hängt bei dir, ist ganz locker. Das ist doch hier direkt vom ja, vom... Lalala, Rheinkorps Mikro richten. Habe ich einfach reingeatmet oder war ich zu leise? Oder vielleicht warst du auch zu geil und ich hast mir den Rang abgelaufen. Ja. Das konnte Timo nicht haben, weil er ist ein gerechtes Schwein. Okay. So, wie sieht's aus? Wollen wir ein schönes Recap starten? Ja, das wollen wir. Weil heute haben wir was zu berichten tatsächlich. Wir haben tatsächlich was zu berichten. Okay. Pass auf. Gestern. Sekunde. Micha, du weißt doch, wie das läuft. Hm. Ich pitche erstmal 4 Oktaven tiefer. Übrigens, gestern muss ich noch kurz erzählen. Nicht nur, dass ich dachte, ich hätte einen grauen Star. Nein, ich hatte auch im Laufe des Let's Plays in den 4 Stunden, die es waren, glaube ich, 1,5 Staffeln von diesen Riesen. Schokolade mit der blauen Kuh Schokoladen gegessen und ich hatte echt so kalten Schweiß. Ich hatte so kalten Schweiß und ich war so ganz zittrig, als ich rausgegangen bin. Als hätte ich irgendwie, keine Ahnung, also zu viel Zucker, Kinder, ist auch nicht gut. Hab ich gestern gemerkt. Und darauf esse ich jetzt so ein Bäulchen. Michael Reinke wird jetzt euch mitnehmen in eine Reise voller Gefahren und Abenteuer. Okay. Also, gestern ist wirklich Unglaubliches passiert. Das kann man ausnahmsweise mal sagen. Gestern ist wirklich was passiert, denn nicht, dass wir auf der Suche nach dem Auge Enos sind, nein. Das Auge Enos ist jetzt in unserem Besitz. Wir haben es dem Klostervorstand abgerungen, beziehungsweise Petro, der es geklaut hatte, dem haben wir einen auf die Ärmel gegeben. Der war irgendwo in diesem satanistischen Ritual schon am Gange, um das Auge Enos zu verderben. Ja? Er hat es auch geschafft. Sie haben es geschafft, diesem Ding seine ganze Kraft zu entziehen, wie es scheint. Es ist ein blasser Schatten seiner selbst, des Auge Enos. Es ist jedenfalls in unserem Besitz. Wir müssen es jetzt wahrscheinlich wieder pimpen und stehlen, um dann endlich zu den Drachen zu gehen, um mit ihnen mal so ein Wörtchen wechseln zu können. Weil Auge Enos macht, kannst mit Drachen reden. Hammer, ne? So, und das machen wir heute. Vielleicht kommen wir heute schon zu den Drachen. Ich glaube es noch nicht so ganz. Wir müssen mich noch ein bisschen leveln. Beim letzten Mal haben wir gesagt, wir müssen noch mal ein bisschen den Wald roden hier. Dann, da ist immer noch viel Geschmeiß, was die Bevölkerung ärgert. Und wer soll es richten, wenn nicht wir? Und da haben wir aufgehört. Dann ist das Spiel abgestürzt und dann habe ich dich gefragt, was deine Lieblingsfarbe ist oder so. Ich habe gesagt... Lila. Das ist gelogen. Okay, sehr gut. Das war's eben schon Recap, meine Damen und Herren. Hey. Und jetzt... Realität. Wollen wir eintauchen in die Welt Korinnes. Ja. Und bevor wir das tun, einmal noch schnell... Festwoche!
Yes, okay, das ist cool. Okay. Ab geht's. Ab geht das. Wir sind schon im Spiel. Eine Fliege attackiert mich sofort. Es geht hier so direkt los mit Action hier. Zieh ich das rein. So, und da kommt sie auch schon gleich angeflogen. Ne, doch nicht? Ja, gestern haben wir die sogenannte Drachenschneide gefunden. Das wird hier gerade gefragt im Chat. Wir haben die Drachenschneide gefunden. Wir haben sie allerdings nur im Gepäck und haben, glaube ich, nicht vor, ein Stärkelevel zu erreichen, mit dem wir sie dann jemals tragen können. Aber wir sind stolz, sie herumtragen zu dürfen. Ich finde es sehr traurig, dass du das einfach so sagen kannst. Also ich hoffe natürlich das Beste. So, also ne? Ich bin natürlich ein sehr spontaner Mensch und kann mir durchaus vorstellen, dass diese Drachenschneide sich sehr gut an unserer Hüfte macht. Warte kurz, Maus ist stehen geblieben, jetzt nicht mehr, alles klar. Nice. Ja, es macht sich gut an der Hüfte, aber ich bin ja früher auch, ich war ja Skater. Mhm. Und meinst du, ich bin einmal damit gefahren, ich hab das Ding nur an der Hüfte hängen gehabt. Klar. Ja, klar. Und dann immer bei Eis, 10 Mal am Tag vor der Eisdiele hin und her, für die Grills. Ja, richtig. Ja doch, ich konnte mich im Bauch drauflegen und dann einen Berg runterrollen, aber das habe ich nur heimlich gemacht. Also so ein bisschen uncool ins Dachfesten. Die Leute fragen natürlich zu Recht gerade, gib mir deine scheiß Faust. Faust? Wieso Faust? High Five natürlich! Fehler! So, die Leute fragen zu Recht, Michael, Krogmann jetzt, wo ist deine Rüstung? So, und jetzt kommt's nämlich. Miriam, ja? Die hat die einfach weggenommen, weil sie meint, es wäre ein Dreh für diese Gaming-Sendung. Für diese Gaming-Sendung Game 2. Spinnt die? Ich kann dir sagen, der Einspieler, den wir mit dieser Rüstung machen, ist dieser Rüstung würdig. Ja. Denn, das kann ich nicht erzählen. Aber es ist wirklich episch. Aber dir ist schon klar, dass ich in diesem ganzen Let's Play immer hier mit Rüstung saß, bis auf einmal hatte ich eine Aluminiumrüstung, die besser war. Aber ich war immer mit Rüstung hier. Wenn ich heute keine Aluminiumrüstung kriege, dann habe ich mein heiliges Band, was ich versprochen habe, nicht gehalten. Das fordert die Regie auf, Alufolie zu besorgen, denn das hat uns schon mal den Arsch gerettet. Genau. Der schöne Mike soll heute alles, was er bekommen kann, an Aluminium mitbringen. Ja. Wir wollen hier keine Abhörmechanismen im Keller. Richtig. Ja? Okay. Okay. Nice, dann geht's los. Ich mal ab ins Spiel. Ich hau hier noch so ein paar Viecher um und dann geht's direkt weiter mit der richtig geilen Story von Gothic. Ihr wisst, wie geil sie ist. Und sie flasht mich jedes Mal aufs Neue. Ich find's richtig geil, ja. Ja. Drachen. Punkt. Okay, nein. Also wir sind auch unterwegs zum Kloster, die ne? Die vielen kleinen... Und wenn wir da beim Kloster sind, werden wir singen. Ich dachte gerade kurz, du hättest Blind Guardian rausgesucht. Die haben nämlich auch einen Song mit Valhalla. Nämlich Valhalla Deliverance. Und auch sehr schön. Wo du weiter speicherst und lädst, eine Sache noch von mir. Ihr wisst schon, also Steffen, gestern aus der Social-Media-Abteilung, war sehr erbost. Er war wirklich pissig, weil er meinte, Krogmann, erst um 3 Uhr waren wir in den Trends. Erst um 15 Uhr waren wir mit Hashtag Gothic 2 in den Trends. Das muss besser werden, Leute. Timo, also wenn du diesen Knopf, wenn du das kleine Knöpfchen findest, mit dem kleinen Vögelchen. Da kommt schon, hier, kommt schon rein. Ihr wisst doch, wie die Scheiße heißt. Hashtag Gothic 2 at Piranha Bytes. Lasst alles raus. Aber so. Den wollen wir heute triggern, weil wenn du schon jedes Mal die Leute nötigst, ja? Auf Twitter zu gehen, dann sollten wir das auch mit einer Strategie machen. Ja, warte, jetzt, heute bin ich nämlich, ich bin schlau. Pass auf, ganz kurz, bevor du das sagst. Ja. Das möchtest du mir nämlich noch erwähnen. Ja. Kopiert diesen scheiß Link hier. Twittert den mit raus. Das ist nämlich super smart, weil wenn man das mittwittert, dann können andere Leute direkt auf das... Achso, das auf jeden ist Fall mega auch schlau. Aber ihr müsst natürlich auch andere Sachen mit reinpacken. Ich meine, wo wollen wir unsere Fans herhaben? Vielleicht, nee, Tele5 sind eh schon unsere Fans. So. Was könnte man noch machen? Wer könnte Gothic 2 Let's Play Fan werden? Was ist unsere Zielgruppe? RTL 2. Twittert also RTL 2, Tele5, Gothic 2 und dann den Link zu diesem Stream und vielleicht noch Daumen hoch, super. Sexplosiv. Sexplosiv fürs Super Let's Play. Bei RTL 2. Ab dafür. Dr. Silven approved. Ach ja, apropos Dr. Silven, ihr kriegt heute noch das Diplom, falls eure Leute gemeckert haben, die Entschuldigung zähle nicht, oder die Arbeitsentschuldigung. Mhm. Heute noch kriegt ihr den Beweis, dass Dr. Silven ein echter Doktor ist. Hier seht ihr ihn. Man sieht ihm die Intelligenz auch an. Und das steht dann da auf mit Brief und Siegel. Wir haben es auftreiben können und ja, zeigt das eurem Arbeitgeber und dann ist die Sache in Butter. Gut, 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 weiter geht's. Das ist. Speichern. Habe ich schon 3 Mal jetzt gemacht. Das ist schon so ein Automatismus geworden hier. Okay, da vorne ist ein Wag. Ich werde mich dran wagen und ihn niederringen. Ich bin auch gerade ein bisschen verwirrt. Wo sind wir gerade auf der Karte? In dem Witz gibt's kein High Five. Okay, komm, dann. Nein, das konnte ich. Ah, dann 2. Übrigens, heute auch sehr schön, es wird viele Leute freuen. Der, Oh!
geht's hier. Oh, das geht ja schon heiß ab hier. Ich habe euch Action versprochen, ihr kriegt sie. Alter! Geil, Micha! Alter, wie ich hier geil tänzel, ey. Oh nein, die Maus, die Maus. Oh Gott. Nein, was machst du denn die da? Maus, die Maus. Micha, du bist geschändet. Der Ork schändet uns. Oh Mann, Alter. Können wir eine neue Maus kriegen? Ja, ey? Ich hole sofort eine. Ich reg mich auf. Ich gehe in den Nachbarraum. Pass auf, ich nehme euch alle mit. Ihr könnt mich hören. Ich gehe in den Nachbarraum. Hier, Vorhang auf. So, jetzt habe ich hier doch einen Vorrat an Mäusen hier schon vorbereitet. So, da muss doch keiner jetzt aufspringen. Das kann nicht wahr sein, ey. Das wäre so ein hier geiler Opener gewesen. Die Technik hat mir den Opener versaut, ey. Alter, die haben die Mist angedreht. Und das schon ein ganzes Jahr über, Micha. Nicht, ja, dass du das nicht... Also, du bist ja der Beste, aber... Alter, die... Boah. So, jetzt aber. So, probier mal, ob die jetzt geht. Voll im Kampfrausch, ey. Du, mach mal die. Die ist kurz. Ja, die ist viel geiler, weil das ist eine schöne Billigmaus. So, weg mit der. So nämlich. So. Naja, aber jetzt geht sie gar nicht mehr, glaube ich. Nein? Nee. Plug and play? Ich lade mal neu, aber ich vermute, das Spiel ist zu alt, um das zu begreifen. Mann! Hallo, Timo! Hey. Timo ist gerade hier unten, Freunde. Mach mal hier. Es geht. Geil. Es geht. Timo, Hammer. Zeig mal deine Hand in die Kamera. Guck mal, das ist Timo. Wie viele Finger waren das, Timo? 5. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Ich mach den Kampf nochmal, auch wenn es sehr weh tut, weil so cool krieg ich es nicht nochmal hin. Ja. Guck mal, da vorne. Ein Wag. Soll ich mich heranwagen? Ein Witz gemacht mit viel Liebe. Der ist auch beim zweiten Mal noch richtig Hammer. Ah, da sitzt sie wieder, die alle drei. Au. Okay, ihr seht's. So geil ist man nur einmal im Leben. Ja, also ich wird schon getweetet hier von KringeNK. Blutrausch unterliegt der Technik immer. Ja, das ist schlimm. Blutrausch ist kleiner als Technik. Also ich werde dich wieder motivieren mit einem schönen Schlachtruf, der da lautet. Und macht dich das ein bisschen an? Ja, das ist geil. Okay. Warte kurz, ich muss mal in die Einstellung, die Maus ist jetzt leider ein bisschen zu fix. Wenn ich was sehen würde, das wäre auch ganz geil. Wir brauchen die scheiß Alu-Rüstung, sonst können wir ja niemals gewinnen, Leute. Ah, okay, da. Das geht raus an alle netten Menschen da draußen, die sich freuen und auf ihre Arbeit scheißen und jetzt lieber Gothic 2 gucken. Denn es ist Festwoche und Festwoche ist ein gutes Omen. Ja, und Michael Reinke ist wieder im Spiel und er sagt, es sei viel besser. Ich habe eine funktionierende Maus, das macht quasi meine Stärke hoch 1000. Ne? Das ist dir hoffentlich klar. Jetzt wird es echt langweilig, ne? Okay. Bringet dem Lord die Rüstung! Ja, genau, wir wollen eine richtig geile neue Rüstung. Menschen der Erde! Tweetet! Der Lord braucht seine Rüstung! Gut. Okay, ab geht das. Oh. Ja, Renk hat ein blaues Auge tatsächlich. Er hat nämlich ein Selfie gemacht. So, das ist die abgewandelte Version, was ich was erzählt hat. Ich muss leider nochmal laden, ey. Ich nehme das F an. Hä? Ich nehme das F an. Das F? Was ist das? F for pay respect. For paying respect. Okay, alles klar. Ja? So, ich muss jetzt mal hier das mal schaffen. Das kann so nicht weitergehen. Wir sind gestern so krass vorangekommen und ich däumel hier so rum. Das geht ja gar nicht so. Geht wo war ich überhaupt hin? Ich muss mal ein bisschen mit aufpassen hier. Ich hab verlaufen hier im Gestrüpp. Ja, ich bin ja auch gleich bei dir. Ich muss mal ganz kurz ein paar Dinge erledigen. Ein bisschen Online-Banking noch eben schnell, parallel. Okay, ich rein jetzt mal hier durch die Grube des Todes. Ja. Da. Wir waren gestern tatsächlich in der Entwicklerhöhle. Ich habe jetzt noch ein bisschen durchgelesen. Wir waren echt in der New World Superhöhle. Okay. Au, 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 au. Bark. So, jetzt sind wir da. Hast du gesehen? Ja, natürlich habe ich gesehen. Du bist ein Teufelskerl. Komm, jetzt gib mir deine scheiß Hand. Warte. So, hier. So nämlich! Okay, das ist Michael One-Hit Reinke mit der richtigen Technik, ey. Das ist echt beeindruckend. So, wo ist der Gegner? Jetzt hätte ich richtig auf Fresse kriegen müssen. So. Aber ich gebe dir mal ein bisschen Nebel, sonst glaube ich dir gar nicht. Leute, wir spielen heute bis um 18 Uhr, glaube ich, wenn ich das richtig habe. Aha. Das heißt, wir sind sehr lange am Start, das freut mich sehr.
Denn we don't need no education. So. Weiter geht's. Es ist auch bald wieder ein bisschen heller. Finde ich auch ganz geil. Na, ich hole erstmal den Ork ran. Einmal Sergeant Schniedel. Ja, Sergeant Schniedel ist am Start. Er hat sich gemeldet bei uns. Oh, 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 hier sind schon wieder zwei. Hashtag Gothic 2, dringend dran. Ich lese ein paar Tweets vor, damit ihr auch den Ansporn findet, hier mitzumachen. Aber ich gucke erst auf die maximale Leistung von Michael Reinke, der gerade einen Wag gebraten hat. Welches Wagnis er da wieder eingehen würde, man weiß es nicht. Und der Ork wollte nochmal helfen, dem kleinen Wagi. Aber nein, er ist natürlich auch maximal tot. Ey, vielleicht war das quasi, man weiß ja auch nicht, wie die Orks so sind, wenn sie nicht gerade sauer sind, ne? Vielleicht war das sein Lassie, den ich gerade zerschnetzelt habe. Das kann sein, das kann vielleicht sein. Vielleicht hat er ihm, keine Ahnung, schon aus dem Fluss gerettet und alles Mögliche. Oder auch, ja. Ja, ne? Ja, beschissen. Man kann sich einiges vorstellen bei den Viechern. Viele Leute fragen sich gerade im Chat, zum Beispiel 808, Hardcore 808, ja. Hat Reinkor mit seiner massiven Kraft im Zeigefinger die Maus kaputt geklickt? Ich habe tatsächlich gerade ein Stück abgebrochen in meiner Klickwut, weil sie nicht ging. Aber das passiert halt schon mal, wenn man... Okay, denkt dran, wir brauchen noch weitere Einsendungen aller Art, sei es musikalische Sachen oder Video oder was auch immer. Wir hatten ja auch letzte Woche gesagt, übrigens schickt das an charity@neisenstein.de, sehr ernst gemeint. Ich habe auch eben noch eine schöne Einsendung bekommen von einem kleinen Song, den ich präsentieren möchte. Okay. Wir haben ja nächste Woche so ein Special Let's Play, Mittwochabend, ja. Wo wir ja eine Band suchen. Und wir haben ja schon mal so ein Manowar-Cover vorgestellt. Leider kommen die Jungs sehr weit weg. Ne, von sehr weit weg und das passt so nicht. Ja. Vielleicht seid ihr ja hier in der Nähe von Hamburg irgendwie und habt auch Bock auf mal hier mitzuspielen. Dann schickt uns das gerne mal rüber. Würde mich sehr interessieren, weil Manowar muss schon sein. Das weiß dann jedes Kind. Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte schon gerne Manowar. Ich würde auch zur Not eine Blind Guardian Coverkapelle. Pass auf, bevor du jetzt klopfst, lese ich ihm die E-Mail vor. Ganz schnell. Fabian schreibt nämlich: Hi Krogmeister, du brauchst mir harten Scheiß für die Untermalung von eurem sensationellen Let's Play. Ganz kurz hören. Ja. Habe nach deinem Aufruf gestern mal etwas zusammengebaut. Vielleicht kannst du ja damit was anfangen. Okay. Ich übertrage euch alle nötigen Rechte für sowohl nicht kommerzielle als auch kommerzielle Nutzung. Yes! Bam! Fabian, viele Grüße aus Bad Oeynhausen. Jetzt kloppen! Ja, ich spür's. Spürst du's? Ich spür die Let's game, Timo! Jetzt kloppen wir! Und, wie warst du dich? Warte, ich muss mich konzentrieren. Er muss sich konzentrieren, er hat nämlich noch einiges dazu tun. Wie du siehst, war es ziemlich geil. Bam, da sagt nochmal einer, Bad Oeynhausen ist eine Kackstadt. Bad Oeynhausen? Ja, vielleicht glaubt doch, Bad Oeynhausen ist eine Kackstadt. Ja. Ich bin da nämlich geboren. Ich kann es nicht. Du kommst sagen. Aus Bad Oeynhausen? Ich bin da geboren, bin dann nach Buckigau weitergezogen. Alter, ich hatte ja. Schon mal einen Auftritt gehabt. Das ist eine Straße mit hässlichen Häusern und ein Spielcasino. Ja, und McDonalds. Die Druckerei, oder wie das heißt. Druckerei? Ja, aber Druckerei, so kann man Auftritte spielen. Ja, in den coolen Läden war ich nicht so, keine Ahnung. Jedenfalls, da soll doch mal einer sagen, Bad Oeynhausen ist unrockbar. Das war ja wohl das. Das war ja wohl der. Ey, wirklich, Fabian, geil, ich erwarte mehr. Denn eine Sache schickt man dem Krogmeister nicht. Man schickt mindestens 14 Dinge. Gut. Hammer. Was machen wir jetzt hier? Gucken wir mal. Es ist so geil, dass man die auch nicht mehr. Es geht so schnell alles jetzt, weil ich die nicht mehr anlocken muss, weißt du? Ich gehe einfach rein, wie so ein Häcksler. Und schrote die alle einfach halt gleichzeitig weg. Festwoche, Leute! Twittert raus! Okay. Was machen wir als nächstes? Ich weiß nicht, wo ich bin. Du weißt nicht, wo du bist? Aber doch, ich weiß, was ich mache. Wir gehen jetzt zu diesem Hof. Und da ist auch schon die nächste E-Mail reingeflattert, die ich natürlich auch jetzt vorstellen möchte. Ja. Vom Julian. Der hat anscheinend auch noch Mucke geschickt. Hören wir da mal rein. Ich bin sehr gespannt, was das für Mucke sein wird, Leute. Jetzt was vom Julian. Okay, extra schwer. Ich habe keinen. Ich sehe mich nicht mehr. Okay, das war. Dumm. Okay, ja, das ist der
Wie nennt man das denn nochmal? Metal? Nee, das ist Minimal. Okay. Oder auch Keyboard-Demo. Kennen Sie das? Sie sind jung. Sie wollen Geld von der Oma. Sie spielen vor der Oma. Sie können nicht Keyboard spielen. Sie drücken den Demo-Modus 3. Ich kenne das. Ich hatte mich echt nicht drauf. Und da waren drei Lieder eingespeichert. Und ich habe wirklich, ohne Scheiß, immer drauf gedrückt und so getan, als könnte ich spielen. So. Und irgendwann wurde ich ein richtiger Musiker. Wir sind beide genau gleich. Ja. Und dann haben wir Schlagzeug gelernt und können deswegen eigentlich immer noch nicht spielen. Ja, das stimmt. Okay. Wieso? Ey, Ogu, warum sagst du, wir haben gecheatet? Wie kannst du... Verstehe nicht. Hä, verstehe ich auch nicht. Wir müssen erstmal jetzt ins Kloster. So. Also, warte, ich gehe einmal kurz zum Bauernhof. Wir gucken mal kurz auf die Karte. Damit mal die Leute wissen, wo wir hier eigentlich sind. Im tiefsten Wald. Oh, nach oben gucke ich, siehst du? Ich dachte, ich gucke in eine ganz andere Richtung. Demo-Modus 3. Bitte, Timo, kannst du nicht irgendjemanden anrufen mit einem Aluminiumwerk, dass ich eine schöne, fachgerechte Rüstung brauche? Wo sind denn diese Menschen, die hier sowas machen? So Menschen kleiden und so. Okay, ich werde jetzt genau in diese Richtung gehen. Nämlich noch kurz diese Quest da bei dem einen Hof und zu machen. Dann sind uns eh die Tränke ausgegangen und dann müssen wir sowieso ans Kloster. El Monolita hat übrigens seinen Witz auch getwittert. Guck mal, da vorne ein Wag. Soll ich mich hier ranwagen? Der Reinkor ist einfach der geilste und auch schönste. Also ich weiß nicht, bei solchen Sachen, also wenn Witze so gut sind, ja, ob man die so nach draußen pauken sollte, weißt du? Ich weiß nicht, also das ist halt echt krass, weil damit könnte ich noch eine Show machen. Ich könnte eigentlich, könnte es in mehrere Einspiele einbauen und weiß nicht, ob ich das gut finde. Aber ich kann mir bestimmt nochmal irgendwie so in zwei Jahren nochmal so was Brillantes ausdenken. Na, brillante Dinge. Aber Leute, ey, ihr wollt einfach die Rüstung. Ihr wollt die Rüstung. Ich soll die Rüstung. Es ist gleich Werbung angesetzt. Dann brauche ich die Rüstung. Ich werde nicht wiederkommen. Vielleicht sitzt ihr gleich allein. Ich werde nicht wiederkommen, bevor ich nicht komplett in Aluminium eingepackt bin. Das verspreche ich euch hiermit. Also ihr müsst immer dranbleiben. Ja. Ihr müsst immer dranbleiben. Sollen wir jetzt in die Werbung gehen? Oder? Nein. Du hast doch genug Zeit. Wow. Ich bin so dumm. Du hast doch genug Zeit. Ich gebe das nur mal vor schon mal. Oh, wow, war ja hart daneben gehauen. Achso, Timo, wow. Wir brauchen gleich noch einen Inverted Kill Counter. Der invertierte Kill-Counter ist nämlich der High-Five-Counter. Ne, der Counter der Liebe. Aber das sehen wir gleich. Und dann brauchen wir noch Blut und alles. Wir holen uns jetzt für mich einen schönen Aluminium, eine schöne Aluminiumrüstung. Es kann sein, wie gesagt, wenn ich es nicht schnell genug hinkriege, dass du gleich alleine da bist, Micha. Wir müssen jetzt in die Werbung gehen. Okay. Aber es ist ja kein Grund, traurig zu sein. Denn du bist wunderschön, toll, hast lustige wo Witze. Wo läufst du denn dann hin? Ich gehe wahrscheinlich in die größten Supermärkte der Welt. Und nein, es wartet doch einfach, bis einer runterkommt. Ich will jetzt diese scheiß Rüstung, wir sehen uns gleich, twittert's raus. Ich hau jetzt hier ab. So okay, nämlich. Bis gleich. Ey Robin, Mai, könnt ihr mal kommen? Und schnell. Hier, du in der Rolle. Du. So, hier, Reinke, reißt du mal ab. Du musst den viel Kleber geben. Los! Und jetzt fixieren! Ja! Schnell! Mehr! Wo ist er? Aber in die Mitte, ja, schnell! Schnell! Wer riecht denn da so noch Scheiße? Manu, Reinke, mehr Kleber! Schön rum! Du musst richtig halten! Ich brauche mehr Schutz an den Beinen! Und der Schritt! Nein! Dann mehr Kleber! Mach du, geh einmal richtig hart rum mit dem Kleber! Ja. Wir werden... Und hier, ich bin da vorne ganz nackt. Geht nicht. Dann, hier, geh rum. Da muss doch noch was drin sein. Was macht ihr denn? Leute, das hier ist Krieg. Das ist Gottes-Krieg, Leute. Ich will bestehen. Ja, steht nicht rum. So quer rüber. Ja. So, sehr gut. Mehr. Und hier. Weiter. Ja. Sehr gut. Hier,
Was ist das für eine? Ja, hallo. Okay, was geht ab? Hier ist noch was. Und jetzt einmal rumlaufen. Lauf mit Kappa um mich rum. Sehr gut. Warum ist der Fernseher aus? Was ist passiert? Oh nein, Micha, bist du aus dem Spiel gegangen? Warum gehst du? Ich dreh mich. Okay, ja. Yeah. Ja, dieses Spiel wird maximal. Okay, Achtung. Und noch mit dem Fuß eine Matze abfeuern. Konfektionsgröße. Ja. Die Elefantennummer. Okay. Groß, größer, am größten. Hab ich ja auch bequem haben. Hi! Hallo! Also, ich bin fertig. Okay. So. Ja, schön. Danke, ohne Hut. Ah. Leute, ich bin wieder da. Das war ja anstrengend. Das war ja, anstrengend, aber es hat sich gelohnt. Ich bin ein Level aufgestiegen. Ach so. Ach, der Robin ist noch da. Der Robin möchte ein Foto mit uns machen. Denn ihr habt ja verlangt, ihr wollt ja ein Poster haben. Ihr wollt ja alle so ein geiles, feistes Poster haben. Fangen wir mit dem wichtigsten Protagonist an. Einmal der Doktor. Für dich, Dr. Sylven. Der Doktor wird fotografiert für das Poster des Volkes. Ist Sylven, jetzt brauchen wir Trixie in ihrer schönsten Positionierung, nämlich hot und auch geil. So. Auch Trixie ist ein schönes Grill. Ja, nice. Okay, brauchst du noch mehr? Nee, erstmal nicht, sonst komme ich. Okay, Micha, kannst du die Hose wieder zumachen? Das war, ja, das war übrigens meine an gerade, ey. Das war ganz schön heiß bei dir im Schritt. Oh, nice. Auf jeden Fall, aber dank Alu hat's nicht so So, okay. Oh, da brennt es, da glüht es. Legendär. Okay. Ja, das knistert ein bisschen, aber was soll's. Das knistert jetzt ein bisschen, ne? Ja. Darfst du nicht bewegen. Hallo Leute, na? Okay. Wie geht's euch? Das ist naja, war ja nur für den Gag, vielleicht reiß ich dir gleich wieder ab, weißt du, in so einem sexuellen Akt. Das ist kein Gag, verstehst du das nicht? Okay, Ich brauch Schutz. Ich brauch den Schutz. Gag. Hey, warte mal. Spinnt der? Wo bin ich jetzt hier? Michael, du bist immer noch bei dem einen scheiß Wag, ey. Hab ich jetzt nicht gespeichert gerade? Alter, jetzt lauf zum fucking Kloster, ey. Was machst du denn da? Mach dich heil und lauf zum Kloster. Bin ich denn hier? Ah, nee, doch, war richtig. Alles klar, genau. Wir wollten zum Bauernhof laufen. Da einmal pennen und dann weiter zum Kloster. Okay, Kaiserin Tomate 67 schreibt, finde ich sehr gut. Meine Rüstung hat plus 30 gegen Verschwörungsfanatiker, aber minus 10 auf Handyempfang. Weißt du, was ich auch sehr gut fand? Ein Twitter-Eintrag. Ich weiß nicht, ob es von Limes stammte oder so oder auch nicht. Was denn? Aber wenn wir Stärke trainieren, wie das heißt? Das heißt nicht Stärke trainieren. Das heißt Reinkor? Nee, das heißt Biception. Oder? Also. Kann ich dafür nochmal. Timo, wenn wir uns berühren, können wir einmal so ein bisschen Blut aus der Faust kriegen. Warte, jetzt so ganz lange. Warte, wir machen die Bewegung. Timo ist jetzt vorbereitet. 3, 2, 1. Das ist auch geil. Ab jetzt bitte nur noch Blut statt Explosionen. Warte mal, ich mache einen High Five mit Blut. Oh! Muss er weiter unten schlagen. Okay, nochmal. Und jetzt Timo, 3, 2, 1! Tot. So, wir haben Portruhen, ne? Wir lassen uns jetzt mal schön zum Kloster teleportieren. Ja, meinst du? Ja. Okay, wir haben auch echt keine Tränke mehr. Also, ich habe auch keine Ausreden mehr. Doch, 3 Stück. Agent.ste will zur Uni. Das ist Quatsch. Du bleibst schön zu Hause, rufst deine Familie an, die sollen mitgucken. Lad die ein, mach dir mal einen Kaffee, einen Tee einladen, machst ein bisschen soziale Kontakte. Schon lange nicht mehr gesehen, die Familie ist gut für dich. Fürs Karma auch. Lad die jetzt ein, geh nicht zur Uni. Danke, Mann. Weiter, was ich noch mache kurz, bevor wir ins Kloster gehen. Dass du immer diese Scheiße machen willst. Ja, was heißt Scheiße? Ich will dir Heldentaten vollbringen. Helden war doch wieder so, alter Boy. Ja, das war ein Elite-Org, Mann. Ja, dann mach dich mal heile. Ich kann nicht mehr, ich habe keine Tränke mehr. Ja, dann verpiss dich da. Guck mal, der kommt auch so schon angelaufen. Und sein Hund ist zu oh, was ist das hier für ein komisches Rattenfisch? Ach, Mollerat, da musst du einmal streicheln, das ist tot, ey. Moderat, stark. Ja, okay, zwei da abgekriegt, versteh. Wo ist er jetzt? Au. Au, au, wow, wow. Okay, es heißt, wir müssen weder zum Kloster noch zum Hof. Wir müssen erst zu Xardas. Das kann tatsächlich sein. Hm, wir gucken gleich mal ins Questlog. Aber ich würde auch jetzt gerne erstmal ein bisschen weiterkommen.
Aber ich will dich auch nicht stressen, Micha. Du hast schon recht. Der Elite-Ork, der muss erstmal tot sein. Ich habe nicht genug Energie, ich gebe es zu. Ja? Alles klar, ich gebe auf und wir beamen uns jetzt irgendwo hin. Also willst du sagen, in diesem Fall bin ich einmal schlauer als du gewesen, ja? Ja. Das will ich sagen, ja. Okay, dann gucken wir mal in unseren Dingens. Aber warum zu Sardas? Ne, wir gucken erstmal ins Questlog hier. Wie sieht's aus? Gefälschte Minenanteile, was ist das überhaupt? Achso, nee. Das wäre dann ja das Auge Innos. Checken wir mal, was die... Wo bin ich denn jetzt hier? Ah, okay. Das sieht man immer so schlecht, ne? Wo man da gerade ist. Ah. So, diese schwarzen Kerle gehen mir auf die Nerven, das Auge Innos zerstört. Keine Ahnung, wie ich das nun wieder regeln soll. Aber normalerweise würde man doch jetzt der Logik halber ins Kloster gehen. Also meiner Meinung nach auch. Denn das Auge wurde dort gestohlen. Ja. Und meiner Meinung nach müssen wir erstmal dahin. Genau, und die sagen dann wahrscheinlich, klar, das kann helfen. Genau. Und dann können wir irgendwann nochmal den Arsch der Silvio weghauen. Ich hasse ihn. Ja, auf jeden. Silvio, wie kommst du denn da hin? Drauf jetzt. Habe ich gerade im Chat gelesen. Okay. Ja, der ist ja wieder ganz woanders. Aber im Kloster gab es auch genug Leute, die hassenswert waren. Einige sind ja auf unserer Liste gelandet. Mhm. Also das Kloster müssen wir auch nochmal ein bisschen... Was ich ja schön finde, dass Anker twittert, wenn ich Krogi sehe, knistert es bei mir immer. Ui, ui, ui. Ist Anker, ne? Mhm. Eine Frau, okay. Ja, oder einfach so ein Teil vom Schiff. Das weiß man nicht. Hey, jetzt gib mir deine Scheiß an. Okay. War schon okay, Witz. Ja. Nice. Hey. Ah, ich liebe diesen Timo. Ja. Timo, bitte, kannst du dich zeigen? Geht das schon? Wir wollen dich sehen. Spiel an dir rum. Okay, alles klar, tschüss. Nice. Er ist übrigens auch der schöne Timo, ne? Ja, ist wirklich der schöne Timo. Ja. Aber, na gut. Wow. Alter, war das schnell. Yeah. Wir haben natürlich auch noch einen Napf dabei, einen Napf mit kulinarischen Dingen. Hier noch ein kleines Nüsschen für dich. Ja, danke. Sehr gerne. Ich nehme auch ein Nüsschen. Okay. Das sind gute Freunde, wenn man sich nichts mehr zu sagen hat. So. Ab zu den Opas da. Die schlafen auch in dem Sessel, ne, wie es aussieht. Alter, das sind einfach... Die sitzen da drin in ihren Furzmulden. Ich kann mir schon vorstellen, dass die ziemlich starke Arthrose haben. Auf jeden Fall, aber wahrscheinlich können sie im Sitzen noch so mega die Feuerbälle abfeuern, weißt du? Mega. Bam. Ich habe das Auge Innos gefunden. Es ist zerbrochen. Stimmt das? Aber das kann nicht sein. Was ist passiert? Es war bei einigen echt miesen Kerlen. Jedoch kam ich zu spät. Sie hielten dort oben in den Wäldern eine seltsame Beschwörung auf einem sichelförmigen Ritualplatz ab. Innos, steh uns bei. Sie haben unseren Sonnenkreis entweiht. Selbst in meinen schlimmsten Träumen hätte ich nicht damit gerechnet, dass sie solch eine Macht besitzt. Oh shit, das ist richtig ernst jetzt gerade. Hm. Was können wir tun? Der Feind ist sehr stark geworden. Jedoch hat er in diesem alten Artefakt eine mächtige Bedrohung gesehen. Wir müssen das Auge heilen und ihm seine alte Kraft zurückgeben. Doch die Zeit ist gegen uns. Ich vermag mir nicht auszumalen, was nun mit uns allen geschehen wird. Ohne den Schutz des Auges sind wir dem Feind hilflos ausgeliefert. Gehe zu Vatras, dem Wassermagier in der Stadt. Nur er weiß in unserer misslichen Lage, was zu tun ist. Bringe das Auge zu ihm. Beeile dich. Ganz kurz, Micha. Warte kurz. Nee, ist wichtig. Tonprobleme. Zu jenem Ort reisen alle Magier und Novizen des Klosters jedes Jahr zur Sonnenwende, um den Beginn eines neuen Zyklus einzuläuten. Der Ort ist erfüllt von der unermesslichen Kraft der Sonne. Niemals hätte ich auch nur im Entferntesten geahnt, dass seine Macht hätte umgekehrt werden können. Und doch ist es geschehen. Timo, hast du das auch? Viele Leute hier schreiben, wir haben ein starkes Echo. Ich weiß aber nicht, was es ist. Ob es der Fernseher ist, der wieder an unsere Mikrofone reingeht. Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Aber wir können es natürlich ein bisschen leiser machen, wenn das hilft. Nee, lass mal. Das ist es nicht. Also laut spielen wir das sonst auch. Mm. Unsere Stimmen sind gut, oder wie? Ich habe hier auch nur einen Kanal. Na egal. Wenn es nicht so schlimm ist, dann müssen wir das jetzt... Müssen wir durch, Leute. Müssen wir jetzt so durch, ja. Bis wir gleich wieder... Wenn die Leute einen Tipp hätten, wo man jetzt mal schnell ein paar Tränke kaufen könnte, das wäre ganz geil. Ich würde auch sehr gerne einmal noch nach Corinnes... um dort dann den, hier, Maxi, den, wie heißt es nochmal? Feste Stärke Tränke, wie heißt die nochmal? Ach, warte mal. Du weißt, was ich meine, ne?
Wir können es nicht heilen. Okay, dann check ich mal kurz, ich habe noch einen Trank in der Tasche, dann schmeißen wir den mal schnell ein. Wie ist er denn, der Alchemist in Quirinus? Konstantino, ja. Konstantino! Ja, da müssen wir noch hin. Na, danke, Mann. Was? Hm. Oh, warte mal, wenn ich jetzt bis zum nächsten Morgen schlafe, der könnte sauer werden, ne, der Dude. Check nö, da geht er wieder weg. Konstantino, Tränke wie jede Sendung, das machen wir doch jetzt so. Okay, dann gehen wir jetzt zu Konstantino, wollen wir uns hinbeamen oder ja, natürlich wollen wir uns hinbeamen, ich laufe hier gar nicht mehr. So, Leute, ich habe noch 20 Minuten Zeit, um Steffen zu beweisen, dass wir die beste Community der Welt sind und wir lassen den Twitter-Sturm natürlich los. Das ist klar. Ne? Also Twitter-Sturm ist losgetreten. Maximal Energie auf Tippeinsatz, Hashtag Gostek 2, @PiranhaBytes. Und den Stream kann man immer noch gerne, wenn man es noch nicht getan hat, mit reinpacken in den Tweet. Das wird mir sehr viel Freude bereiten. Was wollte ich denn jetzt? Wir wollten uns irgendwo hinbeamen, ne? Ja, wir wollten jetzt direkt nach Quirinus jetzt. Ja, ja. Okay. Burg, Angst, mittlere Wunden. Ja, wo mag das sein? Großbauer, Teleport, Hafenstadt. Das wird's wohl sein, ne? Jo. Was steht da dran? 9. Alles klar. Packen wir mal die 9 aus und ab dafür. What? Ach, die gute alte Hafenstadt, ne? Der gute alte Heimatgeruch nach verfaultem Fisch und Prostituierten. Hammer. Hm. Richtig geil. Ich liebe es hier. Ich bin gerade sehr verwundert. Also der Chat ist sehr, sehr nett heute. Sie hat sehr nette Menschen. Ja? Warum? Weil sie sehr nett sind. Die mögen das sehr, was wir tun. Ja. Sie sind da, sie sind höflich zuvorkommend. Ja. Durch und durch gute Menschen. Boah, weißt du, was ich jetzt leider kurz machen muss? Du willst gleich wissen, was ich meine. Ah, Klapperei, ne? Ja. Komm später nochmal. Wie geil ist das denn jetzt? Wir kommen mit der Claubelias wieder in diesen alten Kackring, wo immer derselbe Typ steht, der sagt, ey, ich trainiere noch ein bisschen. Okay, darf ich da ein bisschen Musik für anmachen? Ja, ich hoffe, er ist überhaupt da. Die sind doch immer nur nachts, ah, du hast recht. Die sind immer nur nachts, die Kämpfe, glaube ich, oder wie war das? Wie ging es da überhaupt nochmal hin? Ah, Bürgerin. Na, steht da wer? Nein, alles klar. Aber wir haben ein neues Kapitel, das heißt, er kann auf jeden Fall nochmal hauen. Und das ist doch immer mal, das ist doch mal einen kleinen Zwischenspaß wert. Zwischenspaß. Ja. Ein kleiner Zwischenspaß. Oh, er war so traurig, Mann. Kurz dein Bett benutzen. Der mit seinem geschändeten Haus. Das ist traurig. Du hast hier nichts zu suchen. Ja, halt's Maul. Halt's Maul. Ich bin so dumm, ich muss auch bis nachts warten. Du hast hier. Alter, macht mal eure Wohnung sauber. Wie sieht das hier aus, ey? Ey, Kakas, ich schaue genau in diesem Chat. Du trittst dich fest, ne? Ja, ey, die bisschen Suppe. Da bisschen Suppe da, das haben wir doch auch hier bei uns im Stream. Ne? Ja, stimmt. Das kann aber wohl passieren. So, jetzt bin ich gespannt, ob die da stehen und kampfbereit sind. Aber sie stehen da nicht, verflucht. Hä? Können die Leute weiterhelfen oder ist das vielleicht haben abends? Vielleicht haben wir das auch schon alles geschafft. Nee. Ey, ganz ehrlich, das kann schon sein. Wir haben schon viel gekloppt, ne? Der gute alte Fight Club, der letztes Mal hat er gesagt, ich trainiere, komm später wieder. Bin mir ziemlich sicher. Aber egal, gut, ich will mich ja langsam nicht so aufhalten. Vielleicht waren die Kämpfe auch nur abends und nicht mitternachts, weißt du? Aber dann muss ich jetzt leider nochmal schlafen, weil wir wollen ja, dass es hell ist. So. Es hilft nichts. Du hast hier nichts zu. Alvin, verpiss dich hier! Wie geil. Ja, ist gut. So, was ist der Plan? Wir gehen zu Watras, ne? Wir gehen jetzt erstmal zum Tränkemann. Okay, zum Tränkemann und dann zu Watras. Ist doch geil, ne? Bei ihm haben wir am Anfang Arbeit angenommen. Wir sind ja offiziell Schmied. Und wir wissen nichts. Ne, wir sind der schlechteste Lehrling der Welt. Ich bin kein einziges. Ja, okay. Ciao. Wir wissen nichts von unserem Handwerk. Ja? Aber wir wissen gar nichts, aber er wartet immer noch, wann fängst du denn mal an? Aber wir sind fucking Drachentöter, Mann. Ja, eben, wenn er den Hobel sieht auf seinem Rücken, dann weiß er, dass er da nicht hinterherkommt, ey. So, Konstantino. Sascha, was ist los? Ware. Natürlich sage ich nicht, Jar Jar ist doof. Der hat nichts. Ich kenne ihn noch gar nicht. Der hat nicht sowas. Wie, der hat nicht sowas? Keine permanenten Stärketränke. Müssen wir dann erst Alchemie lernen, damit wir diese permanenten Stärketränke... Brauen kann man die auf jeden Fall. Mit Kronstöckel, ne? Kronstöckel und Drachenwurzel. Haben wir doch. Dann machen wir das. Ja, aber dann müssen wir sehr viele Punkte in Alchemie investieren, ne? Wie viele Punkte? Dann wenn wir dadurch... Ist ja die Frage.
Wie viele Kronstöcke haben wir? Das müssen wir mit dem Chat jetzt einmal erklären. Das könnte sehr smart sein. Das Ding ist, wir müssten dann noch alle Drachenwurzeln sammeln, die im Spiel rumliegen, damit wir... Wir haben nur eine einzige? Ah, nee, ist eine Sonderlure, okay. Wo ist Drachenwurzel? Also, Snapperkraut wollen wir nicht. Unkraut, Felknütterich. Hier ist Kronstöcke, 7-mal. Okay. Und was? Aber wir haben doch wohl mal schon Drachenwurzel eingesammelt. Oder wieder was? Heilkraut, Heilpflanze, Waldbeere. Ey, Platz 7 schon bei Twitter, stimmt das? Der Monolita, ich kenn dich doch. Du darfst nicht lügen. Wenn 7 stimmt, ist das schon sehr gut. Wir haben noch 14 Minuten, um wieder auf Platz 3 zu kommen. Okay, wir haben keine einzige Drachenwurzel. Da ist irgendein Bug im Spiel, würde ich mal behaupten. Weil wir haben definitiv welche gesammelt. Okay, Micha, du hast vollkommen recht. Ja. Twittert's raus, wo ist die fucking Drachenwurzel? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Okay, ja. Bist du nicht so scharf drauf? In 14 Minuten. Diesen Test, diesen ultimativen Menschheitsvertrauenstest an unserer Community sagen, auszuführen. Das ist ein Vertrauenstest, wenn man dann getwittert wird? Wenn man in 14 Minuten auf Platz 3 kommt. Das ist los in unserer Gesellschaft. Unsere Gesellschaft ist für den Arsch. Wir müssen die Gesellschaft so bedienen, wie sie ist. Okay. So, nämlich okay. Raus! Vatras, was dich anspricht. Und Antwort auf die Frage von eben. Hey. 21 Lernpunkte kostet es, aber es lohnt sich zu 100%. Aber nur dann, wenn wir die ganze Landschaft abgrasen nach Drachenwurzel, was wir meiner Meinung nach schon hinter gemacht haben. Und die Suchenden haben den Sonnenkreis der Feuermagier dazu benutzt, das Auge Innos zu zerstören. Das dauert. Einen gelungenen Schachzug des Gegners würde ich das nennen. Was soll nun mit dem Auge geschehen? Wir müssen es wieder zusammenfügen. Aber das ist keine leichte Aufgabe, fürchte ich. Die Fassung ist in zwei Teile zerbrochen. Dies vermag ein geschickter Schmied wiederzurichten. Aber das ist eigentlich nicht die Schwierigkeit dabei. Vielmehr macht mir der eingelassene Edelstein Sorgen. Er ist matt und kraftlos. Der Feind scheint genau gewusst zu haben, wie man ihn schwächt. So eine Mega-Sitzung, die abgehalten haben. Wie erhält der Edelstein seine Kraft zurück? Ich sehe nur einen Weg. Eine Vereinigung der drei herrschenden Gottheiten sollte den gewünschten Effekt erzielen. Ein gut vorbereitetes Umkehrritual an dem Ort seiner Zerstörung wird dem Edelstein wieder Feuer. Okay, das ist saugeil, ich erinnere mich. Das Problem dabei ist allerdings, dass du jeweils einen irdischen Vertreter von jedem der drei Götter zu diesem Ort bringen musst. Wir kennen alle was. Des Weiteren bräuchte man eine Menge Sumpfkräuter. Das haben wir auf jeden Fall dabei. Ich schätze. Eine Menge drei und drei, Alter, wir sind hier 420 Kings, was ist los? Das Ding ist, man denkt, es irgendwie, die schmeißen das in den Pott und brauen irgendeine Zauberdingste daraus. Nein. Die rauchen sich einfach einen. Die rauchen sich einfach selber einen weg. Ich mach mal Nebel an hier. Hui, das geht aber richtig ab gerade. Guck mal, direkt. Oh, nice. Guck mal, jetzt kommt wo finde ich einen Schmied, der die Fassung des Auges reparieren kann? Die Strömung? Nice. Frage in den umliegenden Gebieten nach einem, der sich auf das Reparieren von Kleinoden versteht. Wo würde ich die... Ich habe da etwas von einer alten Giftmischerin namens Sagitta in der Wälder gehört. Wir haben doch wohl genug Sumpfkraut. Sie soll angeblich solches Kraut... Du könntest dein Glück... Ja, komm. Wer könnten diese drei irdischen Vertreter der Götter sein? Für den Gott Adanos werde ich mich zur Verfügung stellen. Pyrokar, der oberste Feuermagier, wäre der Richtige, um den Gott Innos zu vertreten. Aber für Belia fällt mir kein geeigneter Bewerber ein. Es müsste jemand sein, Xardas, der Alter. Die schwarze Magie beherrscht. Schwarze Magie? Was ist mit Xardas? Das ist es. Es könnte funktionieren. Doch frage ich mich, wie du uns alle drei zusammenbringen willst. Ich sehe jetzt schon Pyrokars Gesicht, wenn er hört, dass er mit Xardas an einem Strang ziehen soll. Ich muss los. Nachrichten verbreiten sich schnell in dieser Stadt. Das ist auch gut so. Der Feind wird genauso wenig schlafen. Ich muss los. Okay. Ich werde ebenfalls aufbrechen und am Sonnenkreis die Zeremonie vornehmen. Also er ist schon mal am Start. Sehr gut. Schicke Xardas und Pyrokar dorthin. Und vergiss nicht, das Sumpfkraut mitzubringen. Ich verlasse mich auf dich.
Okay, ich würde sagen... Hör zu, Leute. Ich werde woanders gebraucht. Es wird nicht lange dauern. Sobald ich zurückkehre, werde ich euch die Geschichte weiter. Du hast die Geschichte schon 5000 Mal erzählt. Ich werde Adanos mit euch sein. One. Okay, alles klar. Dann hier Zuris am Markt, ja? Der hat wohl diese permanenten Tränke. Das müssen wir einmal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Einmal, jetzt sind wir gerade hier, checken was ab. Und ansonsten würde ich sagen, zum Kloster nochmal. Da kriegen wir auch Leute, die uns Tränke brauen. Da müssen wir das Ganze nicht lernen. Wir können nur abwarten. Wie die, ach, die brauen uns Tränke aus dem Zeug, was wir in der Tasche haben, oder was? Okay, das ist natürlich ganz geil. Wie gesagt, aus irgendeinem Grund haben wir keine einzige Drachenwurzel in der Tasche. Ich schätze, sie haben verscherbelt. Nee, ich weiß noch, wie welche. Wir haben ständig gesagt, oh, Drachenwurzel, aufsammeln. Oh, Drachenwurzel. Okay. Also das halte ich jetzt für einen Bug. Du bist ein Sträfling aus der Minenkolonie. Ach, okay. Verschwinde. Lass uns den hauen. Da haben sie uns aber jetzt verwechselt. Da haben wir uns immer verdorben. Na gut. Dann würde ich sagen, ab zum Kloster. Ja, wer muss die Arbeit ja machen? Den müssen wir nicht erstmal zum Schmied. Zum Schmied? Was machen wir beim Schmied? Um das Auge Jonas zu reparieren. Dann können wir doch erst den Edelstein pushen. Und dann können wir erst die Leute hinschicken. Alright. Also wer jetzt, ich guck noch mal rein, aber ich glaube, so ist es. Ah, wo bin ich denn jetzt? Oh, im Hafenviertel ist auch noch ein Alchemist mit den Stärketränken. Okay, wie heißt der? Wo finden wir den? Ja, ich weiß, wo der ist. Salandriel. Im oberen Viertel auch? Maximale Investition. Finde ich sehr gut. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Okay, wir rennen jetzt erstmal hier zum örtlichen Schmied, unserem Meister, und checken mal aus, ob der das Teil wieder zusammenschlüsseln kann. Und danach gucken wir mal im Söldnerlager bei dem Schmied. Aber wahrscheinlich wissen wir gleich eh mehr. Und ja, das ist doch spannend. Schön, wie ihr die geile Laufburschenarbeit. Und wisst ihr, was dann passiert, wenn wir alles gemacht haben, Leute? Dann werden wir diese ganze verfickte Stadt töten. Jeden einzelnen nacheinander. Hey, ist jetzt schon eine Weile. Kannst du Schmuckstücke reparieren? Ich bin Waffenschmied, kein Goldschmied. Hier in der Stadt wirst du wahrscheinlich niemanden finden, der dir helfen kann. Die Leute haben kein Geld mehr in den Taschen. Und reich wirst du hier schon lange nicht mehr. Die meisten sind doch froh, wenn sie genug zum Beißen haben. Das höre ich zum ersten Mal. Wo finde ich einen Goldschmied? Bei den Söldnern auf Onas Hof soll es einen guten Schmied geben. Vielleicht versuchst du es da mal. Alles klar. Machen wir mal weiter hier, ne? Arbeitest du immer noch für die Paladine? Ich habe den Auftrag von Lord Hagen beendet. Ich stelle jetzt für ihn Erzklingen her. Allerdings gegen Bezahlung. Nebenbei habe ich aber auch wieder Zeit, ein paar Waffen für die Händler am Marktplatz anzufertigen. Wenn du also eine gute Klinge suchst, solltest du mal dort vorbeischauen. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. So was mal versuchen. Aufgaben als Lehrling. Was sind meine Aufgaben als Lehrling? Oh, so traurig, ey. Dreimal darfst du raten. Schmieden, schmieden und schmieden? Bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Ich bezahle pro Kling. Außerdem werde ich dir alles beibringen, was du... Die Herstellung von Erzklingen ist nur etwas für einen Erfahrung. Das ist wirklich so passiert, ja? Wenn du einen Platz zum Schlafen den brauchst... Den will ich gar nicht mehr mit dem Quatsch, den wir... Nee, wir sind einfach stehen gelassen. Wir sind einfach richtige... einfach nur für den geilen Titel, um da oben hochzukommen. Wir sind einfach richtige Wichser. Du, ich habe hier noch stehen, mit Bennett ist ja klar, dass er die Fassung repariert. Ja. Dann sollen wir noch mit Kantar reden auf dem Markt, damit wir dann wieder was kaufen können. Also das ist so die Freigabe, dass wieder alle mit uns wieder cool sind. Okay. Ansonsten Ignaz. Ey, was geht mit ihm? Alter. Junge, was wolltest du? Mal hier Karl, kann er nicht auch noch Stärke oder so? Nein, auf keinen Fall. Aber auf jeden Fall, wir sollten noch kurz die Stärketränke kaufen. Die sind nämlich tatsächlich hier. Hier ist noch einer. Tada, Ignaz. Exakt. Zeig mir das. Was hat er? Name? Nö. Ja gut, aber die wir kaufen mal ein bisschen mit. So ein Shit hier, genau. Du, wir sind die richest Bitches aus Korinnes. Das machen wir so. Okay, aber dann frage ich mich wirklich, wer hier bitte Stärketränke verkauft, weil das gibt's ja dann offenbar nicht. Salandriel im oberen Viertel hat auch Tränke. Hey, du. Alter, so irgendwie dement oder so? Nein, aber ich überlege gerade. Nein, aber mir ist das... Ich hab noch nicht mit ihm gesprochen. Ich habe mit ihm gesprochen, aber ich mach's jetzt nochmal, weil ich will trainieren, ja. Hey, du. Okay. Ich will bei dir... Gut. Wir können... Ich will stärker. Soll ich mich denn noch alles kümmern? So nämlich. Ist doch geil, oder? Fühlst du dir gut an? Finde ich schon. Können wir gleich noch. Hätten wir jetzt Biception, alles... ne? Biception, Mann.
Du, wollen wir kurz in die Werbung gehen? Ja. Der Timo, der hat mir das suggeriert. Er möchte sehr gerne wissen, welche tollen andere Dinge man neben diesem Let's Play mit seinem Leben anfangen kann. Und auch ihr sollt in diesen Genuss kommen, wenn es denn wieder heißt Gothic 2 Festwoche mit dem schönen Micha, der geilen Trixie und dem unfassbar tollen Menschen Timo und mir. Also, bis gleich. Bis ja? gleich. Wir sind wieder da mit dem Super Let's Play. Wir haben gerade mal kurz den Markt abgegrast, da gab es nur Schrott. Ganz ehrlich, einen Trank. Und ja, wir haben uns wieder freigekauft bei Kantar. Danke für den Tipp. Die Leute wollten uns wieder was verkaufen, war aber nur Schrott bei, haben wir gemacht. Jetzt check ich nochmal Konstantino aus wegen Heiltränken und dann geht's ab zum Großbauern. Gothic 2 Festwoche. Ballert's raus, Freunde. Sehr schön. Okay. Flowless. Flowless? Flowless? Oh, da hat er gar nichts. Flowless schreibt Hashtag Gothic 2 auf Platz 3. Ist das korrekt? Wenn das stimmt, hätten wir es noch geschafft. Wenn es nicht stimmt. Stimmt das wirklich? Hashtag Gothic 2. Wirklich? Haben wir es geschafft? Haben wir es bis 3 Uhr geschafft, ja? Wie was? Wir haben es geschafft. Anscheinend. Ich warte jetzt ab. Krug, habt ihr nicht eine Waffe vor kurzem bekommen, für die ihr nicht genug Sterne hattet? Ja. Platz 3. Ingame-Sound fehlt, lieber. Timo, check mal bitte, ob du ihn hast. Wo ist denn jetzt hier der Magier? Ach, der kauft ein. Alles klar, den wollte ich mir auch mal kurz ansprechen, den Daron. Hey! Wo kommst du? Ich komme aus dem... Haben wir das alles noch nicht gemacht? Was machst du in der... Ich führe Gespräche. Gerade in diesen Timo, schwierigen Timo, hast du Sound Zeiten. Vom Spiel? Erzähl mir... Wir und wir verstehen. Okay, ihr habt safe gemacht, Leute. Auf euch ist Verlass. Sehr nice, danke. Michael, Aachen, danke von dir. Jetzt mal bitte an die Community. Für die ganzen geilen Tipps, habe ich doch gerade gesagt. Hammer. Genau, aber nein, bei Twitter sind wir auf Platz 3 natürlich jetzt. Ne? Ja, das ist fantastisch. Ernst gemeint und auch schön, wenn du das sagst. Dafür ein bisschen geile Musik. Hallo, Boys im Söldnerlager. Ich bin es, der stärkste Fucker. Und Silvio wird dran glauben bald. Er wird schon bald liegen und sterben. Aber kein Problem, erstmal mit Bodo Talk. Ich mach die Musik wieder aus. Wie steht's? Gut, wenn du ein paar Okay, wir befinden uns jetzt bei Bennett im Schmied. Der kann das Ding bestimmt zusammenbauen. Ich hoffe nicht, dass er wieder noch irgendwas braucht. Ja, das weiß man nicht. Aber er hat auf jeden Fall Bock. Er, vor allen Dingen, mit seinem brennenden Rücken. Alter, ey, wirklich, der Rücken muss so widerlich aussehen. Hey, du. Ah. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Kannst du Schmuckstücke reparieren? Kommt drauf an. Ich müsste das Schmuckstück zunächst mal sehen. Niemals. Ich könnte mir so etwas nicht reparieren, aber nicht Kannst sehen. Kannst du dir dieses Amulett mal angucken? Klar, lass mal sehen. Das ist eine sehr schöne Arbeit. Die Fassung ist hinüber. Ich glaube, ich kann es wieder hinkriegen. Wie lange brauchst du dafür? Wenn du es hier lässt und morgen wiederkommst, wird es fertig sein. Ich werde dir noch nicht mal was dafür abknöpfen. Schließlich hast du mich aus dem Bau geholt. Okay. Das war doch schon vorher klar. War doch seine Entscheidung. Hier ist das Amulett. Repariere es für mich. Mich Alles klar. Das nicht. Ja, bis morgen werde ich die neue Fassung angepasst haben. Du kannst es dir dann bei... Okay, wir legen uns kurz mal wieder in irgendein fremdes Bett. Aber auch Hose zulassen wieder, ne? Alter, er hat gerade hingepinkelt. Was? Hammer, Bulko, ey. Bulko, ey. Macht man sowas? Ich glaube nicht. Wir beide sollten uns mal unterhalten. Wir beide sollten uns mal unterhalten. Keine Ahnung. Hör zu, du hast... Achso, nee, warte mal. Der hat schon... Du hast ihn schon. Ja, der geht schon so wie ein Buckliger. Und das ist auch schön in der Gothic 2 Festwoche. Bulko hat Angst vor uns. Und alle Betten stehen uns offen in dieser schönen Bude. Und wir waren Sleepy Sleepsen mit Michael Renko, der Trixie und auch Dr. Silvin Timo Krugmann. Alle da. So, ein Tag ist vergangen. Oder fast jedenfalls. Der Schmied sollte sein Werk verbracht haben. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das ist aufregend. Ist das Amulett fertig? Ist das Amulett fertig? Ja, hier. Ich musste eine neue Fassung für den Stein fertigen. Ich habe die ganze Nacht dran gearbeitet und es ist wie neu. Dankeschön. Und weiter geht's und zu
Es geht wieder zurück. Jetzt geht's zu Pyrka und dann zu Xardas und dann in den Wald, ne? That's the way I like it, Meister Michael. Okay, wollen wir uns beamen oder wollen wir wieder durchklopfen? Lass uns mal... jetzt mal schnell hier, ne? Ja, genau. Ich will so gerne noch einen Drachen sehen. Ah, das wird schwierig. Wenn, dann werden wir ihn wahrscheinlich nur kurz sehen. Aber Micha, da hast du nicht auch einen Traum? Aber warte mal, bevor wir hier weggehen, wir müssen hier noch schnell einkaufen. Wo kann man hier Tränke kaufen? Ich werde mich dann. Das ist wichtig. Tränke ist glaube ich, irgendwo im Wald gibt es Tränke. Im Wald? Mhm. Im Kloster gibt es auch Tränke übrigens. Meine Meinung will ja, aber da verkaufen wir uns doch nichts, oder? Doch, klar verkaufen wir uns da was. Ja, okay. Jo. Und Raul, das Fell geben vom Troll. Nice, Raul hier, rechts. Da. Man weiß gar stimmt. Nicht mehr, hey, man noch du. Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Ich hab das Fell eines schwarzen Trolls. Nicht möglich. Zeig her. Wahnsinn. Was willst du dafür haben? Gib mir, was du hast. Okay, ich gebe dir 500 Goldmünzen dafür und lege noch 3 starke Heiltränke oben drauf. Nee. Was meinst du? Das reicht nicht. Das ist mir zu wenig. Dann eben nicht. Das Fell werde ich trotzdem behalten. Dann wird er sterben. Diese Chance werde ich mir nicht durch die Lappen gehen lassen. Von mir hatte das hey. Nicht. Das war doch schon vorher. Geil, Leute, das wird ein maximaler Klopf. Zurück. Nein. Da muss man mal ganz kräftig hey, dazwischen hauen. Oh, ich habe sehr viele E-Mails gekriegt mit Metal-Musik. Gib mir mein Trollfell zurück. Nein. Okay, warte, Micha, warte, Micha, okay. Warte, Micha, bevor es losgeht. Ah, ich liebe es. Er soll öfter Nein sagen. Mit jedem Nein nimmt die Schlagherde zu. Alter, jetzt erstmal, ich habe sehr viele Musik, jetzt Musik von Stefan. Gib mir mein Trollfell zurück. Nein. Nice! Das war ultra brutal, Micha! Yes! Mehr Blut! Mehr Blut am Raul! Mehr Blut, 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 Blut! Ja! Geil! Sehr gut. Okay, ich glaube, jetzt sind die Leute aber sauer, weil der ist jetzt hinüber, ne? Ich habe ihn schon wieder weggeblitzt. Aber hast du das Fell wieder gekriegt? Also hast du dir das alles wieder geholt? Ja, habe ich wieder geholt, aber der ist halt echt tot jetzt, ne? Ja, mein Gott. Andererseits, ich habe dem schon so oft auf die Ömme gehauen, dass der nicht vorher schon tot war, ist eigentlich ein Wunder. Ja, ist ein Wunder. Zumindest Hirntod war er vorher schon. Ja, das ist er. Halt, mein Gott. Was ist Gott passiert? Oder vielleicht mal ein bisschen Zweihandkampf skillen oder was? Was skillen? Zweihandkampf. Ich werde nur noch 20 Lernpunkte. Nö, warte mal erstmal. Ja? Ja. Na gut. Ja, wir werden dann halt noch geiler, ne? Ist ja schon klar. Warte, war weg mit dem. Meine Meinung will ja keiner. Können wir noch was machen hier bei den Söldnern? Es kommt nur auf die Kraft. Nö, ich wollte mich jetzt direkt zum Kloster beamen. Ja, ab zum Kloster. Schön. Keinen Zweikampf lernen, ja? Ja, erstmal nicht. Können wir gleich nochmal. Ah, so, mir geht es besser. Na gut. Okay. Ich will mal kurz gucken, wie viel haben wir eigentlich. Wir sind schon Meister, ja gut. Könnten schon ein Profi werden, aber egal. Im oberen Viertel. Oh, das ist ja. Warte kurz. Lass uns doch mal bitte einmal. Oh, das wäre sehr wichtig. Lass uns bitte nach Corinnes ins obere Viertel gehen. Das war doch schon vorher. Da geht's von, kann man von Lutero ein Buch kaufen. Das heißt Doppelblock. Das bringt uns 2+5. Aber es ist nicht völlig. Ein Buch, was uns 2+5 gibt? Ja, okay, hast mich überzeugt. Wo hast du das denn? Okay. Ich habe ihn überzeugt! Wir gehen erst ins obere Viertel, holen uns das Schwertkampfbuch, dann. Aber dann können wir auch gleich noch mehr Sachen machen, wo wir schon im oberen Viertel sind. Da sind noch 20 Quests, die da rumliegen. Weißt du? Ja. Aber nein, oder was? Ja, weiß ich nicht. Wir können ja mal erstmal da hingehen und mal gucken. Mal hingucken, mal, ne? Okay. So, dann kommt noch von Hedgehog. Gibt's auch einen schönen Song, lese ich auch vor. Hey Krogi, als ich die maximale Realität erreichte und keinen Sinn mehr in meiner Existenz sah? Hedgehog? Jedes Lichtlein hat seinen Sinn in dieser Welt. Und dein Platz ist auch in meinem Herzen gewiss. Also, gib dich nicht auf, aber ich lese deine Nachricht jetzt zu Ende. Entdeckte ich euer Let's Play. Damit ist der Schmerz des eigenen kläglichen Daseins etwas leichter hinzunehmen. Zu eurer Festwoche fehlt noch ein geiler Song zur maximalen Verkloppung. Ich habe deswegen in Amazons Plattenkiste gewühlt. Und diesen Lord of the Weed Klassiker ausgegraben. Den dürfen wir wahrscheinlich nicht spielen. Nee, was ist das? Wahrscheinlich geclaimed, oder? Ich kann da mal kurz draufdrücken, einmal zu gucken, was passiert. Wenn du dich mit dem Teufel einlässt, verändert sich nicht der Teufel. Der Teufel verändert dich. Noch mehr Ärger. Okay, das war aus Lord of the Weed? Ich weiß nicht. Jetzt mach ich mal weiter.
Und GEMA Incoming, ich musste abbrechen. Ich tut mir leid, ich weiß nicht, ob das, ob ich das darf, deswegen lasse ich das lieber sein. Den ist mal da, gleich gibt's mehr. Oh, guck mal, das hat man mir noch nicht gesteckt. Sehr gut. Wie hat Gerbrand reagiert? Er war sichtlich geschockt und hat sich sofort aus dem Staub gemacht. Kann ich mir denken. Ich fürchte, ich muss mich erstmal um die Einrichtung meines neuen Hauses kümmern. Soweit ich mich erinnern kann, hat Gerbrand einen fürchterlichen Geschmack. Zur Erklärung, dem hatten wir quasi hier... Der Kasten gehört dir? Warte mal kurz. Der Kasten gehört dir? Ja, vom Keller bis zum Dachboden. Inklusive der gesamten Einrichtung. Nachdem ich die letzten Jahre nicht standesgemäß gewohnt habe, freue ich mich auf ein weiches Himmelbett. Zum Frühstück gibt's dann guten Wein und einen exzellenten Schinken. Wein zum Frühstück. Du lässt dir auch nichts entgehen. Guter Dude. Classic Reinkorn. Darauf kannst du Gift nehmen. Wie ist dir denn das gelungen? Du glaubst doch nicht, dass Gerbrand sein Vermögen auf ehrliche Weise verdient hat. An den ganz schmutzigen Sachen hat er sich natürlich nicht selbst die Finger schmutzig gemacht. Dafür hat er einen Helfer. Natürlich habe ich in der Zeit damals eine ganze Menge mitbekommen. Gerbrand hat mich schließlich abserviert. Er hatte wohl Angst, dass ich zu viel wusste. Davon hast du mir nie erzählt. Du hast mich nie gefragt. Was ist mit Gerbrand? Er hat die längste Zeit das gute Leben genossen. Er hat hier wie die Made im Speck gelebt, während ich Fleischwanzen-Ragout fressen musste. Ich habe keine Ahnung, wo er jetzt hin ist. Aber in Korinis kriegt der nicht mehr so schnell ein Bein auf die Erde. Dafür werde ich schon sorgen. Wenn du ihn suchst, würde ich es mal im Hafenviertel versuchen. Was ist mit meinem Anteil? Mir scheint, du hast noch nicht alles vergessen, was ich dir beigebracht habe. Sehr gut, Diego. Wir hassen dich. Aber du hast recht. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Hier ist dein Anteil. 500, nicht schlecht, ja. Ist echt gut. Aber ganz ehrlich, warum sitzt der eine Affe da auf Diegos Bank? Mal kurz. Wir laufen die Geschäfte. Lausig. Warum hat mir keiner gesagt, dass Korinis in der Zwischenzeit so verkommen ist? Keine Ahnung. Ich habe die Stadt so kennengelernt. Hättest mal vor einigen Jahren hier sein sollen. Es hätte dir gefallen. Okay, Mann. So, ab zu Lutero, Bürger, ey. Was sitzt da einfach auf Diegos Bank rum? Und neben Lutero gibt es auch Salandriel. Habe ich das richtig gelesen? Salandriel. Und der hat einen Getränkeshop. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, Lutero, wo ist denn der? Weißt du das? Ach, ich weiß, wo er ist. Der sitzt da hinten auf so einer Bank. Das ist der Typ, der den Rohrsnapperkopf von uns haben wollte. Wambo. Wambo, jo. Nee, das ist Bürger? Okay. Das hat er doch vorher gewusst. Hey. Hey. Zeig mir deine Ware. Mhm. Da, dieses rote oder blaue wahrscheinlich. Volkhöderich, Ring der Macht, nö. Nein. Ich guck mir nur dieses ganze andere Zeug sein, an. Sein Angebot studieren, ja? Genau. Dann mach ich da ein bisschen Studiermusik an. So. Er hat wunderbare Waren im Angebot, dieser Lutero. Da kaufe ich am liebsten. Ich habe ein schönes neues Buch bestellt. Mal gucken, ob es da ist. Es ist der Doppelblock. Schauen wir mal rein. Verdammt. Verbessere Kampf mit Zweihandwaffen. Lutero, so, ein astreiner Deal mit Ihnen. Ich finde, das ist mal wieder ein schöner Punkte, alles klar. Hier bitte, ein kleiner High Five ist es wert. Warte. Speichern. Speichern. Und abpatschen. Und yes! Meißenstein! Meißenstein! Okay, wir waren im oberen Viertel, das hat sich aber schwerst gelohnt. Salandriel, okay. Ich glaub nicht, Mann, dass ich da Mando, dieser Koma vergisst. Vögelchen, der vergisst nichts. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Du hast hier nichts zu suchen. Ja, ist ja gut. Alter, ja, Alter, der Arbeiter will sich uns gegenüberstellen. Der spinnt ja wohl. Der hat doch da was im Busch da hinten. Der hat wie eine brennende Hose. Jagd und Beute. Das langweiligste Buch. Okay. Wie ich hörte, warst du bei den Paladinen im Minental. Ich bin beeindruckt. Du solltest dir Zeit nehmen und meine Ware begutachten. Ich habe gerade einen ganz besonderen Trank auf Lager. Vielleicht noch einen Stärketrank. Das wäre sweet. Nein, erstmal zeig mir deine Ware. Auf jeden Fall erstmal zeig mir deine Ware. Lässt sich verurteilen? Zeig mir deine Ware. Das habe ich schon immer gesagt. Oh, nö, ey. Nee, brauchen wir nicht. Aber hier, die Heilung nehmen wir mit, oder? Nehmen wir mit, ja. Was haben wir denn mit dem nochmal gemacht? War das der Typ, der den anderen falsch angeschwärzt hat? Nein. Was hat Salandriel nochmal verbrochen, dass wir ihn jetzt quasi... Ich hab's echt vergessen.
Ja, lass uns auf jeden Fall anschwärzen, das ist ja klar. Da wollen wir gar nicht babbeln. Du gehst jetzt ins Kloster und lässt dich verurteilen. Was? Du bist ja wohl nicht mehr ganz frisch. Einen Dreck werde ich. Diese miesen Magier haben doch gar nichts gegen mich in der Hand. Ich habe einen Auftrag und den werde ich ausführen. Also, du ach, gehst das ist jetzt, die Quest von dir im Kloster, ja. Doch. Was? Ich werde dich das Viertel herunterschleifen wie einen dreckigen Nupfen. Das werden wir mal sehen, mein Freund. Okay. Nice, ein Kampf! Fachgerecht! Und da liegt der kleine Tänzer Salandriel. Er atmet noch schwer, er hat Glück gehabt, dass nicht der Teufel im Safe ihm einen kleinen Bums gegeben hat. Vielleicht können wir aber alles looten, was er hat. Also mittlerweile, also diese Euphorie beim Abschlachten, die ist mir völlig abhanden gekommen. Ja? Das ist nur noch so ein lethargisches, ja, komm her, kriegst eine Klatsche. Echt? Steh wieder nein, auf. Ich find's immer noch richtig schön. Das nächste Mal also, werden wir ja ich sehen. Ich brauch mittlerweile auch so richtige Ärsche, weißt du, der ist, war es nicht unfreundlich genug. Dieser andere, der okay, Schlüsseltyp. Okay, du da bist der Bessere von uns beiden. Was willst du? Ja, du hast recht. Ach, erzähl mir nicht so. Aber schon sehr schillig. Gehst du jetzt ins Kloster oder soll ich dich nochmal? Fragezeichen. Das wirst du noch bereuen. Ja, verdammt, ich gehe ins Kloster. Aber glaube nicht, dass du damit durchkommst. Ach, das war ein ausgeglichener Kampf. Da liegt noch ein Buch auf deiner Kommode. Kann man das nehmen? Nicht das, was da liegt. Das ist der Tresen da hinten in der Ecke. Vielleicht ist das was Feines. Ich bin nur gerade so ins Antlitz geflogen. Ist das ein kleines Extra-Buch? Nein, nein. Auch das gehört zum Inventar des Alchemietisches. Richtig. Da stehen noch die kleinen Rezepte drin. Tränke haben wir jetzt noch ein paar gekauft. Das fängt auf jeden Fall ganz gut an. Jetzt beamen wir uns mal wieder ins Kloster, wa? Noch mehr Ärger kann ich wünsche mir mehr Euphorie von mich hereinkommen. Ich weiß genau, wie ich es bekomme. Ich weiß, wie ich es antrigger. Ja, Euphorie von mich hereinkommen? Wieso, was ist los? Ich bin völlig mehr, ekstatisch. Ich wünsche mir mehr Euphorie, wenn du campst und wenn du die Leute mit deiner riesen Seite da umhaust, du. Aber du hörst mir gar nicht zu, denn du bist farbenblind. Das war doch klar. Was hast du jetzt gemacht, um mich zu triggern? Gar nichts, aber gleich wird das passieren. Okay. Ich würde dich ansprechen. Okay. Okay. Da war ein Hebel, da war der geheime Raum. Oh. Was für ein geheimer Raum? Im Haus neben Salandriel ist ein geheimer Hebel. Was hinter macht dem der? Hinter dem Schild im Wald. Ich will das jetzt gleich wissen. Soll ich mich jetzt zurückbeamen oder was? Die schönen maximal HP-Tränke, rest in peace. Wie, was? Ja. Ach, da ist noch ein Geheim. Wir müssen noch da rein. Geheimtür. Alle sagen das. Jetzt machen wir erstmal das hier, okay. So. Rest in peace, Geheimraum. Ich habe mit Vatras gesprochen. Ah, gut. Wo ist er? Er bereitet ein Ritual am Sonnenkreis vor, um das Auge Enos zu heilen. Wenn das wahr ist, dann gibt es vielleicht doch noch Hoffnung. Vatras möchte, dass Xardas und du ihm dabei helfen. Was? Xardas wird auch da sein? Joka, bitte. Das ist doch nicht dein Ernst. Hey, das war nicht meine Entscheidung. Vatras besteht darauf. Immer wieder dieser Xardas. Ich kann es nicht mehr hören. Es kann ja fast gar nicht mehr schlimmer werden. Doch. Wer sagt mir denn, dass Xardas nicht mit dem Feind unter einer Decke steckt? Ich kann Xardas nicht vertrauen. Ganz egal, wie sehr wir ihn auch brauchen. Es tut mir leid. Aber unter diesen Umständen kann ich Vatras nicht helfen. Joka, was ist mit dir? Ohne dich geht es nicht. Vatras kann das Ritual sonst nicht durchführen. Du wirst Xardas vertrauen müssen. Ich muss gar nichts, hörst du? Ich habe nicht den geringsten Beweis dafür, dass Xardas nicht gegen uns arbeitet. Ich kann das nicht tun. Was wäre, wenn ich dir diesen Beweis liefern könnte? Ich fürchte, das ist unmöglich. Es müsste mich schon sehr beeindrucken. Was Xardas angeht, habe ich meine Zweifel, ob es ihm überhaupt noch gelingen wird, mich zu beeindrucken. Gegen Xardas, dem alten Teufelsanbeter. Ja, der ist halt ein Teufelsanbeter. Aber er ist auch ein Classic. Er hat auch eine gute Rockband wahrscheinlich. Der Xardas? Schätze ich? Ja, schätze ich auch mal. Oder zumindest hat er mal eine gehabt. Salandriel, da bist du ja schon. Dass das alles ist. Verschwinde! Was? Was? Kriegst du ein bisschen Hau gleich. Nein, wir fragen noch nicht, wie es geht. Also, wir gehen jetzt zu Xardas. Ey, das geht hier hin und her. Man ist nur noch am Beamen. Wir sind einfach super krass. Man hat ja auch Angst vor der Teleportationskrankheit, ne? So ein bisschen. Mhm. So ein bisschen atomarisiert. Ja, wie bei der Fliege, weißt du? Wenn da ein bisschen was mit reinrutscht, dann kommst du so als halber. Oh ja, stimmt. Das ist nicht schön. Das will keiner reinkommen. Nee, richtig. Wo ist denn Xardas hier? Hast du mal gesehen? Ja, bin ich gesehen. Kloster, Großbauern. Alter Dämonenturm ist, das wird er da wohl nicht sein. Niemand. Was ist denn da unten noch ausgerüstet? Da ist er. So schlau wieder mal. Du bist schlau, du bist sehr schlau. Das ist doch nichts Neues.
Achso, wir müssen die Salandriel-Quest hätten wir noch abgeben können, natürlich. Aber wir sind natürlich auch sehr dumm. Wir müssen eh noch gleich nochmal hin, zurück. Wir schaffen das schon. Wie, sowas muss man denn machen? Wahrscheinlich muss man noch sagen, hey, hier ist Salandriel. Ach, der andere Typ, der linke Opa, ne? Schätze ich mal. Der hat uns ja den Auftrag gegeben, stimmt. Naja, teleportieren wir uns eben noch schnell hin gleich. Okay. Exalas, jetzt geht's richtig ab. Hey! Das Auge Enos ist zerstört. Was redest du da? Zerstört? Alter, ey. Ich habe es oben in den nördlichen Wäldern gefunden und es leider nur noch in Einzelteilen bergen können. Damit ist die einzige Möglichkeit, den Drachen die Stirn zu bieten, dahin. Wir haben versagt. Was nun? Das ist ein harter Schlag. Wir müssen uns neu orientieren. Ich habe schon eine Idee. Ich werde mich zurückziehen und darüber nachdenken. Du solltest inzwischen in die Stadt gehen und dort mit dem Wassermagier Vatras sprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass er weiß, was zu tun ist. Vatras hat mich zu dir geschickt. Das ist gut. Was hat er gesagt? Er sagte etwas von einem Umkehrritual am Sonnenkreis. Nice. Der alte Teufel. Ich ahne schon, was er vorhat. Du bist gekommen, um mich zu ihm zu rufen. Ich liebe dieses Spiel. So sieht's aus. Wann wirst du aufbrechen? Ich liebe es. Ich werde Vatras nicht warten lassen und mache mich sofort auf den Weg. Erledige deine Aufgaben und komm dann später nach. Ja, hier, und was ist mit dem Boy? Warte mal. Wird das Umkehrritual funktionieren? Ich bin mir nicht sicher. Kommt darauf an, was Vatras genau... Pyroka weigert sich, zum Ritual zu erscheinen. Er will erst einen Beweis dafür, dass er dir vertrauen kann. So, so. Pyroka also. Hm, interessant. Der alte Zausel wird langsam lästig. Aber ich denke, ich habe da etwas für dich, was dir helfen kann. Damals, als ich den Orden der Feuermagier verließ, habe ich einige Dinge aus dem Kloster mit mir genommen. Ich wollte nicht, dass eines Tages eine Truppe von Paladinen oder Feuermagiern meinen Turm auf den Kopf stellt und den Kram bei mir findet. Boah, es ist auch noch was holen. Also habe ich sie an sichere Orte gebracht, an dem die Magier sicherlich nicht danach suchen würden. Und wo? Ein Teil davon liegt in einer Truhe, verschlossen auf Seekorps Bauernhof. Du traust diesem Seekorb? Nein, aber er ist käuflich und stellt keine unangenehmen Fragen. Außerdem habe ich die Truhe verschlossen. Hier ist der Schlüssel. Es ist ein sehr altes Buch dabei. Wenn Pyroka dieses Buch bekommt, wird er wissen, dass es von mir kommt. Ich habe keine Verwendung mehr dafür. Vielleicht erfüllt es ja somit noch einen Zweck. Hier ist ein Hund. Okay. Okay. Auf den... Yes! Ja, Timo! Ja. Alter, die yeah. Rüstung ist wieder da. Meine Damen und Herren, ja, komm hier. Ah, was ist denn da los? Kommt alle runter hier. Nice. Weg mit dem Scheiß. So. Ich fand die eigentlich ganz geil. Ja, aber ich kann mich wieder bewegen. Leute, aufs Dach, Micha, aufs Dach. Was macht denn eigentlich nochmal das hier? Micha, aufs Dach. Micha, aufs Dach. Micha, aufs Dach. Wir wollen doch noch unsere Klaue leveln. Ja, richtig, mach ich auch gleich. Ah, hier, das Tor. Ah, schnell das runter weg. Warte mal, warte mal. Haben wir das schon gemacht? Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Kam ja Button schon. Am Kamin, dann sind wir da rein und haben das dann. Haben wir das gemacht, ja? Ja, natürlich. Sag's ja, weißt du sicher? Ja, klar. Okay. So, aber nach oben jetzt erstmal Level. Ja. Ich hab mich schon fast dran gewöhnt an dieses gemütliche Knistern da von rechts. Ja? Man denkt so, ich bin ein kleiner Feuertopf, ne? Ja. Klicki, klicki. So, wie war das noch? Runter, Enter, runter, Enter? Mhm. Runter, Enter, runter, Enter. Nice. Dann nochmal? Ja, wollen wir es gleich nochmal probieren? Yes. Runter, Enter. Nein. Nein. Okay. Alles klar, was kann die jetzt? Ah, die wird immer mightier. Tiki-Taki braucht bis 16 Uhr das Diplom von Dr. Sylven. Tiki-Taki, das kommt doch. Du brauchst... Gar kein, du brauchst nichts mehr. Einfach vertraue der Macht der Michas. Und dein Leben wird wieder formbar schön werden. Es ist gekommen, die Zeit, Freunde. Ich muss jetzt die beste epische Musik der Welt anmachen. Mal gucken, ob ich was finde dafür. Denn es ist wirklich Zeit für was ganz Klasse-mäßiges. Moment, da vielleicht. Liebe Leute,
Rancor! Mach das Upgrade an mir! Reiße mir die Schande vom Leib! Ich will so werden wie meine Vorfahren! Ich will den maximalen Schutz auch an stärkeren Tagen! Okay, das reicht. Der Hühner hat dran. Okay! Kleide mich! Bring es mir! Ja! Feuer und Blut, Timo! Mehr Blut! Ich bin einer von euch! Ich gehöre zum Volk der Kämpfenden! Ja. Jawohl! Ich bin einer von euch! Okay. Alter, das war anstrengend. Oh Mann, ey. Dankeschön, viel besser. Ja, hi. Das ist viel geiler, ey. Ach. Aber wie meinst du das denn von euch? Das verstehe ich nicht ganz. Ja, ich bin jetzt im Harnisch der Realität gefangen. Im Harnisch der Realität? Das finde ich gut, ey. Vorher war auch ein bisschen zu krass, ne? Ja, ich war so ein bisschen... Kann sich ja keiner leisten, sowas hier. Kann sich niemand leisten. Hallo? Sah aus, als würde ich gleich auf ein Deichkind-Konzert gehen, ey. Okay, wir sollen in die Werbung gehen, sagt das Werbungsschild. Sollen wir noch vorher irgendwo hinbeamen oder so, oder reicht das an Spektakel? Nein, wir beamen uns gleich überall hin, wo ihr wollt. Jetzt twittert's raus, dass ich wieder geil bin, und dann sehen wir uns ein paar Minuten. Ich hab richtig Bock, Musik kommt. Okay, wir springen ins Kloster und danach gibt's das fettgeile Ritual mit den alten Säcken am Zirkel des Teufels. Richtig geiles Pferderitual, hat er gesagt. Ja. Meine Rüstung Hallo. Ist so geil! Meine Rüstung ist mega geil! Mir geht's so gut mit meiner neuen Rüstung. Ich bin endlich wieder komplett. Wir haben hier einen bösen Geist. Warte kurz. Der hat sich hinten eingemogen und meinte, geht. Schlag mich mit dem Schwert. Immer auf die Brust. Schlag mich. Warum? Hau richtig drauf. Okay. Ja! Er gibt mir Schutz. Er gibt mir immer Schutz. Mehr. Pause. Jetzt, warte. Es ist der Schutz, den ich brauche! Für das Let's Play! So, pass auf! So. Das habe ich nämlich gedacht. Und was ist passiert? Was ist passiert? Willst du es mir erzählen? Was ist passiert? Soll ich erzählen? Zeig dich mal ein bisschen. Ja, die kennen mich doch eh nicht. Ist doch egal, zeig dich doch mal ein bisschen. Hallo Kamera. So, wie heißt du denn? Also, ich bin immer noch Antonia. So. Ja. Und ich hätte immer noch gerne die Rüstung wieder, weil wir die für einen anderen sehr, sehr wichtigen, sehr coolen Dreh brauchen. Der nun mal leider essentiell ist. Wo wir gerade gedreht haben und ich jetzt gerade erfahren habe, dass wir da jetzt noch weiter drehen müssen. Schlag mich, Reinke! Ja, das ist der Schutz, den ich brauche! Ah, ist das gut! So. Frag mich. Und ganz ehrlich, wenn ich diese Rüstung jetzt nicht hätte, wäre ich jetzt tot. Willst du immer noch diese Rüstung haben? Ja. Reinke muss dich ja nicht schlagen. Schlag mich jetzt, schlag mich! Frauen nehmen einem die letzte Freude im Leben. Schlag mich jetzt, schlag mich! Ah! Ah! Das war nur Spaß, aber ich hasse sie dafür, dass sie jetzt meine Rüstung mitnimmt. Mann. Okay, aber das Schöne ist, wir werden gleich wieder eine tolle Krönungszeremonie sehen, wenn die Rüstung... Ja, wann kommst du denn wieder? Wann soll ich wiederkommen? Ja. Ja, wann? Wie lange? Ja, natürlich, ich brauche die Rüstung. Du brauchst die Rüstung. Du hast doch gerade gemerkt, so wie wichtig es geht. Hast du... Ja, ich gebe mein Bestes. Sonst haben wir auf den Kopf. Warte kurz. Oh. Du hängst in Trixie. Oh nein, was ist das für eine Scheiße, ey. Trixie würde sowas nie machen. So, pass auf, ich gebe dir noch eben... Pass auf, Antonia, kommst du noch mal ganz kurz? Ich gebe dir noch eben 200 Mark mit. Ja. Dann kommst du schnell wieder, ja? Ja. Okay, ja. Danke. Ich bin aber keine Nutte. So, weiter. Ah. Aus Alu. Das hatten wir ja schon mit der Alu. Die haben ja schon... Jetzt ist es aber gut mit der Umwelt. Die Umwelt sagt auch, das ist jetzt genug. Hm. Wir können nicht immer nur was aus Aluminium bauen. Einmal in der Woche ist okay. Danke. So, Leute, ey, ganz ehrlich, tut mir leid, dass hier so ein Terror gemacht wird. Aber da freut man sich. Und in der Pause sagt Timo schon schlechte Nachrichten. Ich dachte, irgendjemand beschwert sich, dass wir so viel Nebel machen oder dass wir zu laut sind. Aber dass es so hart kommt, hätte ich nicht gedacht. Ja, das war echt voll gemein, ja. Wir haben vorher der Werbepause dieses maximal epische, die Krönung, wir haben die Zeremonie, wir haben Prinz Harry quasi gekrönt. Ja. Nur geiler. Und dann kommt sie und nimmt das alles hier weg. Ja. Teilt euren Hass mit. So, weiter geht's, Micha. Geil. So, ich bin trotzdem...
Ja, das ist Antonias Praktikantin bei Game 2, wer es nicht weiß. Und hast du es gerade gesagt? Nee, nein, natürlich nicht. Und ja, morgen hat sie ihre letzte Rüstung getragen, würde ich sagen, ne? Bam! So. Spaß. Aber Spaß, muss sie ja machen. Aber 200 Euro, 200 Mark sind noch 400 Euro, oder? Hä? 200 Mark sind noch 400 Euro. Ja. Und das wiederum ist ein halber Freizeitpark. Also, ja, stimmt, nicht, dass sie durchbrennt. Ja, richtig, richtig. Mit der Scheiße, du. Wir springen zurück ins Spiel. Krogi ist jetzt völlig ungeschützt, das heißt... Ja, was heißt das jetzt eigentlich? Nee, ohne Scheiß. Ich bin auch ein bisschen sauer. Ich muss kurz raus. Aber wohin denn? Ich komme sofort wieder. Okay, ich biete mich kurz mal zum Kloster. Krogi holt sich jetzt wahrscheinlich Klopapier oder sowas. Ich habe keine Ahnung, was er sich jetzt wieder im Kopf wickelt. Er ist da recht erfinderisch. Eigentlich brauche ich auch gar keinen Schutz. Alles prallt an seiner guten Laune ab. So. Jetzt schraubt er sich da gerade irgendwas zusammen. Ich höre es im Hintergrund rumoren. Und währenddessen suche ich uns den geilen Beamstein raus. Zurück zum Super-Ohner-Hof. Und... Ah, da ist er schon. Die Nummer 10 ist es, die wird jetzt abgefeuert. Nee, da wollten wir gar nicht hin, ne? Wir wollten ins Kloster. Das passiert, wenn ich alleine spiele. Da kommt Freude auf. Die Nummer 5 ist es. Und bitteschön. Ja, Antonia hat auf jeden Fall ein großes Pflichtbewusstsein, kann ich schon mal sagen. Die macht sich echt super als Praktikantin. Und da kann man echt nicht meckern. Das musste sie so machen. Seine Entscheidung. So, Salandriel, ich laufe mal kurz zu dem linken Opa, weil der wollte ja auch noch was von uns. Der wollte ja, dass wir Salandriel mal richtig bestrafen und das haben wir jetzt hiermit gemacht. Salandriel ist hier im Kloster. Gut gemacht. Wir werden uns später mit ihm befassen. Hier hast du deine Belohnung. Was hast du jetzt gemacht? Und jetzt kein Wort mehr darüber, verstanden? Nur ein bisschen gepisst. Ach so, okay. So. Hast du mir noch etwas zu sagen? Nur, wenn ich sauer bin. Entferne dich. Du weißt, was du zu tun hast. Du bist gerade wieder ins Kloster gelaufen und hast deine Quest mit der Landriel abgegeben. Ich gebe jetzt zu dem Pyroka, hier gebe ich jetzt das Buch von Xardas, auf das er wieder Vertrauen fasst. Mhm. Seine Landriel-Quest habe ich gelöst und hä? Hast du das Buch schon geholt? Von das hat er mir doch gegeben, denke ich. Von Sekops Hof. Ach, von Sekops Hof, du hast stimmt. Schlüssel bekommen, ja, aus dem Sekops Hof. Deswegen wollte ich erst zum Bauernhof. Ey, ich bin voll durcheinander, wenn du nicht nehmen willst. Das ist total krass. Ja, Mann, Micha, Alter, jetzt komm her, lass mal drücken, ja. Alter. Wir sind super Freunde. Wann fahren wir denn endlich mal? Schuss. Nein. So, alles gut. Wo ist denn Sekops Hof? Gute Frage, was? Ja, nee, Grave Digger kann ich nicht abspielen, Leute. Das wird doch auch geclaimed. Ich kriege sehr viele E-Mails. Ich habe mir gerade schon was runtergeladen wieder. Die nice Stein-E-Mail-Adresse, die explodiert. Krogi, wo ist Sekops Hof? Links der? Ja. Der kleine da? Okay, müssen wir hinlaufen, ne? Und. Das ist immer so einfach vor. Wir haben hier einen schönen Elektro-Song bekommen vom Robin. Den habe ich kurz eben schon in der Werbung angemacht. Da kommen wir gleich nochmal rein. Aber ich freue mich sehr auf ein kleines Paket. Und zwar habe ich von dem Jan ein kleines Paket bekommen, wo er sagt, die Mucke ist GEMA-frei und also viel Spaß damit. Hat er wohl selber gemacht. Für einen Freund. Ist ein wenig Rock dabei, aber auch klassisches Orchesterzeugs und moderne Trailerproduktion. Ich bin sehr neugierig, das werde ich jetzt mal öffnen. Ich finde das toll, dass sie mir so viel Musik zuschickt. Gefällt mir. Okay. Jetzt geht's los. Musik von Jan. Geschmiedet für nur einen Zweck. Für den Zweck zu dominieren und zu rulen. Okay. Und das wird Michael Reinke tun. Permanent. Hat er die selber gebaut oder was? Ja. Ey, das ist ganz geil. Finde ich auch. Ich finde, das klingt ziemlich echt. Fast wie ein richtiges Orchester. Also Sekops Hof ist in der Nähe von Olas Hof, ne? Ach doch. Ja. Na, dann hast du mir doch den falschen gefragt. Das ist der Kleine mit diesem Vorsteher da. Ja, genau. Wo ich halt mal kurz zu diesem Ding hier. Wo wahrscheinlich immer die, wo wahrscheinlich auch die Suchenden weggeballert haben. Genau, der, ja. Alles klar. Um ehrlich zu sein, ja, bringt jetzt nichts, wenn ich sage, daran habe ich auch gedacht, aber tatsächlich habe ich auch daran gedacht. Hier, Bam. Hier. Ich habe deine Armbrust gefunden. Das ist tatsächlich meine. Sag nicht, du bist oben bei dem Steinkreis gewesen. Und ob? Ganz schön leichtsinnig. Wie auch immer. Ich danke dir. Ich werde dir diese Tat natürlich belohnen. Ich hoffe, das ist genug. Ja, immerhin auch noch beim
nebenbei. Genau, dann können wir jetzt auch zu Fuß hinlaufen, ne? Ja, das finde ich auch. Oh, ist schön. Ja, das gefällt mir sehr gut. Ich gucke mal, dann hören wir noch mehr von dir an. Das könnte man in jedem Standard-Rollenspiel so voll auf akzeptieren und hören. Wollen wir hier mal so richtig runterjumpen? Diese Treppenstufen hier? Ja, wollen wir. Geil. Warte. Ich weiß nicht, ja. Spring da runter, Micha. Das ist nämlich voll die geile Abkürzung hier. Zieh das rein. Ich mag auch diese tiefen Synthes, das gefällt mir sehr gut. Alter, du bist ein Slider-Man. Alter, du bist fast tot, aber Slider-Man kann das nicht. Das habe ich genau ausgerechnet, dass ich wie deutlich auf die Schnauze fallen kann, ohne zu sterben. So, hier war, glaube ich, noch ein Bettchen. War hier ein Bettchen? Nee, wahrscheinlich auch nicht. Diese Musik. Wo ist das Bettchen, Michael? Aber ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Dann seht ihr auch, wo wir sind. Ich habe eine richtig geile Abkürzung gemacht. Mal da. Ja, ist doch gut. Da ist der Hof. Hier ist doch irgendwo eine Kräuterhexe. Wo ist die Kräuterhexe? Irgendwo ist eine Kräuterhexe. Ja, aber ich weiß nicht genau wo, ehrlich gesagt. Die Hexe kann uns heilen. Die muss irgendwo sein. Naja, gut. Irgendwo wir noch mal gucken, wenn wir hier waren beim Hof. Die Musik ist heftig, Alter. Ja, ist eine heftige Musik, oder? Ich finde die nicht schlecht. Finde ich auch super. Gut gemacht. An der Steinmann gibt's eine Hexe. Willst du nicht kloppen? Ja, die geben gleich auf. So. Schön Sleepy Time. Sehr gut, sehr gut. Noch, jetzt kommt eine rockige Nummer von Jan. Da ist doch jemand von diesem Drecksvieh. Okay, ich muss mich doch kloppen. Hammer. Ey, Jan, ich find's richtig geil. Mhm. Timo, ist das auch dein Geschmack? Ja, ne? Hat Jan gut gemacht wahrscheinlich. Ich denke schon, dass Timo das geil findet. Ja, was ist denn hier los? Ach so, die Skelette sind hier am Start. Ja, das geht natürlich nicht. Matsche bist du. Oh. Er dreht dir richtig frei, ey. Wir sind kleiner Dackel. Alter. Der kleine Dackel. Danke. Hashtag Gothic 2. Oh, warte mal. Jetzt ist hier eine Frau gestorben, ne? Weil ich nicht aufgepasst habe. Rosi ist gestorben. Oh nein, oh Mann, ey. Ja, das ist halt immer so, ne? Na gut. Gibt's halt nicht mehr fünf, sondern vier Frauen im ganzen Spiel. So, aber die Musik jetzt mal bitte runterfaden, weil jetzt wird's kurz mal wichtig. Aber jetzt gerade beim Metal-Part. Ja, okay, stimmt. Das kann also nicht die Truhe sein. Ey, wo kann die denn sein? Frag Seekopf, frag Seekopf. Hier, das ist sie doch. Ja, bam. Die Hallen von Irdorat. Rest in peace, Rosi, du warst cool. Wir werden auf dich warten. Denn es heißt ja immer, man kennt ja folgendes Sprichwort, Rosi, das gilt auch natürlich auch für dich. Oder? Okay, was ist der nächste Schritt? Oh, warte mal, hat er sie aufgehängt? Nee, doch nicht. Was tun wir als nächstes, Rogi? Das Buch nicht lesen, heißt es. Okay. Weil? Ja, wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Haben wir es gelesen? Nee, ich wollte es gerade machen, aber dann lasse ich es wohl mal. Der Doppelblock, den haben wir schon gelesen. Die meinen natürlich die Hallen von Edorat. Ey, lassen wir mal das. Was. Lassen wir mal lieber. Okay, also zurück zum Kloster. Pyroka, das in der Hand drücken. Kloster war, ich weiß es immer noch nicht auswendig. Ich muss leider immer wieder reingucken hier. Also ich finde, wir machen eine astreine Twitter-Leistung heute. Ich bin sehr zufrieden mit euch. Ihr seid klasse. Klasse, 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 super. Minental, ne. Und wieder ein neuer Song von Jan. Hashtag Gothic 2, Kill Erol, alles. Alter, Jan, du bist der Geilste. Kannst du mir auch mal Songs einfach ohne Drums schicken? Ich mache einen Spiel dazu, ich find's richtig geil. Auf geht's, Freunde, zur Pyroka und dann werden wir das Amulett wieder heile machen. Geil. Das ist ja geil, ich hab noch nie gehört.
Synthi-Fantasy mit Gitarre. Das ist geil, ne? Alles der Geilste, zittert raus, tot den Merol! Oh! Entschuldigung. Auf ich wollte gerade zurücklehnen und mir das Kino mal angucken. Nein, nein. Musik macht komische Dinge in meinem Kopf, muss ich sagen. Okay. So. Ja, ich fand es echt in der Tat sehr hochwertig produziert auch. Ne? Das wundert mich immer, dass die Leute das alle so gut können. Provozieren auch, ja. Ich habe von Xardas dieses Buch mitgebracht. Es ist ein Zeichen seines Vertrauens. Zeig her. Das ist ja unglaublich. Hast du auch nur im Geringsten eine Ahnung, was du mir da gerade gegeben hast? Nein. Den einen Ring? Das ist ein uraltes, verschollenes Werk aus längst vergangenen Tagen. Wir haben es alle für verloren gehalten. Und nun erfahre ich, dass Xardas immer gewusst hat, wo es war. Wirst du nun zum Ritual erscheinen? Ja. Ich werde zum Sonnenkreis aufbrechen. Aber sicher nicht, weil ich von Xardas guten Absichten überzeugt bin. Vielmehr werde ich diesen Hund zur Rede stellen, wo er das Buch all die Jahre versteckt gehalten hat. Er hat eindeutig den Bogen überspannt. Wir sehen uns am Sonnenkreis. Kann ja doch aufstehen, der Opa. So, und geil. Wer setzt sich jetzt auf den Thron? Reinke. Geh weg. Und der Kuckmann. Denn wir sind die Kings. So, komm, komm auf Opas Schoß, so. So, warte. Warte, warte, ich mach Musik für dich, Jan. Ich habe eine gute Idee. Er sieht aus, als würde er Gitarre spielen. Zieh das mal rein. Pyroka, du bist weg. Jetzt, wie er mich anguckt. Das war alles nur ein Trick. Einmal in diesem Zuge... Tränke, führe fort, zu sitzen. Führe fort, die Geschichte ist gut. Die Geschichte ist heiß, bitte erzähl. Du bist schon zu Ende. Nein, mehr, bitte. Ich brauche mehr. Okay, das war alles nur ein Trick, um in diesem zugepupsten Sessel zu sitzen. Ja, genau. Da kommt nichts mehr. Und ich stehe wieder auf und der Gag ist voll in die Hose gegangen. Weiter geht's im Spiel. Da kommt Freude auf. Ja, aber die Trance-Maschine ist gut drauf. Guck mal hier, blau, rot, grün, alle Farben. Guck mal. So, was machen wir jetzt, Krogi? Du musst ein bisschen mehr teilnehmen hier geistig an dem Spiel. Okay, und mal dann kurz lass jetzt von ab, weg. Ab zum Steinkreis. Ich bin die ganze Zeit wach. Okay, alles klar. So. Steinkreis hinlatschen oder was? Oder ich glaube, wir haben jumpen? Da keine andere Möglichkeit, oder? Guck mal. Schauen wir auf die Karte. Also, wir haben, ich wüsste nicht, dass wir eine Rune haben, die uns dahin transportiert. Nee, dementsprechend, wir echt laufen, wa? Glaube ich, laufen wir dann den schönen Wald rein. Aber dann gehen wir mal rechts lang, weil da haben wir noch nicht alles weggeklatscht, glaube ich. Ja, gerne alles mitnehmen auf dem Weg. Dann rechts lang, ja. Ich Tränke kaufen. Ach so, die Community möchte noch sehr gerne, dass wir Tränke kaufen. Richtig, richtig. Wir haben nicht genug Zeug in der Tasche. Im Kloster ist es nämlich der Keller, da ist nämlich Neoras. Mhm. Keller, ah, hier, ich, dritte runter, Tür, ne? Auf der rechten Seite. Hier geht's runter in den Keller. Jo. Das ist eine Wand gewesen, aber wir sind auch nicht zu schade für eine Wand. Sehr gut. Ich glaube, hier habe ich früher einfach alles geklaut, was man hier sieht. Ja, natürlich. Ja, da ist auf jeden Fall der richtige Dude, der sieht schon so aus. Neoras, okay. Hey, du. Was? Hat der auch eine Neon-Faust? Was ist los? Warum störst du mich? Siehst du nicht, ich wollte dich nicht stören. Das hast du bereits. Also, was willst du? Man muss eben aufpassen, was man so rumzählt. Kannst du mir einen Trank brauen? Zweifelst du an meinen Fähigkeiten? Ich kann jeden Trank brauen. Glaubst du mir? Gut. Nicht so schnell. Du müsstest mir natürlich die Zutaten liefern und eine kleine Aufwandsentschädigung sowie das Material bezahlen. Wie viel verlangst du? Für das Brauen selbst bekomme ich 10 Goldstücke. Nichts, Alter. Ja. Brau mir Gott. Trank der Geschwindigkeit. Wir haben tatsächlich keinen einzigen Drachenstängel hier. Lame. Im Gepäck. Lamo, Lamo. Echt, ja. Dann lass uns mal das beenden auf einem anderen. Dann machen wir doch jetzt mal das hier. Braue mir ein Extra. In Ordnung. Ja, hier. Gut, ich gebe dir jetzt gleich einen Trank, dann musst du nicht. Glaubst du wirklich? Oh, muss man das jetzt jedes Mal machen, den Dialog? Braue mir. In Ordnung. Ja, hier. Gut. Braue mir. Was? Hashtag Germany's Next Bahnchef ist über Hashtag Gothic 2? Was ist denn das für eine Scheiße? Braue mir. Gut. Next Bahnchef? Hä, was geht denn ab?
Wirklich. Wir sollen unbedingt auf einem neuen Speicherslot speichern. Mhm, machen wir. Viele Leute haben den gemeinen Rüstungsklau noch nicht verdaut. Das verstehe ich. Ich selber auch nicht. Deswegen, mir brennt auch gleich eine Sicherung durch. Wir sollen an die Hexe denken. Wir gehen gleich zur Hexe und genau. Dem kann man gerade nichts kaufen, wie es scheint. Ja, es gibt hier noch einen anderen Händler. Mal gucken, wo ich das hier... und zwar, erste Tür auf der rechten Seite, oben. Erste Tür auf der rechten Seite. Wollen wir erstmal unten ein bisschen rumlaufen? Nö. Das ist so richtig groß, ne? Kann einem leid tun. Das ist so richtig riesig. Doch, ich erinnere mich. Die ist richtig mega Party. Was geht denn hier so? Garwig. Das sind doch alles nur Gerüchte. Was ist das hier für ein Raum? Hier werden die heiligen Reliquien des Klosters aufbewahrt. Welche Reliquien? Hier ruht Innos Hammer und der Schild des Feuers. Sie sind die wichtigsten Reliquien der Innos-Kirche außerhalb der Reichshauptstadt. Vielleicht nehmen wir den gleich mal mit, den Hammer. Tschüss. So steht es in den heiligen Schriften. Nehmen wir auch nochmal einen neuen Speicherplatz? Habe ich gerade schon gemacht, ja. Okay. Heiliger Hammer. Du guckst richtig wahnsinnig. Ja, weil ich einen heiligen Hammer vor mir Alter, wie du guckst. Leute, das müsst ihr sehen. Er guckt gerade wie der Dämon. Komm hier, reinkommen. Du bist auch sehr weit. Was ist denn das? Ich muss mal dich anleuchten. Da. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Heiliger Hammer, richtig geil. Soll ich den mal mitnehmen, Leute? Mach ich mal. Ja. Dreckiger Dieb, na warte. Bring ihn um. Bring Gavik um. Guck mal, der kann uns gar nichts. Bring ihn um. Töte ihn. Nee, ich will sehen, wie er versagt. Du bist ja ein Wächter. Timo, wenn wir einmal schlagen, dann muss alles voll mit Blut sein. Der ganze Bildschirm, ja? Weil ich guck mir mal den Hammer an, wenn er mich verteidigt. Alter, das ist so traurig. Das ist so traurig, dass du überhaupt nicht motiviert bist, andere Leute richtig hart zu hauen. Doch, es ist eher so ein Sadismus, den ich jetzt voll ausleben kann, weißt du? Wo ist denn jetzt mal der Hammer hier? Okay, hau ihn doch mal mit dem Stock, wie wäre das? Heiliger Hammer, Schaden, Fragezeichen. Ja, dann probier's aus. Das sieht scheiße aus. So, Innos mag dich nicht. Du hast versagt als Mönch. Ja, Mann, Timo, genau so. Bratz, Erfahrung 10, das hat sich doch rentiert. Und den Hammer noch. Hammer. So, Neuladen, ne? Nein, ich will erstmal leben. Na, Quatsch. Das ist passiert. Das war nur ein Scherz. Ich hau doch nicht irgendwelche fremden Mönche einfach um. Aber das war doch voll der Liebe. Töten war für Michael Reinke immer nur ein Scherz. Ne, ich wollte nur einmal kurz mein Ego wieder pushen. Das kann doch, das mache ich doch nicht sowas hier. Der Typ hat das. Hören Sie! Alles gut. Alles klar. Nee, wir gehen jetzt wieder raus. Ich wollte nur sehen, was hier unten ist. Na der Hammer taugt eh nichts. Hast du ja gesehen. Der hat nicht reingehauen. Und, ja. Es ist dir nicht gestattet, weiterzugehen. Kehr um. Nur noch mehr Ärger. Ja. Innos wird sein. Ja, ist ja gut. So, jetzt gehen wir wieder hoch, suchen den Händler, den besagten, den du da erwähnt hast. Hier? Nee, danke. Aber, Michael. Nein, Herr Krohmann, ich möchte nicht. Sie sterben sonst. Es stinkt nach Hundesabba. Das war wohl ich. Hast du ein bisschen zu viel geschlabbert, ja? Ja. Wo meinen die? Erste Tür auf der rechten Seite, hieß es. Erste Tür auf der rechten Seite, das wäre dann ja im Grunde die hier. Erste Tür auf der rechten Seite, wenn du reinkommst? Kann ich dir bitten? Was ist deine Aufgabe? Meine Aufgaben sind sehr vielseitig. Ich führe nicht nur das Amt des Verwalters, sondern auch das des Schatzmeisters. Zudem organisiere ich die Weinkellerei und überwache die Vorräte des Klosters. Also, wenn du etwas benötigst, bei mir kannst du dich mit allem versorgen. Natürlich nur gegen eine angemessene Spende. Ich bin sehr gespannt, was bleibt hier. Ich brauche ein paar Dinge. Okay. Guck mal hier, das ist der Dude, den sie meinen. Na gut. Sehr schön. Ich kaufe alles weg. So, wo ist denn diese Geheimtür, von denen alle reden? Bereitschaft, Schärpe des Feuers. Wie soll ein Geheim? Magische Abwehr. Nee, das taugt ja alles gar nichts, was du hast, Opa. Opa, Onke. Halte eins. Was willst du? Hä? Es ist eine höchst delikate Situation hier im Kloster. Alter, Mann. Jeder scheint hier momentan jedem zu misstrauen. Und dann noch dieser Vorfall mit Pedro, das ist äußerst... Ich habe einen Auftrag von höchster Stelle für dich. Du bist kein Mitglied der Gemeinschaft des Feuers und bist deshalb der Einzige hier, der diese Angelegenheit für uns regeln kann. Aber ich muss dich warnen. Wenn ich dir diesen Auftrag erteile, hast du ihn auch auszuführen. Du wirst keine Wahl haben, wenn du weißt, worum es geht. Verstanden? Matschi, Flatschi, Patschi. Sag, was du willst. Gut.
Dann höre genau zu, denn ich sage es nur ein einziges Mal. Serpentes will, dass du Pedro für seinen Verrat tötest, wenn er dir in die Hände fällt. Bezahlung erhältst du, sobald der Auftrag erledigt ist. Das habe ich nicht gesagt. Und du hast auch nichts gehört. Verstanden? Oi, oi, oi. Kann es sein, dass Pedro gar nicht böse ist, sondern er irgendwie angestiftet wurde von Serpentes, der jetzt möchte, dass Pedro erdolcht wird von mir, damit das niemals rauskommt? Ich würde niemals einem Menschen glauben, der Serpentes heißt. Ne, eben. Wirklich. Und er ist ja wohl auch mal Gorax. Gorax, klingt auch nicht so richtig. Also das ist schon ein bisschen merkwürdig. Raven, der Rapper? Ja, ist vielleicht auch Raven, dieser Rabenbeschwörer aus der Uri Geller Show. Nein, Raven, deswegen arbeitet er hier. Nein, Mr. Raven, also Andy, der Rapper. Achso, ja, der kann es auch sein. Ja. Aber ja gut, wenn wir Pedro finden, gucken wir mal, was er dann sagt. Ne? Ich denke, der war besessen. So. Ja. Aber jetzt haben wir doch alles, oder? Jetzt haben wir alles, jetzt können wir Es gab eine Geheimtür hinter dem bösen Mann, der uns nicht vorbeilassen wollte. Hinter dem ist eine Geheimtür. Hinter welchem bösen Mann? Achso. Vielleicht können wir den Lulli umkloppen, ich weiß nicht. Ja, dann haben wir es jetzt hier mit dem Kloster verscherzt. Aber doch wohl nicht mit allen, Michael. Der Pyrokast kriegt das doch gar nicht mit. Meinst du? Du hast doch schon auswärts. Okay, was gibt's da unten zu holen? Lohnt sich das? Lohnt sich das, Freunde? Also ich laufe jetzt schon runter, ne? Im Grunde genommen willst du es. Ist jetzt schon zu spät. Außerdem erwarten die Leute das mal wieder mit Power killen. Ja. Ich meine, warum sollte uns jemand irgendwie den Zutritt verwehren? Ja, was erlaubt er sich? Ohne Scheiß. Wo geht's hier eigentlich lang? Boah, hier sind auch noch lauter Türen. Ich werde wahnsinnig, ey. Kill with power! Vorratskammer? Ohne den richtigen Schlüssel krieg ich das nie auf. Schatzkammer? Krieg ich das nie auf. Gut, ja gut, der Typ ist unbesiegbar, wir können ihn nur einschläfern. Lame. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Okay, aber das können wir machen, ja? Das können wir machen, ja. Das wird sich nie ändern. Wollen wir das mal probieren? Okay. Dann lass uns schlafen with power! Okay. Weil ich glaube, wir haben nämlich Schlafzauber dabei. Das war keine große Vergessen, Sache. Großer Feuerball, Angst, Licht und Tote. Aber man ist ja auch die Frage, ob man so einem Superzauberer einen Schlafzauber anbieten kann, ne? Ja, na klar. Wir sind die krassesten. Da war es doch schon. Die Nummer 4 ist es. Wir sind einfach der krasseste Magier der Welt. Du kriegst jetzt mal die Nummer 4 ins Gesicht. Ich habe so etwas keine Zeit. Da kommt man später auch so hin, sagen die Leute. Echt? Mhm. Man erzählt sich ja so einiges. Es ist dir nicht gestattet. Okay. Wen hast du das ausgerichtet gerade? Auf ihn. Inos wird's. Hör, wenn er ballern will, keine Ahnung, ich baller gern. Du hattest nur einmal schlafen, das hast du gewirkt. Dann lade lieber ab. Ja. Dann gehen wir jetzt weiter, komm. Ja, das ist gehen wir zum Steinkreis, ich will das erleben. Gleich ist auch schon wieder Halbzeit, in 4 Minuten ist Halbzeit. Ich will in diesen 2 Stunden ordentlich was schaffen. Ich hau mir jetzt den Hammer so lange auf die Hand, bis es mir wehtut. Also auch diese ganze Mainquest, das ist mir bis jetzt, die ist so redselig. Verstehst du, was ich meine? Ja. Man kommt gar nicht zum Hacken und Hauen. Ja, aber man wird doch wohl gleich mal ein bisschen was erleben. Nee, dann labern da wieder am Steinkreis. Labern dann, die da wieder rum. Dann zaubern so rum, brauchen irgendwie Sumpfkraut. Dann drücke ich halt haben wir eigentlich das Sumpfkraut schon? Ja, ich glaube schon. Wir haben doch 10.000 Pakete. Ja, wir haben Stängel, er wollte das pure Kraut. Er wollte sich den reinen Spliff zusammenbauen. Echt? Dann guck mal bitte ins Inventorium. Wir müssten etwas haben, was einfach nur Sumpfkraut heißt. Und die Hexe, wir sind noch zur Hexe. Ah, die Hexe auch noch, stimmt. Oh Mann, ey. Zu viel Input. Nein! Der... Alter, Cezzy schreibt, ich habe erquickende Nachrichten. Heute Morgen gab ich meinem Arbeitschef die Schriftrolle der freien Neißensteinigkeit. Und jetzt kann ich, hören Sie zu, liebe Leute, jetzt kann ich 24 Stunden euch meine Energie geben. Hammer. Die Freiheit der Neißensteinigkeit ist genehmigt. So nämlich. So, was machen wir jetzt genau? Zur Hexe gehen oder was machen ja, wir jetzt? Ja, erstmal zur Hexe. Okay, dann latsche ich jetzt hier wieder raus. Da müssen die Leute uns ein bisschen hinleiten. Ich weiß, zu Sagitta hinter Seekopfshof. Aber was kann die denn? Was macht die denn? Ja, weiß man nicht, ey. Ich glaube, das Gefühl, wir müssen da gar nicht hin. Ich denke mal, die ist ziemlich neißensteinig drauf. Nee, die verkaufen uns Kräuter und die will wieder irgendeine Quest von uns haben. Ja? Ja. Das hält uns nur ab vom... Ja, dann zum Steinkreis. Ja, würde ich auch sagen. So, was haben wir denn noch für Musik hier bekommen? Hier brennt doch das Postfach. Jan sagt danke, dass wir Jan geil finden. Jan, kein Ding. Ja klar, wir wollen mehr von dir. Das ist Hammer. Okay.
Okay, ich mache wieder meinen Jump da runter, obwohl, nee, das hat zu weh getan letztes Mal. Ich laufe jetzt doch zu Sagitta. Wenn die Leute sagen, es lohnt sich. Echt? Vielleicht, ja, wir brauchen ja sowieso noch mehr Tränke. Weißt du, wenn die noch einen Haufen Tränke hat, dann kaufen wir den auch noch weg. Und das kann ja alles nicht schaden. Auf zu Sagitta. Vielleicht haben wir noch irgendeinen geilen Trank zum Trinken. Auf zu Sagitta. Auf zu Sagitta. Trank der Geschwindigkeit. Trank der Geschwindigkeit. Kloppen, 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 kloppen. Oh, warte mal. Suchende, hau ihn um! Wir suchen den. Immer drauf, drauf. Hau ihn um. Hau ihn tot. Ja! Kill with Power! Sehr gut. Ja, schnell, 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 schnell. Der Trank soll nicht vorbei sein. So, weiter geht's. Oh, mach das nochmal. Okay, wir rennen jetzt hier direkt am Berg entlang, irgendwo da. Nein, er hat nicht gesagt, halt die Schnauze! Er hat eine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen! Das ist Hex auch super hot. Da ist er auch schon, Sagitta. Nice. Nee, da waren wir schon ein paar Mal, stimmt nicht. Nein. Nee, die Hexe ist überhaupt nicht hot. Das ist eine richtige Stinke-Hexe. Habe ich zumindest in Erinnerung. Die will man nicht um sich haben. Na? Aha. Im Wald. Ja. Im Wald immer rechts halten. Wir suchen Sagitta. Okay, hier ist er auch nicht. Ja, auf der rechten Seite. Bald rechte Seite. Ja, was heißt rechts? Ich weiß, dass sie hier an der Wand war. Da ist er doch schon. Nee, nein, doch. Nein, du bist aber auf der linken Seite. Da. Ist er. Guck mal, Micha. Gleich doch. Sweet. Okay, warte, Musik aus. Und aus. Hallo. Das ist eigentlich ganz alleine. Gar nicht so sag, was du von mir willst und dann geh wieder. Ich habe zu tun. Wer bist du? Du hast noch nicht von mir gehört? Kräuterhexe, sagen sie. Giftmischerin, sagen sie. Doch wenn es ihnen dreckig geht, erinnern sich alle an die gute Sagitta mit ihren heilenden Kräutern. Für die Haarfärbung hättest du nicht mal was anderes punchen können. Das sieht ja fürchterlich aus. Punchy, was machst du hier draußen? Ich lebe hier, seit ich denken kann und widme mich meinen Kräutern. Der Wald ist mein Freund. Er bietet mir alles, was ich brauche. Kannst du mich heilen? Deswegen bist du doch gekommen, oder? Aha. Thekla hat mich geschickt, ein Päckchen für sie abzuholen. Ach ja. Ich hatte sie eigentlich schon vor Tagen hier erwartet. Hier hast du das Päckchen. Pass gut darauf auf. Thekla hat echt den geilsten Eintopf. Erinnerst du dich? Hm, gibt's noch mehr von dem Eintopf. Stimmt, der macht Stärke. Welche Ware hast du anzubieten? Deswegen. Sag mir, was du willst. So. Bye, 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 bye. Ich kaufe, was ich will. Guck mal, die hat eine Drachenwurzel im Gepäck. Selbst die hat eine Drachenwurzel. So, die kaufe ich jetzt. So nämlich. Ah, das ärgert mich irgendwie. Das stimmt doch was nicht. Haben wir es gefuttert. So. Heile mich? Was kostet das bei ihr? Ja, nix. Was sollte man machen? Den Millimeter da? Ja, den Millimeter da. Abgebrochener Fingernagel. Heile mich. Lass mich sehen. Okay. Das war's schon mit Sumpfkraut Sagitta. Kaufen, haben wir Sumpfkraut? Ja, wir haben Sumpfkraut, haben wir schon geguckt. Wollen wir nicht kaufen. Hast du geguckt? Ich hab's nicht gekriegt, sorry. Okay. Ganz viel davon. So. Hier ist noch eine Dings-Belia-Dings? Nee, gar nicht Belia. Das ist irgendwas. Die hat noch eine Quest. Egal. Aber jetzt, wo wir schon mal hier sind, könnten wir natürlich auch noch schnell da vorne den Tempel rulern. Rulon. In der Rancor Willis. Das sieht aus wie ein leichtfüßiger Tanz, was du da machst, Michael. Ja, ich krieg ganz schön viel in die Fresse. Ein bisschen ungeil. Einmal berührt. Einmal berührt und da ist er hin. Genauso wie die Blutfliege. Nein. Was ist das im Game? Nein. Nein. Nein, nein. Nein, 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 nein. Nein. Ich glaube, er lebt nicht nach.
Die Musik ist ziemlich cool. Okay. Das hat er irgendwie nicht gemocht, dass wir da so schnell langrennen. Sag dann mal neu, ne? Timo, wie sieht's aus? Wollen wir nochmal eine Werbung machen? Okay, Leute! Wir haben richtig Bock auf eine coole Werbung, bevor es gleich weitergeht. Und dann heißt es wieder 2 Stunden Gothic 2 mit dem Hammer des Todes! Und Reinkor! Hey, bis gleich. Liebe Leute, herzlich willkommen zur Hälfte. Zur zweiten Hälfte. Hä? Was war los? Oh, man kann mich nicht hören. Herzlich willkommen, liebe Leute. Schön, dass wir da sind, habe ich eben gesagt. Und herzlich willkommen zur zweiten Hälfte des fantastischen, oft kopierten, aber nie erreichten Let's Play mit Michael Reinke. Hallo, das bin ich. Und du bist Herr Kruckmann. Auch immer dabei, machst immer gute Laune. Und ihr macht uns gute Laune, denn ihr habt uns mal wieder verraten, dass im Kot des schwarzen Trolls die Sonnenaloe wächst. Natürlich haben wir den Kot durchsucht, als wir ihn vernichtet haben. Haben die Sonnenaloe Aloe. Im Gepäck. Und Sagitta kann damit echt was anfangen. Wir haben mal hier, sagen wir mal, was vorbereitet. Wenn wir wieder ins Spiel springen. Also gucken wir mal. Genau. Da sieht man es. Ne? Also wir haben gefragt, kannst du uns vielleicht unterrichten? Dann hat sie gesagt, ja. Mach mir erstmal so einen Trank. Ingredienzchen zusammen, such die mal zusammen. Haben wir gemacht, hier ist die Sonnenaloe und ab geht es. Ich habe das Sonnenaloe gefunden. Ich danke dir. Und nun frag mich, was du über das Tränkebrauen wissen willst. Welche Tränke kann ich bei dir brauen lernen? Bevor ich dir meine Alchemiekunst beibringe, werde ich dir erst unterbreiten, was du zum Tränkebrauen alles benötigst. Die Küche der Tränkebrauerei ist der Alchemietisch. Du brauchst dazu eine leere Laborwasserflasche. Okay. Dann fügst du die nötigen Ingredienzien. Ja, dieses der Wissen lernt kannst du sehr natürlich schnell, bei wissen. Okay, habe ich drauf. Elixier der Geschicklichkeit. Brauchen wir alles nicht. Heilung, brauchen wir alles nicht. Ja, gut, Essenz der Heilung ist schon ganz geil vielleicht. Ja, komm, wir haben so viel Kohle, können wir uns auch brauen lassen. Naja, hat ein paar Erfahrungspunkte gebracht, wieso auch nicht. Und ich werde das, was ich eben gemacht habe, nochmal machen. Ich werde da so wieder so geil durchjumpen. Sprinten, meine ich. Und alles wegklotzen. Bist du bei mir, oder? Ey, ich bin sowas von bei dir, Michael. Ich bin eh auch im Herzen, auch wenn wir uns nicht sehen. Wir haben eine... Und dieses Let's Play, ne, muss man wirklich mal sagen. Das hat uns doch ganz schön zusammengebunden, weil wir so geil sind. Das stimmt, das hat uns quasi an denselben Ring gebunden, an den Ring der Vernichtung. Ah, warte mal. Alter, das ist natürlich schäbig, was da passiert. Ich will erstmal einen Trank trinken hier. Fliege. Sehr schäbig, was du da machst. Sie denkt, sie hat eine Chance, aber natürlich ist sie sofort Bam. Tot. Alter, wie geil! So schnell, dass mein Schwert. Alter, dein Schwert kann doch jetzt. Kann es jetzt töten, dein Schwert? Kann es jetzt töten? Töte es! Töte die Viecher! Was denn? Sag mal, warum kann er so viel ab hier? Ui, Wachensnapper. Deswegen vielleicht. Eieiei, das tut aber weh, wenn er beißt. Ein bisschen weh, ne? Ah, der macht mich so fett. Zumindest war es knapp. Boah, wo kam der denn jetzt her? Ey, die sind drüber, ne? Die sind alle rübergekommen jetzt mittlerweile. Mhm. Die haben die Tür aufgemacht, jetzt kommen sie alle rein. Okay. Aber was soll's. Weiter geht's, der Trank wirkt immer noch. Und da klatscht es. So, liebe Leute, genau, der Lord braucht seine Rüstung. Oh, scheiße. Noch einer, oder was? Ja. Oh, fuck, das ist, glaube ich... Naja, gut. Ich bin bei dir, Micha. Ich halt jetzt den Mund. Und allein durch den Fakt, dass ich die Schnauze gehalten habe, hat Michael Reinke doch noch das, die Kurve gekriegt, ne? Das Unmögliche krass. Möglich gemacht. So, dann schmeiße ich mir so eine reine Lebensenergie ein, weil ich habe keine Zeit zu verlieren. Ein sehr gemeiner Echse gewesen. Und mach noch kurz den Drachenläuferplatter vorne. Und weiter geht's. So, was geht hier bei Twitter ab? Blackbox schreibt, der Lord braucht deine Rüstung. Das ist korrekt. Max Zero schreibt, wieder maximal Realität. Und ich, wenn ein Schattenläufer brauche ich mich gar nicht mehr umgucken. Da ist weil Micha haut ihn einfach weg. Ja. Peter schreibt, manche schauen Pornos in der Vorlesung, manche halt was Geileres, nämlich Gothic 2. Vielen Dank, Peter, du hast vollkommen recht. Denn das ist die einzige Befriedigung, die man haben muss. Was soll das mit dem Vieh los? Das ist hier aber mal. Das ist ja voll die Betrügerfliege, ey. Alter. Nora ist anscheinend jetzt in der Uni. Und sie brauchen einen Live-Ticker. Kann jemand mal Nora antickern bei Twitter, damit sie weiß, was abgeht? Sehr wichtig.
So viel Skill und Highspeed hält halt nicht jedes Gerät aus, das ist korrekt. Keine Musik mehr in der Werbung? Rico, wir haben noch mehr Werbeblöcke für dich und da ist einiges vorbereitet. Ist er hier? Ah, noch einer, guck mal. Bei Miri ist es so, Miri schreibt, ah, wie gut du bist. Miri schreibt, es ist Festwoche, meine Prüfungen und Vorlesungen sind vorbei und ich fühle mich einfach nur geil. Okay. Miri, Hashtag, das ist wahr. Das ist wahr. Nicht so. Kim hat, hat ein schönes Bild gemacht, wo wir auf dem Motorrad bei Pyroka durch die Halle fahren. Guck mal, und hier. Ja, die Keiler sind natürlich auch nicht schlecht. Oh, auch sehr schön. Piranha Bytes, die haben vor 12 Minuten was getwittert. Aha. Unsere Freunde. Die Anträge sind nämlich eingereicht. Die haben nämlich die Krankmeldung eingereicht. Okay. Die wir geschrieben haben gestern. Aber die hat jetzt Björn Pankratz bekommen, oder hat was? Anscheinend Björn gekriegt. Ist unterschrieben. Und die gucken gerade unseren Stream. Hallo, Leute! Hallo! So, ich ruf mal gleich an. Erzähl euch mal eure geile Animation rein, die ihr gebaut habt. Die finde ich einfach, die spiegelt so schnell, so gut wieder. Wie wir diese drauf sind. Dieses Lauftempo so, das ist einfach Hammer. Also beim nächsten Mal beibehalten. Ich ruf gleich mal durch und frag mal, was ihr dabei gedacht habt. Roman schreibt, klasse, klasse, klasse und klasse. Hashtag Gothic 2. Sehr gut. Was war das denn hier? Kannst du da nicht drüber springen, du Honk? Alter, Willy Boy. So. Es ist das beste Let's Play, was es nur gibt. Dankeschön. Wer hat das geschrieben? Das Namen? Das Narval. Okay. Elchdray schreibt, Klausur geschrieben, aber die ganze Zeit nur an Hashtag Gothic 2 gedacht. Also er hat wirklich nur an das Hashtag gedacht. Nur gedacht, oder was? Ja, ja. Also er ist quasi, okay. Aber Micha möchte und ich auch, dass du dich während der Vorlesung anfasst. Und dann daran denkst, oder? Ja, das stimmt. Nicht so. Das wäre ganz geil. Man könnte auch an uns denken. Ich finde, bei uns ist auch immer so eine leicht erotisierte Note drin. So, Dominik, ne? Schreibt, ihr beiden seid komplett piep. Das darf ich jetzt nicht aussprechen. Das sag ich doch. Ich will mich dazusetzen, ich würde auch eine Rüstung nicht mitbringen. Komm her. So, hier kann sich jeder reinsetzen. Hat man letztens gesehen. Donny war auch schon da. Und zahlreiche Frauen, die Trixi verdrängen wollten, waren auch schon hier. Haben wir alle wieder die haben alle weggekickt, ne? Ja. Gothic 2 ist auf Platz 5 der Twitter-Trends. Ist das confirmed? Sind wir auf Platz 5 oder sind wir schon weiter abgedriftet? Wir haben jetzt beginnt ja quasi wieder die reguläre Spielzeit. Wir sind wieder hier in der zweiten Halbzeit. Wir haben gerade die Pause genutzt, um das Team neu zu formen, neu zu stärken. Wir haben uns besprochen, wie wir jetzt weiter eingehen. Und was haben wir besprochen, Micha? Nämlich, dass wir nichts ändern. Nee, das, genau. Guck mal hier. Schalter. Ah, zieh das mal rein. Hä? Das ist noch ein Schalter. Muss noch irgendwann sein. Alter! Let's go to the Crypt of Death! Und da hab ich ganz daran gedacht, dass ich hier war. Das war nämlich ein richtig geiler Dungeon mit fiesen Skeletten. Alter. Und jetzt gar nichts mehr. Ich springe ja mal so rein in das alte Moloch. Bratz! Ich weiß halt echt voll nichts mit zu tun mit dem Auge Innos und so, aber. Ab in den Dungeon! Nebel! Musik! Ranke, Schwert, Hammer, hau die Skelette um! Kann man mit denen eigentlich auch reden? Nee, ich hoffe nicht. Ey, ich hoffe, du machst das genauso weiter. Ist wirklich geil, wie das abgeht. Waren das alle? Nee, kommt noch einer. Okay. Machen wir nochmal. Renke! Zeig's den Skeletten! Kryptarwächter! Du bist tot! Blut, 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 Blut! Blut! Wo ist mein Hammer? Egal, wo ist Sylvan? Tod durch Sylvan! Eisenstein! Oh, da höre ich noch Sound. Da ist ein geiler Sound. Irgendwas Großes ist gerade in der Höhe gelandet. Aber ich dreh mich nicht mal um, Mann. Ist mir egal. Hä? Oh. Oh, was? Oh. Alter! Was zur Hölle? Was zur Hölle? Fliehen wir! Schnell fliehen! Nein! Hol dein Schwert raus! Klopf doch! Verteidige dich! Nein! So. Heilung! Jetzt klappen wir alles um! Timo, bist du bereit? Zeig, ob du bereit bist, Timo! Bist du bereit?
schmeißen Stein. Und los. Okay. Und los. Das ist die nächste. Alles klar, ich stelle eine schöne Reihe. Oh. Oh my God, it's a trap! It's a fucking trap! It's a trap! Hau den Dämon um! So, jetzt kommt wieder der dumme Magier. Ah, wie viele! Aber Reinko, du kannst dich wehren! Riot move! Riot! Yes! Record Kills! Record Kills! Bitches, Record Kills! Ich will mit dir 5 High Fives machen! 1, 2, 3, 4, 5 Leute, das ist mega! Alter Schwede! Reinkor platzt die Birne, dein Blick ist einfach. Oh, ich muss nur kurz Pause machen. Hammer. Leute, twittert das doch mal das raus. Das hat Spaß gemacht jetzt, das muss ich sagen. Ah, jetzt nimm mal hier einen Mund, nimm mal einen Mund voll. Also der Magier, der wartet hier 500 Jahre lang, dass endlich mal einer reinkriegt in seinen scheiß beefigen Keller. Dann kommt einer und wämst ihm schön die Schnauze kaputt. Das ist ein Meister am Schwert. Mhm. So nämlich. Nichts kann der. So, liebe Piranha Bytes, erstaunt ihr, oder? Was wir hier gelernt haben in einem Jahr. Ja, genau. So. Okay. Hier auch ein bisschen was für die Gäste. Hier, da. Nichts zu plündern. Ach, das war ja spannend, ey. Das war Hammer. Ey, du bist auch nicht gestorben. Ich bin nicht gestorben, bin taktisch klug vorgegangen. Und die haben sich schön in eine Reihe gestellt. So, was gibt's denn eigentlich zu holen? Achso, eine Truhe. Eine Steintafel war da auch irgendwo. Da ist nichts drin, aber mal irgendwo war doch noch. Ne, die habe ich gerade schon abgeholt, die Steintafeln. Ich habe auch noch was anderes gefunden. Irgendwelche Schlüssel und so. Alter, vorsichtig. Heil dich mal lieber. Ach, wenn ich da in die Truhe gehe, dann kommen wieder welche, ne? Alright. Ah, erinnere mich. Okay. Aber das habe ich mir vorbereitet. Hey, wir brauchen viel mehr. The subject is Jazz. Alright. Was hast du? Wir brauchen noch viel mehr Tränke. Wir verbraten die wie. Ja, ne? Du musst es so im Sixpack einfach zu kaufen geben hier. Aber es ist nun mal so. Der Wahnsinn beutelt mich. Wo auch immer das herkommt, ich muss diesen Film sehen. Schwarzes Erz liegt einfach am Boden rum, als wäre es nix. Das haben wir noch nie benutzt, ne? Ich möchte es auch nicht mal nutzen. Okay, wir bereiten uns drauf vor, auf den nächsten Amoklauf. Okay, warte kurz. Riesen Spielspaß. Warte kurz. Richtigen Schlüssel? Wo liegt denn der fucking Schlüssel? Ach da. Erst aufregen. Reinkor Kills! Und es ist wahr. Da hab ich schon wieder gehört. Es gibt einen fantastischen Track. Blutiger Tod eines Feindes und endgültiger Triumph incoming. Yes. Wo geht's hier hoch? Wo geht's hier hoch? Wo geht's hier hoch? Hier? Ja. Da an der Wand. Weg. Rechts an der Wand. Was machst du da? Kommt, alle belagern dich. Oh mein Gott, Micha. Hoch mit dir. Okay, vergiss es. Wollen wir es versuchen, einfach so zu schaffen? Ohne den Ich-bring-da-hoch-Trick? Also das geht ja nicht. Überzeuge mich. Es wird schwer, die kommen jetzt halt von allen Seiten, ne? Ja, also. Wir schaffen das. Ah, okay. Okay, blutiger Tod eines Feindes und endgültiger Triumph, Part 2. Okay. Tod den Untoten, let's get it! Yes! Der Meister liegt schon! Ey, warum macht Klau nicht mehr? Erd, okay, pass auf, ich habe eine Idee. No chance. Pass auf, lass uns das schwarze Erz einsetzen. Wie, wofür? Ich will es einfach mal sehen. Was macht das? Bullet Time. Aber wir sind normal schnell, oder was? Was passiert? Ach, ich bin dumm. Was gemacht? Erzähl dir mal, denk dir mal eine Geschichte aus. Ich hab das Spiel neu gestartet. Wie hast du das neu starten können? Ich will es nur kurz wissen. Ja, indem du ins Menü gehst. Ja. So. Und einfach, den falschen Button versuchst. Ja, eine Geschichte. Ja, so hat übrigens alles angefangen. Eine Geschichte, ja. Ich war gestern auf einem Konzert mit Gunnar. Ja. Und wir haben uns ganz Zeit angeschrien. Ah, vor Glück. Gute Geschichte, oder? Also, sind wir doch wieder da. Dann.
Ich hätte mir gar keine Geschichte jetzt ausdenken müssen. War auch eine echte Geschichte. Dropkick Murphys, du hast gefehlt. War sehr schön. Dropkick Murphys, ja, habe ich früher nicht so viel gehört, aber. Sehr viel Spaß gemacht. War Teil, die Unterhaltung haben wir schon mal geführt. Gestern, ne? Abend, ja. Egal, verdammt. Okay, wie, denk dir mal eine Strategie mit mir aus. Ich würde sehr gerne schwarze Erde einmal ausprobieren mit dir. Echt? Oh, ja. Aber das ist doch schon wie Schummeln, ne? Findest du? Ja. Überhaupt nicht. Wir das haben ist Doping. Nein. Alles, was wir im Inventar haben, ist kein Schummeln. Trixi, mach die mal gerade. Schwarzes ist wirklich Erz. Wahr. Also das kann man nicht für irgendeine Superwaffe verschmelzen. Naja, ich meine, wir haben 4 Stück davon. Ich würde es gerne mal nutzen. Ich esse jetzt das Erz oder was? Okay, ja. Alles klar. Ich lädst zuerst die... Ich gehe irgendwie in Zeitlupe. Egal. Okay. Naja, aber wenn wir Erz nehmen... Okay. Dann dürfen wir auch ein bisschen... Wo sind sie denn? Kommen die jetzt so langsam oder was? Ja, du komm. Ah. Alter, wie du sie weghaust, wie du sie alle weghaust, trotzdem spielen. Nee, der hat mich eingefroren. Und dann nützt mir das halt gar nichts mehr. Okay, nochmal. Aber im Prinzip, okay, wir gehen zur Truhe und nehmen dann erst den Scheiß, oder? Nee, dann hauen die mich, wenn ich okay, im Inventar sind. Okay, dann müssen wir es genauso machen. Ich würde sagen, so machen, aber wir müssen irgendwie uns was überlegen, dass sie nicht von allen Seiten kommen können. Das ist naja, ja, wenn du dann aber direkt wieder auf den Meister gehst, du kannst ja dann wieder rauslaufen. Die waren ja eben noch gar nicht da, verstehst du? Ja. Komm, also, probieren wir aus. Oh, es tut weh, wenn man Blomben hat, ne? Wenn man auf sowas beißt. Ja, es ist wie so ein schöner Blombenzieher, sagt man ja. Was schlägerst du denn gerne mal? Das hast du schon gefragt, ne? Warum klingt das eigentlich wie Magenknurren? Lauf mal auf den Gang raus. Lauf mal den Gang raus da. Okay, dann kommt uns der Magier gleich hier vor die Flinte. Genau. Den hauen wir dann weg und dann laufen wir mal so ein bisschen auf Abstand. Ja. Vorsicht. So. Nicht Skelett? Nein, nicht Skelett. Nee. Der hat seinen eigenen Boy eingefroren, das schaffst du. Sehr gut. Du bist auf einem guten Weg. Ich sehe die Blutspritzer auf dem Bildschirm, sehr gut. Freut mich sehr. Das ist einiges. Die Skelette haben noch ganz viel Saft in sich. Nicht schlecht, oder? Also, ich glaube, die Erz. Die Erzwirkung war auch schon im Eimer so. Es war geil, komm. One! Nächstes drei. Für dich sagen Schwede. 4. 5. Okay. Ja, ich weiß nicht, das war jetzt so ein bisschen verwirrend, ne? Man konnte es nicht so richtig genießen, aber ich glaube, ich habe gewonnen. Du hast gerulert, Alter. Ja, es war so ein bisschen, ich war so, Matrix-Style halt, ne? Du bist ein kleines Weg. Tauche nicht wieder between. Nichts zu plündern. Das war sehr gut. Das war wirklich sehr gut. Nichts zu holen. Okay. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Okay, eine Truhe haben wir noch. Und dann kommt hier wahrscheinlich Chefmagier. Mhm. Oh, hier ist noch eine Steintafel, da ist noch ein Schwert. Haben wir noch genügend Leckereien zum Gesundwerden? Mhm, ja, klar. Kein Ding. Ich begrüße alle Menschen, die wieder neu bei uns im Stream dazugekommen sind. Es ist jetzt 4:55 und wie ich merke, füllt sich der Stream langsam wieder, denn es heißt Feierabend auch für die arbeitenden Gesellschaften. Deswegen hat Timo sehr richtig eingeblendet, Hashtag Gothic 2, Hashtag Kill E-Roll, Hashtag Kill 5, Hashtag RBTV, Adrian an der Beiz. Wir wollen Twitter aber wieder dominieren. Wir sind heute schon zwischenzeitlich auf Platz 3. Ich glaube, wir sind wieder abgedriftet und würden uns sehr, sehr freuen, zumindest ich, Reinke natürlich überhaupt nicht, aber ich würde mich sehr freuen, wenn wir wieder ein paar Plätze gut machen würden, denn dieses Let's Play macht uns sehr viel Freude und wir kommen auch gut voran, muss man sagen. Wir sind jetzt in so einer Krypta abgedriftet, einfach nur, weil wir Bock drauf haben. Hat jetzt gar nichts mit der Hauptquest zu tun, darf man aber keinem sagen, wir machen es einfach. So, ne? Ja. Los, weiter geht's. Okay, aber wir nehmen nicht nochmal schwarzes Erz, oder? Nee, wir checken mal wieder. Es wird identisch genau das gleiche passieren, oder? Ja, aber ich versuche da wieder hochzujumpen. Ja. Das war wenigstens eine faire Taktik. Schwarze Erz brauchen wir vielleicht noch. Schlüssel okay, kriege ich das nie auf. Okay, jetzt hat der Wächter. Da ist nichts. Okay. Kronstöcke in der Wand. Ey, so geil ist das Stuff aber auch nicht dafür, dass hier so eine Aufrüstung. Nee, in der Wand ist noch Kronstöcke. Nein, und da gibt's so, oh. Und es gibt einen Brief. Also da ist wohl noch irgendwas. So, schön rauslaufen. Nee. Ich bin da hängen geblieben. Oh shit. Also irgendwo ist Kronstöcke in der Wand. Ja gut, das ist für später. Aber ich muss schneller wegkommen von der Truhe irgendwie. Also im Regal in der Wand, ne? Mhm. Okay.
Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ah, und spannend. Irgendeinen Brief dürfen wir nicht vergessen. Den habe ich jetzt aber auch nicht auf dem Schirm. Ja, wir haben irgendwas eingesammelt. Das machen wir alles gleich, nachdem wir hier mal ein bisschen die Grotte gesäubert haben. Dann beeil dich mal. Naja, beeilen ist leicht gesagt. Ne? Das ist schon ein hammerharter Kampf. Oder? Ich meine, dass du mit der Truhe beeilen. Jetzt rauslaufen da. Naja, es geht nicht schneller als das. So, jetzt kommen die nämlich. Ja, schaffst du. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Nee, muss ich nämlich nicht. Also, es kommen zwei. Es kommen fucking zwei davon. Alter, und der Meister oder was? Schattenlord. Ja, okay, vergiss es. Aber ich musste nach links laufen. Also merken, links laufen. Und da ist der Schattenlord. Ja, links laufen, hoch. Sofort hoch. Oh, Leute, das wird jetzt mega spannend. Merkt ihr das? Das wird echt mega spannend. Vielleicht haben wir uns hier einen Tick zu früh reingewagt, aber das ist ja nun mal auch unser Style. Das ist unser Style. Ja, wir machen das gleich mit dem Brief und allem. Wir machen erstmal hier... Mit SDG lootet ihr den ganzen Kram auf einmal, egal, zu spät, links ran und dann... What? Toni, schön hoch da! Rechts, hoch! Rechts, hoch! Rechts, hoch! Ah, der läuft nicht, der läuft nicht! Ah, nein! Toni, jetzt zu weit, jetzt links! Ah. Okay. Ach, schade, pass auf, mit SDG kannst du die ganze Kiste auf einmal looten. Das spart uns Zeit. Okay. Probieren wir das aus. Ja. Das ist ein Plan, Leute. Da ist nichts zu holen. Nee, irgendwie nicht bei mir. Ich drücke SRG. Okay, nicht bei Reinkor. Das wird nichts. Bin schon wieder verkehrt gelaufen hier. Links. So, links. Links, rechts, rechts. Links, rechts. Ich muss irgendwie durchkommen. Ah, shit, Alter. Nee. Ja, dann müssen wir das Erz benutzen. Nee. Wir können auch noch woanders hoch, oder nicht? Oder ist das die einzige Stelle? Nee, das ist der einzige Ausgang. Also SDG hat nicht geklappt, das ist natürlich schade. Das müssen wir mal überlegen. Also mit dem Erz können wir natürlich zumindest in einen Raum plätten. Mit dem Erz würden wir auf jeden Fall da hinkommen, ne? Aber... Ja, mit dem Erz kommen wir auf jeden Fall hin. Das ist schon mal gut. Okay, dann nehmen wir das Erz nur, um hier aus der Krypta rauszukommen. Ja, natürlich nehmen wir das so lange, also wir nutzen das aus, natürlich die Zeit, aber klar. Ja. Okay. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich okay, das nie auf. Schade. Da ist nichts zu holen. Alt! Nicht SDG, schreiben Leute. Alt wird es gehen. Na. Naja. Okay. Schön, der Lord ist, aber du bist gleich tot. Okay, ich habe das Gefühl, es ist viel zu schwer für uns. Also ich glaube, wir sollten nicht aufgeben. Dann ist das aber die Tagesaufgabe heute, würde ich sagen. Ey, wir haben noch zwei Stunden, ne? Eineinhalb Stunden. Ja, klar, aber ich habe ja nicht mal einen kleinen gekriegt und da waren noch 30 weitere. Aber man muss auch dazu sagen... Also was wir machen können, ist komplett rausfliehen, sodass sie nicht hinterherkommen, wir uns in Ruhe heilen können. Und das ist halt auch fast schon wie Cheaten. Pass auf, probieren wir mit Alt nochmal, ob das funktioniert, ob du dann schnell drankommst. Das nützen sie auch gar nichts, die stehen ja sowieso schon da. Dann, weißt du? Naja, das war ja gerade trotz Erz standen sie ja trotzdem schon da. Ja, du wärst aber schon noch ein bisschen schneller da gewesen. Hol es einfach aus. Ich glaube, du warst gar nicht schlecht. Ja. Also ich weiß gar nicht, warum du das so sagst. Du warst eigentlich ganz gut. Nee, auch Alt geht bei mir nicht. Gedrückt halten, ne? Mach ich gerade. Geht nicht. Ich habe keine Ahnung. Doch, es ging schon. Weiß ich auch nicht. Egal. Okay, dann schnell raus. Okay, Meisterboy ist da. Kommt er? Schön rumlaufen. Und jetzt schön hoch. Ja, sehr gut. Und jetzt schön, lauf noch eine höher, wenn es geht. Okay. Na, lauf. Okay. Die folgen dir ja eh, glaube ich. Wahrscheinlich. Dreh dich mal um. Ja, mach doch jetzt den Kampf. So, jetzt speichern wir auf einen anderen Spielstand. Okay. Und machen die nach und nach. Hacken wir die so weg, weißt du? Ja, finde ich gut. Stehen jetzt ja alle sauber rum. Und ich kann die so schön von oben auf den Kopf hauen. Oh, ich habe Angst. Da. Okay, du warst irgendwie, hast du dich gar nicht geheilt? Du bist ziemlich damaged. Nee, also ich wollte nur mal checken, ob sie noch da sind. Okay. Aber bei dem Typen ist es fast egal. Weil der haut mich ja mit zwei Schlägen aus den Latschen. Okay, du warst aber schon wirklich sehr kritisch eben. Na, so ein Drittel weg hatte ich, ne? Ich weiß nicht, was du hattest. Doch, doch. Ah, jetzt habe ich den falschen Spielstand geladen. Echt dumm. Alles gut.
Ja, ich finde es aber eigentlich, also ehrlich gesagt bin ich ganz dankbar. Ja? So, über so eine Situation. Das nicht so überschnappen, ne? Danach freuen wir uns wieder über leichte Siege. Ich finde es geil, es ist wirklich auch eine schöne Sache. Ja. Die ist auch nicht so einfach. Und wir hatten heute keine Gegner bislang. Das stimmt, das ist auf jeden Fall super mighty. Ich hoffe, die verlieren auch irgendwas super krasses. Aber guck mal, du hast schon echt ziemlich wenig, du hast schon viel verloren, wollte ich sagen. Klein noch, okay. Pass auf. Die Leute wollen, dass wir in die Werbung gehen, das ist natürlich... Ja komm, wir gehen in die Werbung. Das machen wir spannend. Leute, gleich gibt's noch einen Megakampf. Wir gehen jetzt in die Werbung. Oh, da ist der Schattenlord. Ich drücke mal auf Pause. Micha drückt auf Pause und der Schattenlord... In der Pause weiter. Der Schattenlord... Der versinkt in seinem eigenen... Mist. Okay, alles klar. Sehen wir uns gleich wieder. Werbung. Wir sind gleich wieder. Es wird Hammer. Wir schaffen das. Wen? Liebe Leute, willkommen zurück hier zum unglaublich krassen Kampf. Spannung pur. Das hab ich doch geil ausgeheckt, oder? Also cool. Wir waren so auf so einem Pfad von Bäm, klatsche hier, klatsche da, Auffrage hier, was auch immer. Ich mache hier so einen Sarg beiseite, kommt keine Kellerassin raus, sondern überpowerte Superskelette und Kampfmagier. Ich habe auch mal hier so ein bisschen mitgelesen, gerade im Chat oder auch bei Twitter. Die Leute schreiben, das ist schon richtig High-Level-Content, was wir da machen. Ja? Das ist schon richtig der Obershit. Alles klar. Ich hoffe, da gibt es auch High-Level-Shit zu finden. Ach, klar, Alter. Weißt du, was wir brauchen? Exakt. Da hat Arnie recht. Weil die sollten am besten sowas wie Ringe und Gürtel dabei haben. Das ist nämlich das, wo wir noch skillen können, weil Schwert interessiert uns nicht. Mhm. Rüstung liegt da eh nicht. Ja. Bleibt eigentlich nur so, weißt du, das Schmuckkram. So, ich hoffe, dieser Dude da vorne, den ich jetzt aus den Latschen hauen werde, hoffentlich, der hat einen richtig geilen Ring an der Hand. Ja, die XP nehmen wir natürlich auch gerne mit. Ja, also hast du noch kurz was an, du hast noch was ganz anderes, ne? Ne, es kommt später. Kommt später. Kommt gleich okay, noch. Aber wir werden heute noch, ne, ich sag's mal ganz kurz, wir werden heute noch das offizielle Diplom des Doktors bekommen. Ja. Sodass spätestens morgen auch wirklich auch alle Arbeitgeber akzeptieren, dass es die offizielle Gothic 2 Woche ist. Und Dr. Sylven ist einfach ein fachgerechter Doktor der Allgemeinmedizin. Und er ist auch DJ. So. Okay. So wie jeder Z-Promi auch DJ ist und Moderator. Hey, welcome to my life. So, und jetzt, ich halte die Schnauze, okay. Kampf geht los. Ich bin ruhig. Oh, der kann... der Anubis. Kann er irgendwie meine Blitze entblitzen? Ah, Mann! Da war er. Und der konnte es noch öfter. Ah, aua. Weiter geht's, next round. Aber das ist der eine Dude schon. Der eine Dude, der reicht schon für uns. Ja, die anderen schaffst du ja dann. Wenn du Lord umgelegt hast, bist du cool. Ja, zwei Magier laufen da noch rum und 50 Skelette gefühlt. 60, glaube ich. Okay, 80. 80 mindestens. Quersumme 4. Ach, wie geil, dass der Typ ist, das erste Mal aus seinem Grab kriecht, nur irgendwie so einen Trottel zu verfolgen. Ey, warte! Ey, soll ich ey, komm raus, wir brauchen dich oben. Achso, stimmt, du bist auch, oder? Jetzt wieder nach oben. Jetzt oben, sofort wieder nach oben. Sofort nach oben. Ach, warte. Er schafft das doch. Klar, Mann. Der Schattenlord, Alter. Der hat noch im Fall geblockt. Eigentlich müsste ich gegen ihn kämpfen. Ich bin Lord Neißenstein, Mann. Ich werde ihn auf jeden Fall besiegen. So, jetzt noch weiter. Oh, ist das spannend. Ist das spannend, Leute? Ah, schade, Mann. Aber warum war der gerade weg? Das war... Muss den wiederholen. Das wird gleich genauso passieren. Aber du hast eben noch kurz gewartet, ob er kommt. Den Fehler machst du jetzt nicht. Du guckst. Aber warum war er eben noch da und jetzt ist er schon wieder runtergekrochen? Du springst runter und sofort wieder hoch. Du bist ein Lux. Bist du der Lux? Ich werde ein Lux sein, wenn es nötig ist. Okay. Luxig. Wow, jetzt ist er schon wieder hängen geblieben. Och, geil. Da kommt doch Freude auf. Ja, aber wir müssen gleich auch weiterkommen, so eine Scheiße, ne? Ja, ja. Am strikten Zeitplan hier. Jetzt kommt er nicht mal mehr her. Das reicht nicht, ich muss runterspringen. Du musst noch einen runter. Jedes Mal einen weiter weg. Und jetzt wieder hoch. Nee, er ist gar nicht mehr da hier. Aha. Wenn du jetzt reinspringst, sind wir tot. Ich meine, einen weggezogen, ne? Ja, vielleicht kann man so Stück für Stück. Oh, da kommt hier Blitzdings. Oder hinten. Ja, aber wo ist denn der Lord? Das weiß ich auch nicht, ey. Ich hoffe nicht, dass er weg ist. Aua! Da bleibst du einfach stehen. Scheiße. Du bist echt ein Lux, ey. Ja, gespeichert. Fortführen. Ja. Laden. Ja.
Okay, ich hoffe jetzt, dass er nicht durch einen Bug irgendwie durch, weißt du, so unterm Acker gerade lang läuft. Ja, so. Ja, ne, da habe ich auch ein bisschen Schiss. Da müssen wir jetzt, Also ich kann da jetzt nur... So, also hallo, hier bin ich erstmal, ne, so, hier. Ja, aber die schießen sofort auf dich, das ist ja einfach. Dann kann ich ja wieder ausweichen. Du kannst das schwarze Erz nehmen. Mach, nimm es, sonst dauert es hier ewig, wir müssen weiterkommen. Hilft dir nichts. Okay. Okay. Wir haben, vielleicht haben wir auch eine tolle, tolle Spruchrolle, die wir hier verballern können. Aber... Und jetzt... Nice, Alter! So will ich den Raikor Rulen sehen. Stufe gestiegen. Super sweet. Nimm den auch gleich. Oh, schön. Den gleich mitziehen. Nice! Raikor kills again! Wo sind die alle hin? Zurück in einen anderen Raum. Ich bin ein bisschen Sorge. Was ist da los? Was ist mit dem Skelett? Lässt es sich nicht schlagen? Da geradeaus! Lauf erst in den Magier! Lauf erst in den Magier! Ah, lauf jetzt sofort zum Magier. Der Sponti. Der alte Boy. Magier rechts, sofort töten. Ist da noch? Alter, wie viel ist denn da noch los? Lauf zurück, lauf zurück, lauf zurück, lauf zurück, speichern. Oh, Michael, das wird. Lauf zurück, bitte, bitte, bitte. Du hast schon viel geschafft. Rechts hoch. Hoch, rechts. Und wieder rechts. Aber der Lord ist weg. Ja, der Lord wird gleich wiederkommen. Speicher mal. Ich speichere auf jeden Fall auf irgendwas. Ich habe schon längst überspeichert. Ja, ne? Nimm was Freshes weiter unten. Neu 1. Ja. Neu 1 jetzt. Der Klassiker. So, jetzt schön heilen. Ganz schön, ey. Ja, meine Pumpe geht auch wie Sau. Hast aber schon mal gut gemacht. So, ich mache ein bisschen verschwenderisch hier. Wieder da kommen sie schon raus und krochen, die Scheißviecher, ey. Komm her. Was ist denn mit den Leuten los da? Wo ist denn der Dude jetzt? Okay, den hast du. Oh, Alter, den hast du aber gewonnen-hittet. Oh, wo die alle hinwollen. Die schnallen gar nicht, wo du bist. Die hören zu knallen, dann sind sie schon tot. Sehr gut. Exorbitant gute Leistung von einem krassen Typen namens Raikor. Das will ich meinen. Ich kann auf das Lob gerade nicht eingehen, weil ich noch zu sehr im Metzelmodus bin. Okay, ich renne jetzt mal hier wieder rein. Nicht die Eiswelle abkriegen. Vorsicht, er hat die Eiswelle. Ah, da ist der Lord. Da ist. Okay, da raus, links. Nice. Er ist also noch da, das ist sehr schön. Das ist sehr wichtig. Der Chat hat auch schon Angst, ich hab's dir nicht gesagt, aber der Chat hat sehr große Angst, dass wir überspeichert haben und der Lord ist weg. Aber er folgt dir auch gleich schön. Schön jetzt speichern vielleicht oder nicht speichern und heilen, auf jeden Fall heilen. Den muss ich noch klein kriegen hier. Ohne Heilung. Also, liebe Leute, wir anderen auch. Na, jetzt wird's echt. Jetzt kommt der Lord. Der Lord kommt. Denn ich habe ihn gesehen. Shit, Alter. Alter, du musst dich heilen. Den müssen wir Leute, was ist das für eine Spannung? Ich brauche mehr Herzen. Ich brauche mehr Take My Energy. Please. Warte, ich lock ihn zu den Bauern hier. Wir brauchen noch nicht neu laden. Wir haben noch alles, Leute. Ich lock ihn zu den Bauern. Der lacht da. Der lacht da ganz gemein, der Raikor. Ist er jetzt weg? Na, oh. Alter. Ah. Ich hab gespeichert, keine Angst. Okay. 15:46 Uhr. Was ist jetzt der neueste? 45:46 Uhr, das ist der neueste. Ja, 46 ist genau jetzt noch aktiv. Micha, geil. Wirklich, High Five, ein Zwischen-High Five. Das war schon sehr gut. Schon sehr gut. Guck mal, jetzt ist er wieder. Nein. Ich kann mich nicht heilen. Dann weglaufen. Ich hab Angst, dass er sich dann verläuft. Alter, ey, du musst weglaufen. Das bringt ja, du kannst du auf keinen Fall. Er darf halt auf keinen Fall irgendwie zu Menschen laufen, ne? Sonst machen die ihn platt und wir kriegen die. Oh, da vorne sind Skelette. Warum kannst du nicht sofort heilen? Weil ich dann das Menü aufnehme. Ich kann doch da nicht weiterkämpfen, nee, wenn ich mich heile. Nicht umdrehen? Er ist noch da. Okay, das ist richtig geil. Also ich komme hier immer mehr an. Ist er immer noch da? Ja, nee. Natürlich ist er immer noch da. Er ist nicht mehr da. So, die geben es auch auf. Er ist zurück in seinen Keller gekrochen, hoffentlich. Da links war auch noch was. Oh, die hören nicht auf, mich zu verfolgen.
Und ich kann hier wieder nicht rüberspringen, weil der Typ... Sag mal, können die mal aufhören hier? Die machen doch sonst immer... Und hör auf. Was ist da los? Ey, es ist wirklich jetzt, spannend. Jetzt. Wirklich endlich mega spannend. Haben sie aufgehört. Ich höre doch noch einen. Egal. Heilung, bitte. Please. Da sind jetzt wieder Gegner. Jetzt können wir uns heilen. Ne, die kommen immer noch ran. Hauen Schafe. Die jetzt die Schafe oder was? Jetzt schnell heilen. Komm, das schaffst du. Ey, das ist wirklich dramatisch, Leute. Selten was Dramatisches erlebt. Aber du schaffst es schon. Der Chat sagt auch, take my energy. Das muss klappen. Ich hab einfach nur Schiss, dass der Lord super voll ist. Aber weißt du, was er kennenlernen wird? Irgendwo im Wald rumirrt und jetzt nicht mehr slayable ist. So nämlich. Oh, ich denke jedes Mal, er ist es. Weißt du, hier vorne die Statue. Ja, ich habe auch immer mega Schiss. Können wir hier nochmal speichern jetzt? Ja. Oh, lass ihn da unten sein, ey. Ich habe gerade gelesen, dass vielen Leuten ihre Twitter-Accounts gesperrt wurden. Echt? Weil sie uns so sehr lieben. Ey, vielen Dank, Leute, ihr seid geil. Alter, jetzt geht's ab! Er will fliehen. Niemals! Er darf nicht fliehen! Und das kannst du schaffen, das kannst du schaffen! Das kannst du schaffen! Das hast du geschafft, Micha! Schnell hoch und heilen! Der ganze Kampf, ich glaube, da ist noch was, oder? Ja, ich glaube schon. Ich bin mir nicht ganz sicher. Heil dich! Leute, der reinkommt! Der macht es! Das ist ein eiskalter Fucker! Der hat Bock! Und er heilt sich nicht komplett, denn er will den Nervenkitzel weiterhin erleben in sich drin. Nein, ich will sofort wissen, was der Typ in der Tasche hat. Alter Brief. Okay, Alter. Das war lag da so rum, ne? Zwei Hände. Heilung. Im Ernst? 500 Gold und was ist das da daneben? Ist das ein Knochen. Knochen, ein Skelett. 500 Gold. Ey, ich hoffe, dass da jetzt hier gleich einfach mal der richtig geile Shit noch auf dem Boden liegt. Du kriegst 1 Million Fs gerade. Okay, warte, ich schmeiß kurz mal wieder so ein Fläschchen ein. Okay, aber den Rest machst du jetzt wirklich? Ganz klassisch durchrennen, metzeln. Ganz klassisch mit Trends durchrennen, metzeln. Okay. Ich glaube, es gibt nichts mehr zum Metzeln. Alter, war das eine Clubception, Leute? Ich fass es nicht. Doch, da sind noch welche. Was du gemacht hast, das war wunderschön. Ey, das war richtig geil. Lass dich feiern. Lass dich doch mal kurz feiern, Micha. Okay. Alter. Was machen wir? Feiern. Du bist der Geilste. Du hast es wieder geschafft, Mann. Ich gebe dir dafür 1. Ich gebe dir dafür 2. Ich gebe dir dafür 3. Ich gebe dir dafür 4. Ich gebe dir dafür 5. Ich gebe dir dafür 6. Ich gebe dir dafür 7 geile maximale Realitäts-High-Fives mit Blut, 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 überall. Ich will's verteilen aus meinen Armen. Raus damit, die Suppe soll spritzen. Guck da mal hier auf dem Bildschirm, was ich mit meinen Armen mache. Guck dir das an, wir sind die Blutkönige. Da musst du reingucken. Reinkor, du bist der Beste. Ihr seid geil. Die Energie ist da. Und herzlich willkommen zu einer neuen euphorischen Runde Gothic 2. Timo, zeig dir doch mal, wie geht's dir? Ach, Timo ist auch stolz, ey. Wer sitzt denn da noch? Warte mal, da. Wer ist denn da hier? Ach, hier. Sehr dunkel. Was ist das? Was ist das für Menschen? Wo ist denn meine Rüstung? Ach, komm. Aber ist das richtig, dass also die Leute sollen mal sagen, was wir jetzt hier gelootet haben? Weil ich hab's irgendwie nicht gerafft. Also ich glaube, wir haben eine Steinplatte gefunden. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich schmeiß mir mal einen jetzt hier. Guck mal hier. Genau. Nee, das ist Quarodrons Gestüssel. Magie. Magie. Oh. Timo, Axel, Pascale, richtig geil. Okay, was haben wir hier gefunden? Wir haben einen Brief gefunden auf jeden Fall. Das habe ich gesehen. Der Befehle. Das ist alter Schäbiger, ne? Da ganz unten kann das sein? Guck mal ganz unten links, was ist das? Das ist Sumpfkraut, glaube ich. Ah ja, das Paketrohr. Alter Brief mit zittriger Schrift geschrieben. Oh nice. Ich habe versagt. Du musst das ja lesen mit deiner Superstimme. Ich habe versagt. Meine Bemühungen Anubis... Inubis auf den Pfad der Rechtschaffenden zurückzubringen, waren vergebens. Erst dachte ich, ich sei tot. Doch es steckt noch Kraft in den alten Knochen Ivans. Inubis ist wieder auferstanden von den Toten. Verbannt vom alten Orden der Paladine sind er nur noch nach Rache für seinen Fluch.
Viele seiner Anhänger sind ihm gefolgt. Ich weiß nicht, wie es passieren konnte, dass ein Feldherr wie Inubis so dem Bösen verfällt. In dieser Krypta habe ich sein Grab gefunden. Doch ob ich jemals einem Menschen davon berichten kann, ist nicht gewiss. Darum schreibe ich diese Zeilen in der Hoffnung, dass sie gefunden werden. Seid gewarnt, ein mächtiger Feind streckt seine Klauen nach den Seelen der Rechtschaffenen. Inubis wird nicht der Letzte sein. Möge Innos eure Seelen beschützen. Ivan. Nichts zu plündern. Okay. Grundstücke, die gibt es aber am Gang irgendwo. Ah, in der Wand oder so? Ja, in so einem Regal, ne? Da. Okay. Wir brauchen lieber mal ein bisschen Drachenwurz. Alter, was geht ab? Wer ist das denn? Boah, auf jeden Fall hat er was Leckeres zu trinken in der Hand. Alter, lecker Schmecker Ratiofarm-Produkte. Komm doch mal hier ran, du. Ich geh mal kurz schiffen. Dann musst du mir auch dein Mikro geben. Ein herzlichen Applaus, einen warmen Applaus für den Meister der Realität. Ich muss eben mein Mikrofon hier lösen. Kann ich gerade sehr schlecht, aber ich schaffe das. Das ist der Meister. Kommen Sie ran, Meister. Maximale Realität. Sörle. Ey, ich finde das nicht hier, das Kraut. Wo soll das sein? Hier ist nichts. Da ist auch nichts. Anni, vertritt mich mal kurz, du. Gehst du schiffen oder was? Nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Jetzt hast du irgendwas ausgemacht. Nee. Anni, du nicht. Oh Gott, oh Gott. Oh. Okay, ja, Anni, wie geht's dir, ey? Ja, was machst du hier unten im Keller? Ich wollte mal gucken. Was gucken? Ich war halt oben und war mir irgendwie zu hell und zu viel Luft da. Ah, ich brauchte okay. Ein bisschen Nebel. Ja, das gibt's hier unten auf jeden Fall, jede Menge. Drück mal auf den Knopf. Ja, sehr schön. Aber wenn du es zu lange machst, ja, dann zieht es ins Sofa ein und dauert dann 20 Minuten, bevor es wieder abzieht. So, dann, geil. Also es gibt auch tatsächlich zu viel Nebel. Ja, und jetzt wolltest du mal ein bisschen Gothic kennenlernen, oder was? Ich kenne das, ich hab's durch. Echt? Ja. Okay, weißt du, wo Kronstöckel ist hier in dem Keller? Nee. Kann man das nicht? Nee, kann man nicht. Was kann man denn nicht? Nee. Ja. Also okay, du warst jetzt, bist nicht zum Reden runtergekommen. Nee, gar nicht. Ich bin sehr der ruhige Zocker, gerade ja. Bei Gothic. Also ich komme in so eine Gothic-Stimmung auch, werde relativ ja. Wütend innerlich. Wütend innerlich? Innerlich ganz wütend. Ja, ich sag, ist man da nicht eher traurig, wenn man Gothic ist? Nee, ich meine Gothic das Game, ich meine nicht Gothic der Lifestyle. Achso. Tatsächlich kommen so eine Gothic, also ich komme meine ganzen Jugenderinnerungen. Also Jugend. Ja, das ist geil, ne? Wir reden auch immer darüber, dass man hier im Wald. Oh Leute, ich finde es leider nicht das Kraut. Ich gehe jetzt hier raus und aber sag du warst mir, dass ich doch, dumm bin. Ne? Du warst doch halt tatsächlich so. In deinem Leben öfter in diesem Wald als in einem echten Wald, oder? Das stimmt überhaupt nicht. Nein, ich warst du viel im Wald, echten Wald? Ja, ja. Ich bin neben dem Wald groß geworden. Ach Quatsch. Ich habe am Wald gewohnt und war jeden Tag im Wald, hat mindestens meine 3 Zecken, die meine Mutter mir pro Tag rauszopfen musste. Wirklich so viele? Ja, ja, richtig. Und habe mit Stöckern gekämpft, hatte eine eigene Bande, das habe ich letztes Mal schon erzählt. Also ich war so ein richtiger, wie sagt man? Spring ins Feld. Ich komme aus der Stadt und war einer von den Zecken. So. Ja? Okay. Also hast du dich nach Natur gesehnt und hast dann quasi Gothic gespielt? Nein, so ich komme ja aus Friesland, das ist ja nur so eine kleine Stadt gewesen in Leer. Mhm. Da hatte man halt so ein bisschen Stadtfeeling, auf sehr angenehme Art und Weise. Aha. Ist geil, ne? Wenn man hier so rumläuft und die Bäume sich anguckt. Aber wie viel besser sieht denn das plötzlich aus? Normalerweise gucke ich irgendwie mir ein altes Spiel an und denke, boah, wie schrecklich das jetzt aussieht. Und jetzt kommt mir das grafisch besser vor, als es damals war. Aber vielleicht lag es auch an der Möhre von Rechnern, die ich damals hatte. Einmal das und außerdem haben wir ganz viele Mods installiert, sodass das jetzt quasi grafisch total gepimpt ist. Also es sieht eigentlich nicht so gut aus wie hier. Das ist quasi grafisch gepimpt. Krass, ne? Was heutzutage so geht. Ja. Meinst du, wie das bei Tageslicht aussieht? Ich lege mich jetzt mal kurz hier so ins Bettchen. Ich finde ja diese Gespräche so geil, ne? Immer im Hintergrund, wenn die Leute so leicht labern, das finde ich auch super entspannt. Du stellst dich einfach zu so einer Gruppe und legst dich dann schlafen. Ja. So ganz angenehm. Richtig. Dass du so ein bisschen leichtes Gerede im Hintergrund hast. Willst du auch mal high-fiven eigentlich? Mir brauchst du das nicht zu sagen. Five! Was passiert? Aber dir passiert nichts. Gar nicht mehr, wie man auch glauben kann. Na, nochmal. Nochmal. Okay. Das ist kein Geld, dass ich daran was ändere. Geht, ne? Das geht. Alles klar. Kogi, warst du kacken oder was? Ich bin ein großer Mann. Warum er sich so
Warum bleibt denn das? Jetzt setzt er sich da in eine Tonkabine und surft erstmal. Feistikus. Ja, du kannst ja gleich wieder hierher. Ich möchte du ein bisschen noch so die Flora und Fauna genießen. So, ja, ne? Aber geh mal, ist da ist auch irgendwo dieser eine Typ, der an so einem Obelisken steht und die ganze Zeit so Gebete runterlabert? Ja, das ist in der Hauptstadt. Ja, ne? Der erzählt jeden Tag dieselbe Scheiße. Der ist jetzt allerdings gerade auf der Karte, kann ich dir zeigen. Ja. An so einem Teufelsbeschwörerkreis, um das Auge Innos zu reparieren. Da oben, wo das fette schwarze Ding steht, das Monster. Da links daneben ist so ein Steinkreis und da ist der alte Zausel. Der hat mal kurz aufgehört, Mist zu erzählen. Weil ich habe mal überlegt, einfach, ich mache ja Denkmäler beleidigen, dass ich vielleicht auch mal diesen Obelisken, wo er eigentlich normalerweise steht, beleidige. Dass ich einfach hingehe und den anbrülle. Wie willst du denn da hingehen? Das ist halt schwer. Das ist halt schwer. Also ich frage mich eh noch, wie man digitale Inhalte adäquat beleidigt. So, dass du den, weißt du, was ich meine? Ja, wir haben doch einen fetten Greenscreen, Alter. Ja. Das fände ich eigentlich eine ganz geile Idee. Du nimmst einfach Dinge, die Leuten an Herzen legen, in Videospielen, natürlich doch noch, packst dich einen Greenscreen und beleidigst sie. Ja, genau. Ja, und genau. Schreist sie an und keine Ahnung. Warum eigentlich? Was hast du denn eigentlich gegen solche Sachen? Ich habe nichts dagegen. Im Prinzip nichts gegen Denkmäler. Ich finde es... Ich beleidige sie nur gerne. Weil er es fühlt. Soll irgendwo herkommen. Es ist kompliziert. Ich glaube, das wird jetzt den Rahmen sprengen. Den Gothic-Rahmen. Warte, mach ein bisschen mehr Nebel. Ja, feuer mal was raus. Das riecht sehr ungiftige, ne? Den kann man gut einatmen. Da passiert nichts. Oh ja, Apfel also, gerade, ne? Nach Stand der jetzigen Forschung. Kann sich nur ändern. Jetzt gerade ist Apfel. Na, nachher mal Kiwi rein, bitte. Einen geilen Kiwi-Nebel. Ja. Okay, pass auf. Wenn wir jetzt hier sitzen, dann müssen wir jetzt entscheiden, was wir als nächstes machen. Wir haben gleich einen kurzen Abstecher gemacht in diese Krypta. Wollten aber eigentlich gerade zum Steinkreis laufen. Wollen wir da mal hinlatschen? Ja. Okay, dann musst du jetzt irgendwelche... Da, wo der jetzt beschwört, oder was? Da nach oben? Da laufen wir jetzt hin. Du kannst mal so eine Matz abfeuern, das macht man hier so. Okay, mit hier irgendwas? Ja, drück mal. Ja, da war was. Ach, okay. Okay, warte. Nimm mal hier vielleicht die. Ist das sehr viel... Wiedersehen in der Hölle, du Arschloch! Ich hab gerade dieses krasse Blutgespritze gesehen. Batz. Ich war gerade in der Regie. Ich bin eigentlich runtergekommen, weil ich hier bei euch ganz viel Blut hab spritzen sehen. Ich dachte eigentlich, deswegen wollte ich runterkommen, weil ich dachte, vielleicht gibt's noch was aufzulecken von dem Blut. Ja. So für meinen. Ich hab ja mein Hund steht da vorne. Der hat ein bisschen Bock auf Blut gehabt. Ja? Ja. Okay, nee, echtes Blut haben wir ja leider nicht, ey. Wir haben nur diese billigen Effekte. Aber die sind natürlich auch richtig geil. Aber wo liegt dieser Bluteffekt? Der liegt in der Regie und Timo hat die Macht darüber. Timo kann sagen, wenn Blut fließt. Ja, dann lieber noch nicht. Kannst du einmal so eine Handbewegung machen, so eine Karate-Handbewegung, dann kann er das da drüber legen. Warte. Dann musst du mal rausspringen aus dem Spiel. Ja. Okay. Dann immer musst du gucken. Also die Kamera ist weg. Ja, wir haben zu oft Nebel gefeuert, glaube ich. Oh, warte mal, ich muss hier mal ein paar kleine Skelett-Goblins umhauen. Er ist dabei, Er ist dabei. Wieder. Okay, also wir gehen jetzt hier rechts hoch und dann zum besagten Beschwörungsstein. Ich kann mich noch an meinen allerersten Kampf bei Gothic 2 erinnern. Aha. Da ist ja dieser komische Turm, so ein kleiner... Bei Zardas, und da kommt so ein Wolf. Ja. Genau, und ich habe beim ersten Mal diesen Kampf so krass versagt einfach. Hm. Weil ich überhaupt nicht verstanden habe, was ist denn da los? Ja, und dann hast du es aber irgendwann drauf gehabt und hast durchgezockt, oder was? Ja, ja. Okay, ja, ist doch geil. Hast du... Maximale Realität! Wofür war denn? Okay. Ja. Und was machst du gerade so? Jetzt gerade? Jetzt oben so? Also ja, ich arbeite gerade. Also jetzt gerade arbeite ich redaktionell und denke mir Sachen aus. Echt? Ja. Ah, ich habe schon mal von dir gehört, dass du irgendwie so versuchst, öfter mal die Räumlichkeit zu wechseln. Ich lade immer rum, ja. Weil das quasi dein Hirn beflügelt. Ja, ich kann so schlecht rumsitzen und dann auf eine Idee kommen, weil dann sitzt man so vom Computer und wenn du vom Computer sitzt und eine Idee haben sollst, dann hast du nur die Idee, nochmal Facebook zu checken. Ja, vor allem in diesem faden Stromberg-Büro da oben, ne? Ja, das ist natürlich auch, da kannst du dich ja im Grunde im Kreis drehen, es sieht überall gleich aus. Es sind zwar super liebe Leute da, aber es ist einfach so, dann, weiß nicht, ich kann dann, wenn ich eine Idee habe, kann ich die da schnell aufschreiben und so, das geht super, aber die kommen da nicht rein bei mir, also meine Ideen kommen da nicht durchs Fenster oder ich weiß nicht genau, wie die draußen bleiben. Okay. Ich bin ja gehemmt. Ich glaube, ich bin ein Hemd. Wo hast du dann die meisten Ideen? Also wenn du nach draußen so in den Wald gehst, bist du deswegen hier? Nee, ja, ein bisschen, ja. Nee, tatsächlich, die meisten habe ich unter der Dusche. Kannst du mal ins Wasser springen? Ja, willst du sehen? Ja. Ist nicht so der geile Effekt. Jawohl. Oh, doch, eigentlich schön. Der Übergang war toll.
Ja, der ist auch neu. Das ist die Mod, glaube ich. Wow. Früher gab es sowas nicht. Krass. Ich finde es auch geil. Das haben Fans programmiert halt, ne? Ja. Also auf dem... Darfst du jetzt nicht wieder zurück? War das Wasser nicht gerade links von dir? Nee, jetzt geht's hier den Weg hoch. Ach so, okay. Bin mir nicht ganz irre. Nee, da kommen wir doch her. Du, nee, da haben wir das links das Wasser gesehen. Ein weiter rechts. Ich bin voll der ich habe Orientierungslauf gemacht, ja, ganz lange. Also ist der Krogi dafür da, um mir zu sagen, wo es da geht. Ja, guck, dann entsetzt ihn ja gerade ganz gut. Krogi, ich lass dich gleich wieder. Ich will noch ein bisschen checken, also ein bisschen gucken, weil ich finde es so schön. Ist nice, ne? Alles gut, Alter. Wer steht denn hier eigentlich? Achso, der Landstreicher. Kann man den auch, da kann man doch umhauen, oder nicht? Kannst du theoretisch alle umhauen und sogar töten. Also das Ding ist ja, der Kampf gegen echte Menschen in diesem Spiel ist realistischer als in jedem anderen Spiel, weil du ihnen erst fünfmal in die Schnauze haust, bis sie keine Energie mehr haben, dann liegen sie und dann musst du mit einem Extra-Button zum Finalen, ich steck dir jetzt das Schwert in die Brust, ansetzen. Ja, genau. Und da denkt man echt dreimal drüber nach. Also ich mittlerweile nicht mehr, aber am Anfang hat es echt noch wehgetan. Das ist echt tatsächlich so lange her, dass ich das gespielt habe. Es war also auf jeden Fall 2003 habe ich, glaube ich, gespielt. Ja. Das dann 3 oder 4. Ja. Aber und ich habe vorher Gothic 1 gar nicht gespielt gehabt. Oh, ja. Aber diese Geschichte rafft man ja trotzdem, ne? Ja. Glaube ich. Und selbst wenn, ich brauche auch nicht eine Geschichte, um einem Typen dabei zuzugucken, wer durch den Wald rennt und damit so irgendwas umzahlen. Ach, die Story ist eigentlich ganz geil hier. Also wir müssen ja böse Drachen besiegen. Ja. Und die haben Orks als Armee vorgeschickt, sozusagen. Und wir brauchen ein Auge. Und das finde ich eigentlich ganz raffiniert. Und mit den, wer ist er eigentlich? Ah, okay. Um mit den Drachen sprechen zu können. Ich weiß gar nicht mehr genau, was dann dabei rumkommt eigentlich. Aber man muss tatsächlich erst mit den Viechern sprechen. Und danach haut man sie aber sowieso um. Ja. So habe ich es zumindest verstanden. Snapper. Na, das sind Scavenger. Scavenger. Knapp daneben. Wie heißen die? Snapper gibt's aber auch? Snapper gibt's auch, ja. Das sind diese Echsen. Sind die dicker als diesen? Die sind schwerer auf jeden Fall, aber dicker nicht unbedingt. So, jetzt geht's hier den Pfad hoch. Da hast du die krasse Pyramide. Genau. Ja. Das ist ja so ein typischer Maya-Nachbau oder Inka-Nachbau. Auf jeden Fall so eine indigene südamerikanische Bevölkerung oder vielleicht auch nordamerikanische Bevölkerungsbaute. Ja. Wie findest du eigentlich mein Schwert? Ich finde das, indem ich dir auf den Rücken gucke. Nein, also zeig mal, nimm's mal in die Hand. Mal. Das ist richtig, da haben wir einen Totenkopf drauf. Die Klinge ist so breit wie... Wie sonst was? So breit wie ich am Wochenende, Alter. Zum Beispiel. Yes. Und das ist einfach das Schwert von He-Man und das gehört uns. Da kommen Blitze raus, wenn ich zuhaue. Ist das normal? Nee, das ist die Klaue Belias. Die ist beseelt vom Bösen. Oh. Und bei jedem dritten Schlag zeigt sie das, indem sie einen Blitz rausholt beim Treffer. Oh, aber du kämpfst ja für das Gute, oder nicht? Ja, wir haben uns aber bei Waffengeschichten tatsächlich auf Böse verschrieben. Wir beten dann immer bei Belia sogar am Schrein. Ja? Ja, der ist nicht mehr per se böse, der Typ. Und Belia. Der ist, glaube ich, nur machtbesessen. Das ist wie bei Star Wars, weißt du? Die dunkle Seite, die kann man ja auch auf eine gute Weise verwenden, indem man einfach nur sehr mächtig wird. Ich fand das ja immer so geil, wie der Typ, der immer stand und mit seinem Arm so komisch gemacht hat, der Typ, der da betet. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, der alte Zausel, hast du ihn gerade genannt. Achso, Vatras, ja. Vatras, der hat immer so komische Armbewegungen gemacht. Achso, ja, der macht Armbewegungen. Aber das war ja damals richtig geil, weißt du, dass sie überhaupt Armbewegungen machen. Ja. Die haben so Gestik und so gehabt, das war ja schon der Hammer. So, ich renn mal kurz in die Höhle. So geht's dir übrigens auch die ganze Zeit. Dann siehst du halt am Wegesrand irgendeinen geilen Scheiß und dann gehst du da kurz rein. Ja. Und machst das kurz. Na, Fleischwanzen gibt's hier. Eine alte Truhe, wahrscheinlich wo nur Schrott drin ist. Ja, dann brauche ich wieder Dietriche. Müsste man was denken. Das ist aus Knights of the Old Republic. Hast du mal gespielt? Ja, klar. Also Knights of the Old Republic 2 habe ich nur gespielt. Ich habe, wie gesagt, den ersten Teil wieder nicht gespielt. Und wenn du da einen Typen umgebracht hast, ja. Und guckst halt sein Inventar an so und holst alles raus. Ja. Und wenn du dann nochmal gucken wolltest, dann hat er gesagt, dieser Behälter ist leer. Das ist so geil, dass Leute, die du umgebracht hast, dann, wenn du alles weggenommen hast, waren es nur noch leere Behälter. Dieser Behälter ist leer. Okay. Das hat mich immer so sehr beeindruckt. Ich habe das immer
Das ist dann in meine Sprache eingeflossen. Immer wenn ich mal irgendwo eine Leiche gesehen habe, okay. Dann, dieser Behälter ist leer. Ah, okay. Sorry, ich bin nicht fähig, dir gleichzeitig zuzuhören und mir links und rechts zu merken beim Dietrich Schlosser knacken. Aber ich verstehe das. Klaus war lustig. Tür auf. Oh, hier, guck mal, hier, die fiesen kleinen Gnome. Die sind in der Masse halt richtig in der Masse, übel. Die sind schnell. Die sind halt schnell und beißen einem in die Wade. Ja. Das ist schon echt fiese Facker. Komm mal Leute. Ja, komm. Hier schaff ich hier die ganze Zeit was, Kogi. Ja, komm, er geht richtig voran. Kogi saß da hier so feist in der Tonkabine rum. So, ich lasse jetzt hier wieder hin. Typisch Kogi. Weil ich muss jetzt weiterarbeiten. Ich hab gerade. Du hast die Anti-Show. Okay, Krogi hat sich erholt. Hat jetzt eine Trommel gefunden. Ihr wisst, was das bedeutet. Jetzt töten wir Drachen! Okay, alles klar. Ja, das ist echt so ein bekacktes Irrenhaus hier. Du kannst auch. Nee, lass mal die Kamera auf dich. Nein. Doch, und mach nur Mundbewegungen und ich synchronisiere dich. Aber wir haben noch keine Zeit, Andi. Ja, aber hier geht's ja voran. Wir machen das nur ganz kurz. Aber ist gerade gut auf dem Weg. Ja. Komm, film auf dich. Okay. Und mach Handbewegungen und ich synchronisiere dich. Handbewegungen? Nee, Mund, also Handbewegung mit dem Mund. Hi, ich bin Krogi. Manchmal wickel ich mir Toilettenpapier in den Mund, Mama! Batman ist mein Lieblingsclown. Snacks, ich esse Zwiebelringe zum Buttertag. Ich feier keinen Muttertag, denn es gibt ja. Nimm dein Mikro. Ich bin lieber der Silent Boy. Außerdem regnet es jetzt. Okay. Es wird mir zu nass hier. Du meinst Gist? Es Gist? Es regnet. Es Gist ab. Mit dem nassen Keller jetzt. Warte kurz, Andi, so kannst du noch nicht den Raum verlassen. Denn hier ist ja Festwoche. Meine Damen und Herren, das war der Krokostrauß, Mr. Andi Strauß. Wie er das Spiel lebt und lebt, liebt und Leben lehrt, ich weiß es nicht. Die Regie geht steil. Ein Mann, ein Macher, ein Mann mit leerem Glas und er schüttet nichts weg, denn er trinkt. Er ist ein Mann des Volkes, ein Mann des Lebens. Er hat erkannt, Pöbel ist Macht und dafür lieben wir ihn. Ein Applaus für Andi fucking Strauß. Yes! Wow. Okay, danke Mann. Ey, Umarmung! Ah, geil. Geil. Was hast du eigentlich für Getränk dabei? Ah, oh, willst du mir einen Kaffee bringen? Das wäre Hammer. Gerne! Also nur wenn du Zeit hast und Bock hast. Und gerne. Die Kamera fällt um. Okay. Guck mal, wie langsam sie fällt. Die fällt ganz langsam, merkt ihr das? Alter. Das Telefon kriegst du sofort. Mal eben die Kamera wieder richten. Hammer, wie das hier abgeht wieder. Wo fällt sie denn hin? Die fällt ja immer noch. Was ist denn da los? So, ne? So ist ganz geil, Timo, wa? Fällt euch doch schon. So, Micha, was passiert? Ich saß hier die ganze Zeit in der Ecke und hab gedacht, was machen die denn da? Ich glaube, der wollte wirklich so ein bisschen gedanklich chillen hier unten. Bitte? Ha? Ach so. Okay. Nee, der wollte, glaube ich, einfach mal ein bisschen, weißt du, so aus diesem Großraumbüro raus, ab in den Schwarzwald, weißt du? Die kippt doch immer noch. Hingesetzt. Kippt die? Die kann doch ein bisschen schräg. Oder machst du das, Timo? Sie korrigiert sich selbst? Lebt die denn, die Kamera? Ich krieg einen Herzinfarkt, wenn die so kippt. Na gut. Sie korrigiert sich selbst, hören Sie. So, was ist hier los? Was? Es ist soweit. Warte mal gerade. Ah, wir haben schon wieder 30 Lernpunkte, Hammer. So. Wir sind bei der Beschwörung da. Das Auge Enos wird jetzt neu zusammengebaut. Bist du aufgeregt? Alter, echt jetzt ist es soweit? Ja.
Ey, da bin ich aber auch keinen Moment zu früh gekommen hier. Du bist genau richtig gekommen. Du hast genau den langweiligen Teil übersprungen. Sehr gut. Hab ja auch gut gemacht. Ich hab das genossen. Ich hab auch den Chat beobachtet. Ja. Und ja, ich hab Bock. Ja. Okay. Nee, Andi finde ich auf jeden Fall ein Andi Hammer ist super. Typ, so. Andi ist ein super Typ. Auch wenn ich gerade seinen Arsch gesehen habe, als er aufgestanden ist. Ja. Aber der war auch eigentlich ganz cool. Also nicht hässlich so. Nee? Schon schlimmere Ärsche gesehen, ja. Ja, die Buchse immer noch so, ja, die Buchse immer noch so weit unten hängen. Das ist ein 90er-Shit. Ey Leute, aber ich habe immer noch keine Rüstung. Ich rufe gleich Miri an. Das regt mich auch ein bisschen auf, muss ich sagen. Okay, aber machen wir jetzt mal hier die Super-Seance. Hier mitten im Regen. Das ist noch epischer. Oh, wir haben auch Thekla vergessen mit ihrer Suppe. Naja, gut. Machen wir gleich. Ich habe alles erledigt, was du mir aufgetragen hast. Hier hast du das reparierte Auge. Tatsächlich fehlt nun nichts mehr, um das Umkehrritual zu vollziehen. Was ist mit dem Sumpfkraut? Ach ja. Hast du denn drei Sumpfkrautpflanzen dabei? Ja. Hier hast du die drei Pflanzen. Na, großartig. Das hast du gut gemacht. Doch trete nun beiseite, damit wir mit der Zeremonie beginnen können. Möge sich unser Geist vereinen. Oh, wir haben ganz viel in der Höhle vergessen anscheinend. Bin ich einmal weg, du. Na gut. Du bist ja auch blind ohne mich. Also ich bin in welcher Höhle denn? In der schönen Höhle, wo ich eben gerade war? Anscheinend, ja. Da hast du wohl richtig viel Loot vergessen. Ich glaube, die meinen nicht die Höhle mit dem Fürsten. Nein, das ist ja schon ewig her. Okay. Wie lange dauert denn der Schritt? Vielleicht soll ich mal zurückrennen zur Höhle? Die brauchen ja eh ewig hier jetzt, glaube ich. Aber sieht saugeil aus, alter Schwede. Ja, was für eine krasse Teufel. Ja, geh zur Höhle eben. Die machen ihre Party da alleine. Hey, du. Erstmal unterbrechen. Glaubst du, ihr werdet das Auge wieder du hast jetzt die ganze Party gestört. Schwer Hammer. Zu sagen. Okay. Ja, ich hau mal ab, ne? Ja. Und die Reise geht weiter. Der namenlose Held hat eine Sitzung der bösesten und besten Mächte der Spielwelt zusammengeführt. Vatras, Pyroka und Xardas. Und der namenlose Held kann nicht warten. Er hat nämlich in der Höhle ein bisschen Loot vergessen. Und jetzt geht es dorthin, während die drei Mächte schuften und ackern. Und dann, wenn wir zurück sind, Freunde, das Auge fertig sein. Hammer, wie das arrangiert wurde da oben, hast du das gesehen? Ja. Das war ein fucking Hitchcock-Film. Hitchcock-Film war das. Kannst du aussprechen, die geil guten Cock-Filme, die du immer guckst, Alter. High five. Hey. Nice. Okay, ab in die Höhle wieder. Ja, also da war gar nichts. Da waren ein paar Truhen, die habe ich alle mitgesackt. Da bleiben, sagen alle übrigens. Da bleiben? Ja. Wieso hören die auf, wenn ich weggehe? Weiß ich nicht. Aber passt schon. Wir haben Werbung soll ich machen. Wir machen mal eine kleine Werbung. Wir haben jetzt noch eine Dreiviertelstunde, um alle Drachen das Spiel zu töten, Erol umzubringen und das Spiel zu beenden. Dann hätten wir nämlich morgen, übermorgen und auch Freitag frei und nächste Woche Mittwoch wird auch nichts passieren. Mal gucken, ob wir das schaffen. Das erleben wir gleich nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Michael ist sehr konzentriert. Es war eben auch sehr schön, das mal aus einer anderen Perspektive zu erleben. Ich habe ein schönes Foto gemacht von Andi und dir. Ihr habt ja fast rumgemacht. Ihr seid ja ein tolles Liebespaar. Aber nicht mit mir, nicht mit Krogmann. Ich dränge mich immer weiterhin auf, denn dieses Let's Play wird gut enden. So sieht es nämlich aus, Michael. Hammer. Ne? So nämlich. Und wir haben noch Zeit für einen weiteren Halbball. Okay. Und dann würde ich nämlich ein Tickchen früher, einmal noch. Andi ist wieder da. Oh, was ist denn hier passiert, Freunde? Das ist richtig geil. Scheiß mit Gewalt. Alter, der Lock Dr. Andy, ein bisschen Assnebel. Wir müssen nach rechts halten. Mal sehen. Aha. Oh, well played, meine Drooks. Well played. Aus der Korova Milchbar, wie ich meine. Oh yeah. Andy spielt das Krokodil für euch. Twice. Er spielt es twice. Andy, herzlich willkommen zu Gothic TV. Der besseren Show. Der Show ist best. Oh yeah. Das ist ein ganz toller Kaffee. Andi, willst du noch Obelisken beleidigen? Wenn ihr zu kommt. Du kannst auch den ganzen Steinkreis beleidigen, wenn du willst.
Also das ist auf jeden Fall ein Steinkreis, der wurde von Teufelsanbetern und von Gläubigen angebetet. Ja, willst du den Steinkreis beleidigen? Yes. Okay. Hier reinkommen, jetzt gib dein Mikro ganz schnell ab, du. Dann würde ich sagen, wir nehmen die Kamera, halten von hier vor das Setting, beleidige. Ja, wir beleidigen den scheiß Steinkreis, Freunde. Yes. Aber wir dürfen auf jeden Fall nichts umschütten. Okay, brauchst du mein Mikro richtig oder soll ich es nur im Mund halten? Ja, ist mein Denkhelm. Okay. Okay, Leute, jetzt wird's richtig geil. Und Kameras aus. Komm, das Bild kommt euch wieder, Freunde. Keine Sorge. Das war ja klar, dass die Kamera ausfällt. Aber das Bild wird sofort wieder da sein. Ein bisschen mehr unterhalten, bitte, Anni Reinke. Das Bild ist gleich wieder da, keine Sorge. Hier nämlich. Der da. Steck ich da rein. Ja, guck mal, da werden die Leute hypnotisch mit Badabinch bestrahlt. Nein, nein. Badabinge. So nämlich. Badabing. So. Badabinge. Da ist doch das Bild wieder. Und da, so musst du damit arbeiten. Du musst ein bisschen tiefer gehen, weil... Ja, ja, ich werde ein bisschen tiefer gehen. Sonst gibt's Probleme. Ich werde auch ein bisschen... Ah doch. So. Und jetzt, meine Damen und Herren. Ich werde näher an den Steinkreis. Machen wir den mal richtig groß. Machen wir den mal richtig groß, den alten Stein... Hat er noch einen Namen, der alte Steinkreis? Alter Steinkreis. Teufelssteinkreis. So. Da ist auch richtig ein Typ drin, ne? Ja, geil. Ja. Stimmt, daran kann ich mich krass erinnern. Kannst du näher ran oder wird dann was getriggert? Okay, liebe Leute, ich werde die Musik langsam runterfahren und ich werde noch einmal ein letztes Mal Nebel raushauen und dann... Oh, das war von mir ein kleiner... Und jetzt kommt noch ein kleiner... Achtung, ich werde das Signal zur Beleidigung freigeben. Sonnenkreis. Es ist der Sonnenkreis. Okay, scheiß Sonnenkreis. Sehr gut. Und? Du böser Sonnenkreis! Du siehst doch gar nicht aus wie eine Sonne! Du siehst doch aus wie so eine Steingelumpe da mit deinen drei Hampelmännern da drin mit deinem lila Laser, du! Oder misslungene Technoparade, du! Bist doch überhaupt gar nicht! Du bist doch nicht mal ein Kreis! Du bist ja mehr ein Polygon, du! Von wegen Sonne hier! Du bist doch das bescheuertste Bauwerk, was ich hier digital angelunzt habe, da! Du alle Drecksau! Du Schwein! Du Schwein! Ich hau ab hier! Ich bin durch damit! Oh Gott! Und weg! Das war ja der Hammer, ey. Das war Kunst. Andi Strauß, der Meister im Beleidigen, auch von Sonnenkreisen. Aber wenn ihr beim Obelisk seid, schickt mir eine Dingsi-Nachricht. Wir schicken dir... Ja, mach mal. Folgt ihm auf Patreon. Alles klar, tschüss. Und wieder zurück. Das Bild ist wieder ausgefallen wahrscheinlich. Naja, gucken wir mal. Das ist heute auch hier wieder mal pure Party. Wie, ist schon wieder ausgefallen, oder? Weiß ich doch nicht. Nee, nix. Doch, da war's doch. Ja. Nix fällt hier aus, Alter. Gar nix. So nämlich. So, Micha. Sind die da immer noch am Basteln? Ja, die sind immer noch am Basteln. Wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen Gothic spielen, würde ich sagen. Ey, weniger. Hallo? Ihr habt die ganze Zeit euch angefasst und wolltet... Das haben wir gar nicht gemacht. Ja. Wir müssen ein bisschen unterhalten. War ein bisschen eifersüchtig vielleicht sogar. Echt? Ach, ja. Quatsch. Mhm. Nein. Das ist nicht Andis Welt. Die Welt des Schwerter und des Zuhauens. Na gut. Da gehörst du hin. Ich glaube, die haben jetzt hier genug alles guter Nebel rausgehauen. Wir sprechen die jetzt mal an. Ich bin mal wieder mit dem Chat unterwegs hier. Was geht ab? Aber irgendwie kann doch nicht sein. Wir warten jetzt hier schon seit Stunden. Lieber. Es ist uns gelungen, den Plan des Feindes zu vereiteln und das Auge wieder zu heilen. Geht, spiel jetzt sofort! So, jetzt hier. Nun, da das Auge Pyrrhos geheilt ist, musst du den Drachen entgegentreten. Sie alle dienen Belia, dem Gott der Finsternis. Aber es muss eine irdische Macht geben, die sie kontrolliert. So viel ist mir inzwischen klar. Finde heraus, was die Quelle dieser Macht ist. Sobald du etwas herausgefunden hast, kommst du zu mir zurück. Okay, das ist doch mein Auftrag, ey. Nicht Hammer, irgendwie, hol mir drei Äpfel. Sonst was Pflanzen oder so, sondern nein, töte alle Drachen. Töte alle Drachen. Das ist das Kaliber. Können wir uns das Auge einmal angucken, bitte? Ich bin sehr gespannt, wie das Auge aussieht. Ja, aber ich glaube, es kann nichts. Es ist tatsächlich nur dazu da, für
wofür es da ist. Aber es müsste aufgeladen sein, oder? Fragungsamulett, wo haben wir es denn? Hä? Na, geh doch weiter runter, das muss irgendwo sein. Oder muss ich es mir noch von wem holen? Von Pyrokar wahrscheinlich. Ja, ja. Ja, ja. Pyrokar hat es wieder eingesteckt. Stehe noch der Einsame. Es ist alles so grenzenlos großartig in diesem Let's Play. Ihr habt es geschafft. Ja, das Auge genau. Inos ist geheilt. Ich hätte es fast nicht für möglich gehalten. Was bleibt mir hier noch zu tun? Halte dich nicht mit Nichtigkeiten auf. Geh und vernichte die Drachen. Hier hast du das Auge. Bedenke, dass du erst mit einem Drachen gesprochen haben musst, bevor du ihn angreifst. Die Macht des Auges wird die Drachen dazu zwingen, mit dir zu reden und dir die Wahrheit zu sagen. Außerdem bietet es dir Schutz gegen ihre Angriffe, wenn du es trägst. Ach doch. Jedoch ist seine Kraft nicht beständig. Du wirst es wieder mit magischer Energie füllen müssen. Dazu brauchst du die Essenz eines Drachenherzens, das du an einem Alchemietisch mit dem Auge vereinst. Erst dann kannst du es wagen, einem weiteren Drachen entgegenzutreten. Danke. Ich werde es mir merken. Ich find's immer so geil. Du hast alles, was du brauchst. Geh nun. Du hast nicht mehr viel Zeit. Ich find's immer so geil, diese Aufgaben, indem du es an einem Alchemietisch mit einem Drachenherz vereinst. Jetzt stell dir uns mal vor, wie wir das dann versuchen. Wir klatschen das Auge dahin, alle. Das ist Herz und dann pressen wir es da rein oder was? Oder wie vereint man das denn? Als wäre das irgendwie so ein Schnips oder weißt du, so Grundschulkenntnisse, Herzverein oder ach egal. Durch Superpower. Ja. Ich wollte gerade mit der Praxis von Dr. Sylven telefonieren. Ja. Und fragen, ob das Diplom endlich angekommen ist, was wir bestellt haben. Warte mal. Aber es geht gerade keiner ran. Vielleicht haben die ja schon ein Problem. Ne, geht keiner ran bislang. Hm. Ruf vielleicht nochmal an, warte ich nochmal 2 Minuten. Aber die Praxis wollte sich melden, deswegen bin ich ganz gespannt. Okay. Okay. Was tun wir jetzt? Ja, wir gehen jetzt Drachen kloppen. Ernsthaft? Ey, Alter, ich hab so einen Bock, mir brennt die Hose. Ich will jetzt die scheiß Drachen töten. Und wie kriegen wir denn die nächstbessere Rüstung und so ein Shit? Weißt du, im Söldnerlager? Also wir haben ja nur die kleine Drachenjägerrüstung. Wie kriegen wir die fette? Indem wir wahrscheinlich lernen, Drachenschuppen zu looten. Ja? Mhm. Leichte Drachenjägerrüstung. Ach stimmt, hat er gesagt. Mhm. Hat er ja gesagt. Das Herz muss einfach reingebraten werden. Geil. Geil, geil, geil. So, schaut doch mal in den Questlog. Wir können mal gerne einmal ins Questlog reinschauen. Ist kein Problem für uns, weil wir sind super Drücker. Wozu? Sollen wir das machen? Wer kommt da? Kommen Sie rein? Ist das die Behandlung? Ist das der Meister? Das ist die Meisterin. Leute, wir haben eine neue... Man soll mich kleiden. Darf ich dich einkleiden? Ich bitte darum. Diesmal gehen wir keine Kompromisse ein. Wir werden nicht wieder abgeben, was wir bekommen. Ich werde bei euch bleiben, solange ich kann. Dieses Let's Play, Reinkor! Ja. Nee, mach mal. Wird großartig enden. Man möge mir die Macht bringen, die ich verdiene. Man möge mich zu einem Danger Seeker ausbilden. Ich habe die Macht! Zum zweiten Mal. It was so nice. I did it twice. Man reiche mir die Schultern. Wo ist der Nebel? Reinke, bist du stolz auf mich? Ja, Hammer. Kannst du mit mir in den Krieg gegen die Drachen ziehen? Ja, ist cool. Ich brauche ein eindeutiges Ja, Chef. Ja, geil. Ne, bist du mal Chef hier. Wie sieht's denn aus? Bist du Hofnarr, bist du? Ich brauche ein eindeutiges Ja, Hofnarr. Ja, Hofnarr. Das muss mit mehr Überzeugung kommen. Jawohl. Ja, unbedingt. Und geil. Werden wir gleich Dr. Sylven anrufen. Also die Praxis, Dr. Sylven, das machen wir auf jeden Fall. Da freue ich mich wirklich sehr drauf, weil Dr. Sylvens Sprechstundenhilfe ist echt ziemlich nett. Ich hoffe, die geht ran. Ich bin einer von euch. Ein Herz von mir für die Community von Gothic 2. Twittert's raus, jeden Tag diese Woche.
Dankeschön. Viel Spaß. Kann man noch was hinzufügen? Nee, nee. Ja, nun, langsam, ist das verlassen Sie den Raum! Ich schreite ihn fort! Geht jetzt weiter! Okay. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich springe von hier oben, von der Klippe runter, direkt da, wo das Wasser 1 Meter tief ist. Okay. Geil, oder? Das war schon. Also High Five auf jeden Fall erstmal. Okay. Das ist eine Technik. Ich wollte doch auch irgendwie mal was Cooles machen. Das ist eine Technik, die beherrschen nicht so viele Menschen. Ach Mann. Ich dachte, hier am Strand geht's ab. Aber hier ist ja gar nichts. Jetzt müssen wir wahrscheinlich 500 Jahre zurückschwimmen. Kann man euch noch was Gutes tun eigentlich? Ja, könnt ihr eigentlich langsam mal ein Bier rantragen, wa? Nee, ey, wir müssen morgen unbedingt was essen. Das haben wir schon wieder nicht geschafft. Ja, ne? Mhm. Stimmt. Hm. Naja, ab zu den Drachen, mein Freund. Los. Okay, los. Ja. Los, los. Und ich muss, du gehst zu den Drachen schon mal, also mit dem, natürlich gehst du zur Burg, das ist klar, ne? Zur Burg mit Teleportrune. Und ich rufe nochmal bei der Praxis Dr. Hasenbein an, ich meine Sylven. Okay, ich check mal grad. Morgen bringt man mir bitte meine Krone. Die machen echt früh Feierabend an der Praxis, ne? Hallo, sprecht da mit der Praxis vom Dr. Sylven, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Moment, Moment, hören Sie. Moment, hören Sie doch mal. So, liebe Frau Kirschken, ja? Ja. Ich habe doch das Diplom von Dr. Sylven angefordert. Ja, das habe ich hier. Wo ist das denn zu finden? Ich werde es Ihnen einfach per Twitter senden. Per Twitter senden Sie es mir, ja? Gut. Ja, einverstanden. Und nicht vergessen, Dr. Sylven ist auch DJ, ja? Das weiß doch jedes Kind. Warum lachen Sie? Ich habe nicht gelacht, ich habe mich geräuspert. Oh, da war es wohl ein Furz, alles klar. Danke, Frau Kirschken, bis später. Tschüss. Tschüss. Das weiß doch jedes Kind, dass der schon wie Partys gefeiert hat. Sehr gut. Guck dir an, zerstört wie er aussieht. So, so, okay, los. Wir können es da nicht hinbeamen, guck mal, was passiert. Irgendwie ist da die Luft raus aus unserem. Dann passiert das. Das ist zu weit entfernt. Ja, wir können es nur zum Pass beamen, glaube ich. Ja, und dann können wir uns dann weiter beamen. Okay, weißt machen du? Wir so. So, mit einer Zwischenstation. So, ich bin sehr gespannt. Timo, wenn du das Dokument findest, ja? Von der Frau Kirschken. Die Dokumente vom Dr. Sylven. Bitte haus raus. Ich will es groß sehen. Ich will wissen, ob er auch DJ ist. Ja, es muss draufstehen. Danke. Danke, Timo. Was ist denn hier die Tür zu? Ich glaube, die hast du zugemacht, als die, echt? Wie heißen die nochmal, die Seher. Diese Tür, diese Holztür, schützt das Land Korinnes vor 6 Drachen. Bitte erstmal laufen im Tal, weil sonst Trigger, schreibt Sepp, ich verstehe das nicht. Hä, was? Bitte erstmal laufen im Tal, weil sonst Trigger, okay, verstehe ich nicht. Das schreibt Sepp, wir sollen erstmal im Tal laufen, weil sonst Trigger, was wird getriggert? Man weiß es nicht. Haben wir denn jetzt das Auge? Habe ich geguckt? Wo ist das Auge, ey? Du hast es doch bekommen von ihm, oder nicht? Da ist es. Mhm. Pulsiert voller Energie, alles klar. Ja, mehr als deine Hose auf jeden Fall, du. High five ja, dafür. Hey. Nice, du. Okay, dann gehen wir jetzt direkt zu den Drachen und hauen auch die Orks da nicht mehr um, oder was? Genau, wir gehen aber den Weg. Tatsächlich, jetzt weiß ich nämlich, was gesagt wurde. Mhm. Und ich erinnere mich tatsächlich auch selber noch dran. Ich bin sehr stolz auf mich. Es kommen doch gleich die Drachenjäger. Und wenn wir uns zur Burg beamen, dann überspringen wir das. Ah, richtig. Die wollen wir natürlich kennenlernen, die feisten Boys. Gucken wir mal ein bisschen bei Twitter, ob da schon was passiert ist. Ich bin sehr gespannt. Leute, das ist einer der letzten Besuche des Minentals, ne? Der letzte, es oder? Es ist fucking der letzte Besuch, wir räumen richtig auf. Ist es der letzte Besuch? Ich glaube, es ist der letzte, weil wir machen jetzt ja alle Drachen nieder. Wenn die alle kaputt sind, dann ist War Kapitel 4. Ich bin so froh, dass ich die Rüstung trage. Warte, ein Kapitel, 2 Kapitel, 3 Kapitel geschafft und jetzt sind wir im fucking 4. Kapitel, Freunde. Das ist schon echt geil. Das ist schon echt geil.
Aber es ist auch erst der zweite Besuch des Minentals, also von daher ist alles okay. Aber also ganz ernsthaft, der letzte Drache ist ja auf so einer verranzten Insel, da müssen wir ja auch noch hin. Deswegen glaube ich tatsächlich, wir kommen nie wieder hierher, so schön es auch ist hier. Und Valentino lebt immer noch. In diesem noch. Steinbruchartigen Land. Valentino, Valentino lebt immer noch, das ist doch eine Sauerei, oder? Ja, Valentino, ey. Wir müssen noch einiges erledigen, ne? Wir können natürlich nicht. Eine wichtige Frage von Miri gerade bei Twitter. Miri schreibt, pure Liebe für die Boys, ist das okay? Na klar ist das okay. Kann ich genug davon kriegen, ist richtig geil. Gut. Mich hat mir mal auch kannst auch ruhig deutlicher werden, was du damit meinst. Wäre es okay, von dir zu träumen? Ja, sowas, in genau. der Nacht, wenn ich alleine bin. Ich bin ein Romantiker. Okay, ja, ja, ich weiß, ich weiß. Reinko Kills, die kennen das Problem. Schneidet Valentino den Schniedel ab, Reinke? Oh nein, mein Kaffee. Hm. Ah, ein bisschen was ist noch drin. Wir sind echt die Broman Boys des Jahrtausends, glaube ich. Ohne Witz. Mhm. Halt's Maul. Sitzt der da immer noch? Sitzt der da immer noch? Ey, wirklich. Okay, jetzt hau ich ihm eine rein. Ohne Scheiß. Warte, ich habe neue Musik bekommen, Micha, das verbinden wir alles. Sekunde, Sekunde. Hier geht doch was. Und zwar, wer hat geschickt? Ihr, der Steffen hat einen neuen Part. Steffen wieder, heute wird es sicher den schönen Micha sehr gefallen. Dieser Track ist eine sehr deutliche Anlehnung an eine Band, die dem Reinko und mir auch sehr gefällt. Das große M natürlich, nein, nicht Metallica. Der Titel ist dementsprechend eine Anspielung auf das Original. Michael kennt es bestimmt. Wenn nicht, weiß das sicherlich der Chat. Und los geht's vom Steffen! Marinida. Willst du ihn nicht töten, bitte? Ja, eine Sugar oder Tool? Was meint der? Das große M? Wenn du reden willst, muss ich leiser machen. Okay, was steht da? Das große M? Das große M, aber nicht Metallica. Okay, dann ist es mit Sugar. Ja, geil. Hammer. Okay, jetzt aber. Okay. Deine fucking Pause war eine Woche lang. Wegen dir bin ich durch das ganze fucking... Jetzt kannst du die Musik jetzt nicht aus... Ich wollte gerade anfangen, wütend zu werden. Ja, Timo hat unterbrochen, was soll ich denn machen? Ach. Alter. Das Leute. Geht ab. Das geht ja ab. Also, Mickey Mouse Club Waldorf in Neißenstein. Hat wieder mal was Tolles ausgefüllt. Nämlich die Approbationsurkunde. Der Arzt, Dr. Sylven, also sein Vorname ist Doktor, geboren an seinem Geburtstag in Neißenstein, hat nämlich folgende Eigenschaften. Hat alle erforderlichen Prüfungen, Ringkämpfe und Hotdog-Wettessen bestanden und nachgewiesen, dass er dem Beruf des Facharztes der Allgemeinmedizin dringend fernbleiben sollte. Aus sicherer Angst vor den Konsequenzen verleihen wir ihm dennoch den akademischen Grad Diplom-Medizinmann. Und damit, guck mal, da ist die Unterschrift von wem nochmal? Von der Präsident von einem wichtigen Hof, wichtigen Institut verliehen vom Mickey Mouse Club. Und dementsprechend, Sylven, sind wir alle sehr stolz. Einmal noch ein Bild lassen, bitte. Sind wir sehr stolz auf dich, Dr. Sylven. Du kannst uns alle heilen und wir bleiben die Woche daheim. Ja, okay. Ihr seid alle krank. Sehr gut, Dankeschön. Verbreitet die Kunde, damals ist das Diplom echt und alle haben morgen frei. Genauso bis, ja, bis Freitag halt, ne? Ja, auf jeden Fall, ey. Gib das ab. Wer das nicht glaubt, ist echt ganz schön dumm, ey. Und hat... Antonia! Haben sie ihm eigentlich die Ohren versenkt? Hast du daran rumgezündelt an Dr. Sylven? Nein, nein, nein. Okay. Gut, jetzt muss ich die Musik natürlich... wieder ins Spiel. Nee, jetzt ist meine Wut verraucht. Okay, dann weg. Komm, dann gehen wir jetzt. Lassen wir Bilder wieder rein. Meinetwegen soll er hier sitzen. Komm, wir noch 20 Minuten. Ich will den Drachen sehen. Ich will zumindest noch mal... Komm, schaffen wir. Hm. Okay. Toter Drachenjäger. Jetzt hat hier jeder... Mir hat der Schmied gesagt, hier, die Prototyp-Rüstung kriegst nur du, weil Stimmt. du der Superheld bist. Jeder Honk hat diese Scheißrüstung an. Ich will eine bessere. Kannst du den looten? Ja, hab ich schon gemacht. Aber sein Schwert? Naja. Ja, ach. Nee, das macht mich jetzt wütend. Wir sind ja doch nur so ein Standard-Fußsoldat, ey. Weißt du, was ich interessant finde, Micha? Ja? Gothic ist immer live.
Hä? Wieso? Erleben. Ach so. Hey! Blut! Was geht? Besudel mein Gesicht. Und diese Dudes haben eine bessere Rüstung als ich. Alter, weil größere Schulterpolster. Hast du was zu trinken? Ich vermute, du willst kein Wasser. Nein, verdammt. Ich brauche, wenn ich längere Zeit nichts zu trinken hatte, fühlt sich mein Schädel an, als würde er jeden Moment explodieren. Hier hast du was. Das hätte er auch selbst wissen können. Da lacht das Herz. So, jetzt kann ich auch wieder klar denken. Was kann ich für dich tun? Was wollt ihr hier überhaupt? Keine Ahnung, was wir hier machen oder wann es losgeht. Ist mir auch egal, solange ich genug zu trinken habe. Wisst ihr denn, wo die Drachen sind? Was kriege ich denn, wenn ich es dir sage? Ich habe noch eine Flasche Wacholder. Für ein gutes Tröpfchen würde ich alle Drachen der Welt töten. Abgemacht. Gib mir die Flasche. Den hebe ich mir für schlechte Zeiten auf. Ganz geil drauf. Also, wo sind jetzt die Drachen? Was genau ist, kann ich dir natürlich nicht sagen, aber ich habe gehört, dass es 4 Drachen sein sollen. Wir haben nachts ein rotes Leuchten über dem höchsten Berg gesehen. Ich schwöre bei meiner Mutter, wenn du einen Drachen suchst, dann wirst du ihn ganz bestimmt dort finden. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Okay. Geil. Also, das hatten wir jetzt schon. Was genau? Wir haben Okay. Noch mehr geben, oder was? Ja, klar. Hier, hast du was zu trinken? Gegen Stadtfreunde haben wir nichts. Aber wenn ihr jetzt nichts Neues erzählt, dann war es verschenkt. Das trinke ich auch ganz gerne. Mir geht's schon viel besser. Jetzt ist doch heile. Wo sind sie denn jetzt? Also. Was genau ist, kann ich dir sagen. Verschenkte Schnaps, du. Okay, vielleicht kann er uns was beibringen. Ich suche jemanden. Ich könnte dir schon ein paar Sachen beibringen. Ich bin der beste Kämpfer weit und breit. Für dich mache ich sogar einen Freundschaftspreis. 300 Goldstücke. Oh, lohnt sich das? Egal, wir haben Schotter. Ja, Mann. Wir haben Schotter wie Sau. In Ordnung. Hier ist das Geld. Ich kann damit aber gar nicht so weitergehen. Lass uns mit dem Training beginnen. Das wird sich nie ändern. Wollen wir mal wieder Zweihand lernen? Ja, jetzt gerade haben wir ja nur wie viel haben wir jetzt? 30. 30. Nee, lass uns mal kurz warten. Einer müsste uns jetzt das... also ich möchte gerne gleich zu den Drachen, aber ich möchte erst lernen, wie wir die Drachenplatten entnehmen. Okay, ja, stimmt. Hast du recht. Wollen wir noch mit Biff reden? Alter, geil. Was geht ab? Mega starker Typ. Was machst du hier? Das ist wirklich die dämlichste Frage, die ich seit langem gehört habe. Was ist das von ihm? Welches Körperteil ist das? Ich denke mal, Skrotum. Wollen wir ihn beleidigen? Ja. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ich kann deinen bescheuerten Gesichtsausdruck nicht einordnen. Deshalb frage ich nach. Du hast eine zu große Schnauze für meinen Geschmack. Der ist gerannt, wird Zeit, dass sie die Mannschaft hinter ihm her wäre. Klopperei, Leute! Ey! Jetzt wird's los. Was war das denn für eine unfaire Scheiße? Das gibt's doch gar nicht! Der hat mich schon während des Gesprächs gehauen. Alter, nice, Michael. Micha, das schaffst du doch. Der hat dich beleidigt, der hat unbeleidigt, der hat eher gekränkt. So nämlich. So. Alter, trotz Betrug habe ich dem die Fresse poliert. Sehr gut! Dafür gibt es einen maximalen Respekt-High-Five. Loote ihn natürlich. Ich will ihn natürlich nicht. Und die Waffe natürlich auch wegnehmen. Das ist die Waffe wegnehmen, aber ich dachte, ich hätte ihn getötet. Das wäre natürlich nicht so geil. Nee, der lebt noch. Er atmet. Wo ist die Waffe? Da. Da. Ja. Ende. Der darf ihn nicht kriegen. Schwein. Nimm ihn schnell in die Waffe. Ja, yeah, schnell. Oh, schnell. Oh. So. Das war aber knapp. High-Five! High-Five. Sehr gut, Leute. Sehr gut. So, was sagst du jetzt? Warte mal. Das ist geil, er reagiert gar nicht drauf. Wie wär's denn jetzt für mich arbeitest? Das ist ja, gut. Das ist auch nicht schlecht. Geil, dann kommt er mit. Dann ja, ich glaub schon. Machen wir bitte. Was glaubst du hier im Minental zu finden? Wo hast du das denn schon? Gold und Ehre. Was sonst? Wenn ich mit den Drachen fertig bin, werde ich im Gold schwimmen. Genug, um den Rest meines Lebens jeder Kneipe und jeden Puff dieses Landes unsicher zu machen. Oder du wirst tot sein? Nein, 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 nein. Viel Glück. Viel Glück. Wollt jetzt nicht improvisieren. Na dann, viel. Ich brauche kein Glück. Kann man sich nicht so.
Wie wär's, wenn du ab jetzt für mich arbeitest? Ich hab so einiges gehört. Warum nicht? Was bezahlst du? 5 Goldstücke. Von mir hat er das nicht. Okay, das ist ein Vote-Wert, oder? Ich weiß es nicht das genau. Das ist ein Vote. Nein, nein, nein. Du kannst froh sein, wenn ich dich am Leben lasse. Ja, aber ist er dann nicht sauer? Ja, weiß ich nicht. Ich guck mal in den Chat. Einer will so wissen. Wenn ich das was mit dem verscherzen, wenn der uns hilft. Wir brauchen ihn als. Ja, als wir brauchen ihn echt. Na? Das höre ich zum ersten Mal. Der muss einfach mehr. Ja, wollen wir ein Vote machen? Oder ich naja, denn ja, die sagen bestimmt gleich. Die irgendwas. Sagen bestimmt gleich die Leute, was hier abgeht. Ja. Der hat keine Waffe mehr, aber ihr könnt ihn umhauen und ihm eine hinlegen. Warum? Nein, dein Leben. Er braucht seine Axt. Hälfte. Hälfte, Hälfte, Hälfte. Hälfte zweimal. Zweimal Hälfte jetzt. Spalten, sehr oft. Hälfte dreimal jetzt. Okay, aber die Hälfte der Beute ist ganz schön viel, Mann. Die Drachen haben bestimmt richtig viel Schotter. Ja, klau seinen Helm, der ist geil. Okay, wir machen einen Vote, liebe Leute. Ich kann mich hier nicht entscheiden. Nee, dann machen wir es einfach hier. Du kannst froh sein, wenn ich dich leben lasse. Du kannst froh sein, wenn ich dich leben lasse. Verarschen kann ich mich alleine. Von mir hatte das nicht. Ich habe auch nicht gespeichert. Wir können es theoretisch nochmal machen. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Wie wär's? Wie wär's mit 100 Goldmünzen? Ja. Ich zahle dir erstmal 100 Goldmünzen. Na schön, das ist immerhin ein Anfang. Geh vor. Ich glaube, okay, das war easy win. Ja, auf jeden Fall, das war doch eine gute Wahl. Aber gib ihm dann die Waffe zurück, ja? Weil sonst kann wie er gar ich ihm denn die wiedergeben? Ja, aber so kann er ja gar nicht kloppen. Also er hat ja gar nichts. Wie will er jetzt kämpfen? Ich weiß nicht, aber. Das ist kein Geheimnis. Brauchst du Heilung? Frag doch mal, vielleicht kann man ihm noch eine Waffe geben. Ich hab so einiges gehört. Brauchst du? Klar, Schaden kann. Sieht das immer so einfach vor. Ich hab da meine eigene Meinung. Okay. Ich werde dir später. Kommt mit, aber er ist nur Kanonenfutter. Hey, warte mal, wie kann man ihm die scheiß Waffe zurückgeben? Kann man die irgendwie ablegen, die Waffe? Genau so, wie du sagst. Was hat er denn gehabt? Er hat diese. Achso, umhauen und Waffe droppen. Okay, alles klar. Dann umhauen und Waffe droppen. Ja, nehmen wir aber jetzt nicht unsere Klaue Belias, weil dann ist er vielleicht tot. Dann nehmen wir mal irgendwas anderes, was nicht magisch ist. Was können wir denn nehmen? Ist doch scheißegal was. Also. Das habe ich früher auch immer gesagt. Okay. Das höre ich zum ersten Mal. Edles Bastardschwert, das ist das. Na egal. Okay. Okay, wir nehmen das jetzt. Und wir heilen uns aber noch vorher natürlich. Heilen vorher. Oh, ist das aber ich finde es. Warte mal, was droppt man dann? Das Bastardschwert? Ja, das, was wir. Wie droppt man das? Wie droppt man das, Leute? Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme mich auch nicht. Genau mit Alt droppen? Probier mal aus, was geht. Warte kurz. Kannst du schon was hinlegen? Hier brauchst du das nicht zu sagen. So, mit Alt droppen. Ja, probier mal aus. Also, du musst natürlich irgendwie ins Inventar, ne? Ist klar. Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Mit Alt-Gegenstand droppen. Der soll mir nichts von Pflicht erzählen. Der ist ja ausgerüstet, der wird nicht gehen. Nehmen wir was das anderes? Das ist zum ersten Mal. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Alt gedrückt halten, dann. Also drück mal Alt, halt mal Alt gedrückt und dann. Gedacht. Drück mal. Nee. Also Alt gedrückt halten und der Maus. Gemacht. Rechtsklick, geht rechtsklick. Ich gehe jetzt in ins Menü. Geht rechtsklick, geht rechtsklick, probiert's aus. Irgendwann muss das ja so kommen. Nee. Schon gedacht. Nee, 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 wir gehen mal hier ins Menü, das ist bestimmt schlauer. Steuerung, Waffe ziehen. Mit der gleichen Taste, mit der du auch Gegenstände spaltweise looten kannst. Das hat Reinke mal umgestellt, steht hier. Spaltweise looten kannst? Mhm. Das kann ich ja eh nicht. Ja, das hast du umgestellt. Wie umgestellt? Du hast mal irgendwann die Steuerung umgestellt. Okay, wir laden neu. Das nützt uns hier alles nichts. 1750, 1749, da hier wird's sein. Jetzt geht's richtig ab. Ich hoffe, dass wir nicht gespeichert haben, nachdem wir ihn verhauen haben und die Waffe weggenommen haben. Ich glaube nämlich, genauso war's. Ja. Da stellt sich das immer so. Okay, haben wir vorher noch gespeichert? Umschalt rechts. Ja, 49 hier. Steht Biff jetzt wieder? Nee. Ja, okay, aber das kriegen wir schon hin. Mit R. Welche ist denn die Sprungtaste? Probier's mal aus. Es wird also anscheinend. Entweder werden gerade derbe verarscht, das kann sein, aber. Also, das hier ist die. Sprungtaste ist das hier. Okay. Aha.
ist kein Geheimnis. Sprungtaste, alles klar. Da liegt das edle Bastardschwert. Ja, das kann er gleich haben. Dann heilen wir uns. Und der nimmt auch das Ding wieder auf, ja? Das weiß man noch nicht so genau. Aber Knopfhoff, wir werden sehen. Ey, wenn nicht, dann müssen wir ihn leider links liegen lassen. Weil ohne Schwert werde ich dem nicht keine 100 Goldmünzen geben. Da ist er ja völlig nutzlos. Der soll mir nichts von Pflicht erzählen. Ach, guck mal, jetzt noch das Bild da. Er ist auch DJ von Dr. Sylm. Das will er noch sehen bei Twitter. Ja, ich hau ihn jetzt um, ja? Ja, mach mal. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Aber womit? Warte kurz. Wo hast du das denn schon wieder her? Das interessiert mich irgendwas nicht. Halt. Ja, genau. Okay, ich bin sehr gespannt. Geh am besten weg von dem Schwert. Ah, da hat einer gefurzt? Ich weiß nicht. Ich glaube, da hat einer im Spiel gefurzt. Ich hab mir das schon gedacht. Wir hätten ihm auch die Drachenschneide geben können, ne? Eigentlich. Nee, die brauchen wir vielleicht selber noch. Na gut, aber Biff ist ja am Start. Das hat er wirklich nicht verdient. Und die Taste, die du eben gedrückt hast. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Etwas nicht erlauben. Nice. Er hat's genommen. So langsam bekomme ich das Gefühl, dass ich mehr Geld von dir bekommen sollte. Ich will weitere 100. Ja, die kannst du haben. Du bist mir zu teuer. Nein, auf keinen Fall. Das hat er wirklich nicht verdient. Ja, nicht, dass die Leute haben vielleicht deswegen Hälfte gesagt, weil er jetzt alle 10 Meter 100 Nein, Hälfte wäre viel zu viel gewesen, haben die Leute geschrieben. Ja? Ja, ja. Okay. Alles gut, das hat sich dann passt schon. Will ja keiner hören. Das stimmt, will ich meinen. Du kannst hier nicht so nachverfolgen wie ich, ne? Okay. Ich bin ja hier der super Chatman. Richtig. Alles klar, dann Claubilia ist wieder auf dem Rücken und weiter geht's. Das hat uns jetzt wieder mal sehr viel Zeit gekostet. Leider ja. Dann komm mal mit, Biff. Aber dann heil dich erst. Heilen erstmal. Das war der Falsche. Und ich würde auch gerne die Schuppen looten. Das hat er doch vorher gewusst. Brauchst du Heilung? Brauchst du Heilung? Klar. Geh schön den Besten geben, komm. Keins bringt er gar nicht. Was? Das war der Beste? Okay, gib ihm noch 10. Ja, ist echt schon stark, ne? Warte mal, kann man nicht schlafen, dann ist er auch wieder in Ordnung? Heilen, Kameraden, wenn man, Heilen. Hey, komm mal her. Was willst du? Das Tal ist ziemlich gefährlich und ohne die richtige Ausrüstung ist man hier schnell tot. Ich nehme an, du hast die richtige Ausrüstung. Du hast es erraten. Ich würde sie dir sogar verkaufen. Alter. Verkaufst du auch Informationen? Kommt drauf an. Wenn der Preis stimmt, werde ich dir alles sagen, was ich weiß. Wie viel verlangst du? Das ist schwer zu sagen. Schlafen, ja. Ich denke, 50 Goldstücke für jede Information, die ich dir gebe, sind angemessen. Ja, was sind das denn? Die Informationen. Was hast du an? Ja, das war's. Dietriche, sehr gut. Gut. Ist das Teeglas-Suppe? Okay, das war's. Ist nur ein scheiß Eintopf, ne? Ja. Weg damit. Okay. Gut. Speichern. Dann, ist Gorn noch da? Gorn? Ja, steht er hier noch irgendwo? Nee, oder nicht. Hä? Was? Wo kommt ihr? Wir kommen aus den... sind aus der Stadt. So, aus der Stadt also. Siehste, hast es kapiert. Hier, nimm erstmal einen Schluck. Alter. Schönes Bierchen nur. Was macht ihr? Wir haben von der Drachenjagd gehört. Also haben wir unsere Sachen gepackt und sind hierher gekommen. Aber um ehrlich zu sein, sind mir die Drachen scheißegal. Ich will nur Drachen haben doch. Bestimmt. So, liebe Leute, wir müssen so langsam, glaube ich, mal zum Ende kommen. Wir zocken jetzt seit 14 Uhr. Ich kann jetzt gerade richtig in Fahrt. Was, ja, das mit Gorn? Das wird nicht gehen, Michael. Du musst jetzt... stopp, du musst aufhören. Nee, warte. Du musst stoppen. Sehe, wir müssen aufhören. Ich bin Silvio ins Minental gefolgt, weil ich mich hier einfach am besten auskenne und mir die Situation hier nochmal... Ich sag dir was. Ah, Michael, das hier ist nicht braucht gut, was du sich ganz schön was. Würde mich nicht wundern, wenn Garon... Gleich jetzt weiter mit Knall durchgenommen. Jedi Knight mit Donny. Ich sehe dich da. Pass auf dich auf. Okay, damit Gorn gesprochen. Wir werden jetzt mit Biffy hier zusammen den Weg runterlaufen beim nächsten Mal und auf Drachenjagd gehen. Danach, ich drauf. Um 19 Uhr auf Butter Binge. Sehr spannend, och, ganz neues Format. Ich bin sehr, sehr interessiert, hier wird noch eine Waffe reingeworfen. Wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr und denkt dran, um 22 Uhr sind wir auch wieder live. Also morgen Doppelpackung Gothic 2, wir haben richtig Bock. Und heute haben wir viel geschafft. Kapitel 4, wir zerstören das. Tschüss!